Ich muss gestehen, dass das hier nicht gerade einfach für mich ist. Das Warten durch meine Erinnerungen fühlt sich an, als würde man nach einem Tornado seine Haustrümmer durchsuchen. Man sucht nach allem, was es wert ist, gerettet zu werden und versucht alles andere dabei zu ignorieren. Diese 3 Tage fühlen sich für mich wie ein freiliegender Nerv an. Die Wunden, sowohl die physischen als auch die psychischen, sind noch frisch. Aber das Ganze gehört laut meinem Psychiater dazu. Der beste Weg zur Heilung ist, sich seinem Trauma direkt zu stellen. Also zwinge ich mich, mich noch einmal an all das zu erinnern und das alles hier zusammenzufassen. Selbst die Teile, die keinen Sinn ergeben. Weiter im Text. Die ganze Sache begann vor ein paar Monaten mit einem Anruf in meinem Büro. Ich leite eine kleine Detektei in New Orleans, was bedeutet, dass ich das Telefon beantworte, wenn ich nicht gerade im Einsatz bin. Ich bin einer von Dutzenden von Privatdetektiven in der Stadt, die sich auf Fälle von Untreue und Ehebruch spezialisiert haben. Ja, ich weiß, ziemlich klischeehaft. Aber es bezahlt die Rechnung und hält den Laden am Laufen. Mehr oder weniger zumindest. Regan, Privatdetektiv am Apparat, sagte ich in den Hörer. Sich um Anrufer zu kümmern gehört genauso zum Job. Normalerweise sind es alte Klienten, die sich nach neuen Erkenntnissen erkundigen oder seltener der ein oder andere verwirrte Telemarketer. Es melden sich nur selten neue Klienten via Telefonanruf und egal, was ihr so im Fernsehen gesehen habt, walzen Klienten nicht einfach so in das Büro. Wenn ich einen neuen Auftrag will, muss ich mich mit einem der Scheidungsanwälte anfreunden oder eine bestimmte Frau in einem bestimmten Etablissement schmieren, die genau weiß, wann eine Ehe ein abruptes Ende findet. Ich multitaske, wenn ich kann, was bedeutet, dass ich, während ich den Anruf entgegennahm, gerade ein betrügerisches Arschloch auf Facebook stalkte. Dieser Mistkerl benutzt seine falsche Identität, um sich an leicht zu beeindruckende College-Mädchen ranzumachen, während sich seine seit langem an ihm leidende zukünftige Ex-Frau im Haus ihrer Eltern um seine Kinder kümmerte. Dieser Mistkerl war mein Klient und er hatte mir einen Batzen Geld gegeben, damit ich schmutzige Details über seine Dame herausfinde. Hey, oh, hi, stammelte die Stimme am anderen Ende der Leitung. Ich hörte mit dem Stalking auf und widmete meine ganze Aufmerksamkeit dem Telefon. Diese Stimme klang, als gehörte sie jemandem Jungen und es war ein Hauch von Angst zu hören. Hallo, antwortete ich und versuchte mein Bestes, um beruhigend zu klingen. Etwas, worin ich keine Übung hatte. Hier spricht Eric Ricken. Eric, hey! Antwortete die Stimme. Definitiv die Stimme eines Kindes. Ich kramte in meinem Verstand nach allen Jamesen, die ich kannte, konnte die Stimme aber niemandem zuordnen. Kein Wunder, ich kannte schließlich auch nicht viele Kinder. Was kann ich für dich tun, James? Es geht um Vanessa. Ich weiß nicht, ob du gehört hast, was passiert ist oder nicht. Heilige Scheiße. Vanessa? Dann bedeutet das, dass das hier... Jamie? Fragte ich. Hey, Kleiner. Ich habe deine Stimme nicht erkannt. Wie lange ist es schon her? Ein paar Jahre? Ja, sorry deswegen. Ich war noch nie gut in dieser ganzen Onkel-Sein-Sache. Nachdem mein Bruder gestorben war, schwor ich mir, dass ich von Zeit zu Zeit nach seinen Kindern sehen würde. Aber die Sache mit dem wirklichen Leben ist, dass man es nicht einfach anhalten oder pausieren kann. Und manchmal erfordert es deine ganze Aufmerksamkeit. Okay, ich weiß, dass ich ein beschissener Onkel bin, genauso wie ich ein beschissener Bruder war, aber... zumindest kann ich das selbst erkennen. Also, was ist mit Vanessa? Fragte ich. Vanessa war seine ältere Schwester. Ich habe schnell im Kopf überschlagen, dass sie inzwischen 18 sein müsste. Jesus Christus, ist das wirklich schon so lange her? Und was ist passiert? Geht es ihr gut? Oh, ich schätze, du hast nichts davon gehört. Ich bin mir nicht sicher, wer es hätte sagen sollen. Scheiße. Mein Verstand sprang zu allen Worst-Case-Szenarien und all meine Jahre in dieser Stadt gaben meiner Vorstellungskraft eine Menge Material dafür. Sag einfach, was Sache ist, Junge. Ich habe von nichts gehört, Jamie. Sag mir, was los ist. Sie wird vermisst. Vermisst? Okay, ich meine, sie ist 18, sie hat rebellisches Riggin-Blut und wenn sie noch in etwa so drauf ist wie das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, dann ist sie verdammt klug. Ihr Verschwinden könnte alles Mögliche bedeuten. Wie lange schon? Fragte ich. 2 Wochen. Wer war die letzte Person, die sie gesehen hat? Hat sie etwas gesagt, eine Nachricht hinterlassen, eine Tasche gepackt? Ich hatte das arme Kind überfordert. Kannst du vielleicht hierher kommen? Wenn mir nicht gerade mein eigen Fleisch und Blut diese Frage gestellt hätte, hätte ich vermutlich direkt in den Hörer gelacht. Jamie, ich habe einen Job. Gottes Willen, habe ich das gerade wirklich gesagt?
Oh, okay. Ich dachte, ich frag dich mal. Trotzdem danke. Hey, warte. Ist deine Mutter da? Kann ich mit... Er hatte bereits aufgelegt. Ich habe einen Job. Was zur Hölle ist kaputt bei mir? Es dauerte 10 Minuten, bis ich mich dafür entschieden hatte, wieder zurück in diese kleine, heruntergekommene Stadt zu gehen, obwohl ich mir geschworen hatte, nie wieder einen Fuß dort hineinzusetzen. Die Stadt, in der ich mir geschworen hatte, einen Weg zu finden, ihr zu entkommen. Die Stadt, in der ich die Leiche meines Bruders begraben hatte. Ich traf die notwendigen Vorkehrungen, um alle offenen Fälle, die ich hatte, erstmal zu pausieren und schickte einige von mir ausgewählte Screenshots an die Frau meines Arschloch-Klienten mit Hilfe einer anonymen E-Mail-Adresse. Als nächstes warf ich ein paar Dinge in die Reisetasche, die immer neben der Tür stand. Kleidung, Geld, Zigaretten, meine 9mm Beretta und eine Flasche mit flüssigem Mut. Alles, was ich für eine Woche oder so weg vom Komfort zu Hause brauchen würde. Nachdem ich auf der Autobahn war, habe ich noch ein paar Mal versucht, Jamie anzurufen, aber es war durchgehend besetzt. Ich hatte es mindestens einmal pro Stunde versucht, bin aber nie durchgekommen. Kennt ihr dieses Gefühl im Magen, wenn ihr wisst, dass etwas Schlimmes passieren wird, aber ihr nichts tun könnt, um es zu stoppen? Das ist es, was ich hatte. Mal 1000. Ich fuhr die ganze Nacht durch, hielt nur für Tank- und Klopausen, aß und rauchte im Auto. Vanessa kam ganz nach ihrem Vater. Wahrscheinlich zu sehr für ihr eigenes Wohl. Und diese rückständige Kleinstadt war nicht gut zu Leuten, die klug oder anders waren. Ich konnte mir nur vorstellen, wie ihre letzten Jahre hier gewesen waren. Die Highschool, in der ich ein paar Kindern die Nase brechen musste, um nur mittags allein gelassen zu werden, war nichts für die Schwachen oder Gütigen. Aber vielleicht hatten sich die Dinge ja in meiner Abwesenheit geändert. Es war Nachmittag, als ich bei Jamie und Vanessa zu Hause ankam. Der Junge war schockiert, mich zu sehen, und das Gefühl konnte ich nur erwidern. Er war 15 Jahre alt und einen halben Meter größer als das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe. Tatsächlich war er größer als ich jetzt und das Ebenbild seines Vaters. Es war geradezu unheimlich. Ich umarmte ihn und er bat mich herein. Ich hasse es zu gestehen, dass ich trotz der verstrichenen Zeit dieses Ganze sich auf den neuesten Stand bringen nicht wirklich gemacht habe. Vielleicht komme ich ja dazu, ihm nach seinen Freunden oder Noten und was sonst auch immer zu fragen, wenn die ganze Sache hier vorbei ist. Aber im Moment wollte ich nur zur Sache kommen. Glücklicherweise waren wir da einer Meinung. Wir saßen im engen, staubigen Wohnzimmer des 4-Zimmer-großen Ranch-Style-Hauses der Familie. Es war kleiner, als ich in Erinnerung hatte, und der Vorgarten und Hinterhof waren mit Unkraut überwuchert. Das Haus lag in einem Teil der Stadt, der so aussah, als würde die Natur in sich langsam wieder zurückerobern. Ich würde das ja den heruntergekommenen Teil der Stadt nennen, aber dieser Ort hatte nur heruntergekommene Teile. Die Tatsache, dass sie nicht in einem Wohnwagen lebten, war quasi schon das höchste der Gefühle. Das Einzige, was mir durch den Kopf schoss, während ich dort war, war: Gott, ich hasse diese Stadt. Die Geschichte klang etwa so, wie ich es erwartet hatte. Vanessa hatte davon gesprochen, hier wegzukommen, und hatte sogar einen Teilzeitjob an der Tankstelle am Rand der Stadt angenommen. Eines Nachts war sie draußen spazieren und das war das letzte Mal, dass jemand sie gesehen hatte. Jamie war im Wohnzimmer und sah sie nach draußen gehen, dachte sie aber nicht viel dabei. Sie hatte nichts bei sich, sie wirkte nicht komisch, high oder betrunken. Sie verließ einfach in Jeans und einem gelben T-Shirt gegen 10 Uhr das Haus und dann, wer weiß. Das waren die Fakten, die kalten, emotionslosen Fakten. Wenn ich in irgendeiner Weise helfen können würde, dann nur, wenn ich mir diese Fakten zu Nutzen machen könnte. Ihr Auto stand noch in der Einfahrt. Keiner der Nachbarn hatte etwas gesehen oder gehört. Sie hatte keinen Freund. Ihre Klassenkameraden hatten keinen Kontakt zu ihr gehabt. Ihr Handy lag auf dem Tischchen neben ihrem Bett, zum Laden angeschlossen. Das waren Fakten. Was hat die Polizei gesagt? Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun, aber sie waren hergekommen, haben die Ermittlungen aufgenommen und gesagt, sie würden sich melden, wenn sie etwas finden würden. Was ist mit Vanessas Mutter? Naja, hier wird die Sache unangenehm. Die Witwe meines Bruders hatte schon eine Weile Probleme. Der Verlust ihres Mannes hat alles nur noch schlimmer gemacht. Sie nahm Medikamente dagegen, aber es gibt nur so viel, was man für jemanden tun kann, der sich nicht helfen lassen will. Miranda hatte Wahnvorstellungen und manische Episoden. An manchen Tagen konnte sie besser sagen, was real war, als an anderen. Ich erinnere mich, wie einige Zeit nach der Beerdigung Miranda mir anvertraute, dass sie der Überzeugung war, dass Vanessa nicht ihre wirkliche Tochter sei. Sie war überzeugt davon, dass jemand kurz nach ihrer Geburt gekommen war und sie gegen ein anderes Baby ausgetauscht hatte. Ihre Vanessa, sagte sie, war jetzt im Weltraum und dieses Ding, das sie aufziehen musste, arbeitete heimlich für sie. Ich mag ein beschissener Onkel sein, aber Miranda ist eine noch beschissenere Mutter. Und wenn das hier ein Worst-Case-Szenario wäre, dann wäre sie meine verdächtige Nummer uno. Aber Jamie beruhigte mich. Miranda war in einer ganz anderen Stadt, im selben Krankenhaus, in dem sie schon seit fast 2 Jahren war.
und bekam dort die dringend benötigte Hilfe. Er und Vanessa hatten seitdem so ziemlich alleine gelebt. Der Junge war schockiert, dass mir niemand davon erzählt hatte. Schau, sagte ich schließlich, nachdem ich alles gehört hatte, was es zu sagen gab. Ich weiß, du denkst, dass ich helfen kann, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich qualifiziert dafür bin. Ich habe noch nie in meinem Leben an einem Vermisstenfall gearbeitet. Ich kann dich bezahlen, sagte er defensiv. Geld ist mir momentan egal. Ich will nur deine Erwartungen managen. Du kennst die 48-Stunden-Regel, oder? Er nickte. Nun, du weißt auch, dass Vanessa ein kluges Kind ist. Super schlau. Sie ist höchstwahrscheinlich mit jemandem zusammen, der etwas Dampf in der Stadt ablassen will. Er nickte wieder. Ich weiß nicht, ob ich überzeugend war oder nicht. Umgang mit den Gefühlen der Klienten war nie etwas, in dem ich besonders gut war. Und im Moment musste ich die ganze Sache wie einen meiner Fälle behandeln. Gut, dann sagte ich etwas, was ich nie hätte sagen sollen. Ich werde sie finden. Ich verspreche es. Ich machte meinen ersten Stopp auf dem Revier des Sheriffs, um den Status der Ermittlungen zu überprüfen. Und die Empfangsdame ließ mich etwa eine halbe Stunde in der Lobby warten, welche ich an meinem Handy verbrachte, um nach Nachrichten und sonstigen Informationen über den Ort zu suchen. Es ist bemerkenswert, wie viel Wissen es im Internet gibt. In den sozialen Medien ist jeder ein Amateurreporter. Zwischen diesen, dem Freedom of Information Act, und in der allgemeinen Verwässerung der Nachrichten gibt es keine Geheimnisse mehr. Todesfälle, Polizeiakten, eine wahre Fundgrube an Informationen, die uns alle in ein gemeinsames Bewusstsein einbinden und dir alles geben kann, was du willst. Wenn du nur weißt, wo du suchen musst. Der Grund, warum ich gut in meinem Job bin, ist, dass ich immer weiß, wo ich suchen muss. Deshalb konnte ich es nicht glauben, als alle meine Recherchen ergebnislos blieben. Es gab keine Spur von dieser Stadt im Internet. Das ist nicht nur seltsam. Das ist unmöglich. Bei einer so kleinen Stadt hätte ich in 30 Minuten herausfinden sollen, wen der Bürgermeister gevögelt hat. Aber ich konnte nicht einmal einen Artikel über Vanessa finden. Der Sheriff wird sie jetzt empfangen, sagte die Empfangsdame und brachte mich zurück in die Realität. Sein Name war Clyde. Er war ein älterer Kerl, kahl auf dem Kopf und ein Lächeln, das gezwungen wirkte. Sein Schreibtisch war bis auf ein einziges Telefon frei und die Wand war mit einer riesigen, schmutzigen amerikanischen Flagge behangen. Er deutete an, dass ich mich setzen sollte. Was kann ich für Sie tun? Fragte er. Ich erklärte ihm die Situation und bat ihm um die Polizeiberichte über Vanessas Verschwinden. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht wirklich helfen, sagte er. Miss Regans Fall ist Teil einer laufenden Untersuchung. Schauen Sie, ich versuche nicht zu nerven oder Ihnen im Weg zu stehen. Ich will nur helfen, meine Nichte zu finden. Der Sheriff seufzte langsam und ließ die Fassade samt Lächeln fallen. Ich kannte seinen Blick nur zu gut, von den Malen, bei denen ich ihn hatte. Es gab schlechte Nachrichten, die er mir nicht erzählen wollte. Wir haben eine Spur, was mit Ihrer Nichte passiert ist. Ein Haufen Kinder wurde vor nicht allzu langer Zeit als vermisst gemeldet. Teil eines neoreligiösen Bullshit-Kults. Manche glauben, dass Vanessa vielleicht da irgendwie mit reingeraten ist. Ist das auch Ihre Meinung? Wir wissen es nicht, aber wir haben einen Verdächtigen im Gewahrsam. Gott, Sie glauben doch nicht, dass er sie ermordet hat, oder? Der Sheriff ging für eine Minute aus dem Raum und kam mit einer dicken Akte zurück. Er legte sie auf den Schreibtisch vor mir. Alles, was wir haben, ist da drin. Der Fall ist ziemlich seltsam und wir sind immer noch dabei, das Puzzle zusammenzusetzen. Sie sehen wie ein schlauer Kerl aus, deswegen werde ich wohl nicht extra erwähnen müssen, dass Sie mir diese Akte nicht gegeben haben. Ich weiß von nichts. Gut, aber wenn Sie etwas herausfinden sollten, sind Sie der Erste, der davon erfährt. Ich dankte ihm und wir schüttelten die Hände, bevor ich ging. Draußen in der Lobby sah ich ein paar Polizisten, die sich einen Kaffee machten. Ich näherte mich ihnen und fragte, macht es euch was aus, wenn ich mir auch eine Tasse nehme? Greifen Sie zu, sagte der Größere der beiden. Er hatte eine einschüchternde Statur, 1,90 Meter und gebaut wie ein Linebacker. Auf seinem Namensschild stand Williams. Der Kleinere war immer noch größer als ich, aber schlaksig und jugendlich. Wahrscheinlich neu. Auf seinem Schild stand Franklin. Franklin verschränkte seine Arme und begutachtete mich. Sind Sie so eine Art Reporter? Fragte er. Nein, ich bin Vanessa Riggins Onkel. Wessen Onkel? Fragte er weiter. Ich gab ihm meinen besten kalten Blick. Vanessa Riggin, die junge Frau, die seit ein paar Wochen vermisst wird. Franklin zuckte mit den Achseln und sagte, welche? Williams schlug ihm gegen die Brust. Zeigen wenig Menschlichkeit, Junge. Sorry, ich wollte nicht... Sie wissen, dass wir den Kerl haben. Ich meine, er hat noch nichts gestanden, außer... Schon in Ordnung, sagte ich. Beschissene Stadt, beschissene Polizisten. Nun, was haben Sie vor? Fragte Williams. Ich versuche, Ihre letzten Tage nachzuvollziehen. Ich schätze, ich werde mir die Tankstelle ansehen, in der sie gearbeitet hat. Nachdem ich das gesagt hatte, war es, als wäre alle Luft aus dem Raum gesaugt worden. Ich habe gelernt, Reaktionen zu deuten, zu wissen, wann Menschen lügen. Aber jeder Idiot hätte sehen können, wie die Farbe aus Franklins Gesicht wich. Die Haare auf seiner Haut standen aufrecht und er warf einen seltsamen Blick in Richtung des älteren Polizisten. Dieser Neuling besaß kein Pokerface. Williams versuchte cool zu bleiben, aber Franklin hat es bereits vermasselt.
Er trank absichtlich einen Schluck Kaffee und versuchte desinteressiert zu klingen. Die Tankstelle am Rand der Stadt? Waren Sie schon mal da draußen? Es ist schon lange her, dass ich hier gewohnt habe, aber ich erinnere mich noch an die Geschichten. Am Rande der Stadt geht etwas Seltsames vor sich. Die Wälder sind verflucht und Kreaturen warten darauf, dich zu fressen. Ich hatte keine Ahnung, dass diese Geschichten immer noch kursierten, oder? Vielleicht taten sie es auch nicht. Vielleicht gab es einen anderen Grund. Noch nicht. Warum? Williams suchte nach Worten, die Sinn machen würden, konnte sie aber offensichtlich nicht finden. Es gibt Berichte über Bärenaktivitäten da draußen. Seien Sie einfach vorsichtig, okay? Fick dich. Wenn etwas nicht stimmt, dann sag es mir einfach. Wird gemacht, Deputy. Meine nächste Station war das Rathaus. Etwas an dem eklatanten Mangel an Nachrichten im Internet über ein Massenverschwinden stieß mir sauer auf. Wenig überraschend hatte das Rathaus geschlossen, als ich dort ankam. So wie es aussah, war es auch bereits eine ganze Weile nicht mehr offen gewesen. Der Rasen vor dem Gebäude war mit Unkraut überwuchert und es waren Zeitungen in verschiedensten Zuständen der Zersetzung vor der Tür gestapelt. Irgendwo kassiert ein Beamter fürs Nichtstun sein Gehalt. Ich weiß, ich hab's schon einmal gesagt, aber ernsthaft. Scheiß auf diese Stadt. Ich dachte mir, dass solange ich in diesem Höllenloch der Vormoderne sein muss, kann ich genauso gut anfangen, wie in der Vormoderne zu arbeiten. Mein nächster Halt war die zuverlässigste Quelle für Informationsbeschaffung. Die örtliche Bibliothek. Wieder einmal wurde ich das Gefühl nicht los, dass dieser Ort, den ich als Kind so häufig besucht hatte, kleiner geworden war. Immerhin war aber der Geruch, eine Mischung aus alten Büchern und Schimmeln, noch genauso stechend wie eh und je. Ich fand die Bibliothekarin, die ein Nickerchen an ihrem Arbeitsplatz machte, und fragte sie, ob der Ort ein Archiv mit den lokalen Zeitungen habe. Sie hat mich ausgelacht. Lokale Zeitungen? Hier? Haben Sie diese Stadt gesehen? Nur die Hälfte der Menschen hier haben überhaupt einen Schulabschluss und die Hälfte von denen ist Meth-abhängig. Welche Zeitung glauben Sie, würden diese Leute denn kaufen? Ich entschuldigte mich dafür, dass ich ihre Zeit verschwendet hatte, drehte mich um zu gehen, aber wurde von ihr aufgehalten. Ich glaube, ich habe ihr leid getan. Hey, schauen Sie, wenn Sie Informationen über diese Stadt brauchen, da gibt es einen Kerl, der Ihnen helfen kann. Er ist schon lang genug hier, dass er alles weiß und jeden kennt. Sie kritzelte eine Adresse auf ein Stück loses Papier und gab es mir. Wenn Sie dort sind, fragen Sie nach Roger. Er wird Ihnen sicher helfen können. Hier war ich also, auf dem Weg zu meinem 5. Halt heute und immer noch kein Stückchen näher dran herauszufinden, was mit Vanessa passiert ist. Wenn überhaupt, fühlte es sich so, als hätte mich dieser ganze Blödsinn und die Seltsamkeiten nur weiter von einer Lösung der Sache abgebracht. War es überhaupt wert, diesen Roger-Typen zu überprüfen? Als ich zu meinem Auto kam, nahm ich mir eine Sekunde Zeit, um zur Ruhe zu kommen und darüber nachzudenken. Fakten. Das ist alles, was ich im Moment brauche. Fakten. Im Moment habe ich nicht die, die mir weiterhelfen würden. Warum sollte ich also nicht herausfinden, was Roger weiß? Ich tippte seine Adresse ins GPS und musste kurz lachen, als ich sah, wo es hinging. Mein altes Highschool-Gebäude war genauso schrecklich und heruntergekommen wie damals, als ich meinen Abschluss gemacht hatte. Aber hey, nichts, was ein paar Schichten Farbe nicht verdecken können. Ich war mir nicht ganz sicher über den Plan, als ich mein Auto parkte und das Gebäude betrat, aber dieses blinde Herumtorkeln und die Hoffnung, einen Hinweis zu finden, wurde langsam zum Markenzeichen dieses Trips. Das Schulgebäude war klein und schlecht beleuchtet und ich konnte das Summen der Lampen an der Decke nur wenige Zentimeter über meinem Kopf hören. Ich fühlte mich da drin wie ein Riese und konnte nicht glauben, dass sich Kinder in dieses Gebäude stopfen konnten. Hier war ich also, ganz allein und fühlte mich klaustrophobisch. Klaustrophobisch und ein wenig schwindelig. Kann ich Ihnen helfen? Oder zumindest dachte ich, ich wäre ganz allein. Ich sah jetzt den kleinen Typen, der eine Jeans und ein ACDC-T-Shirt trug, einen Mob in der Hand hatte und mich aus einem der Klassenzimmer heraus anstarrte. Ja, sagte ich. Sie arbeiten hier? Niemand sollte hier sein. Die Schule ist geschlossen. Ich suche Roger. Der Typ setzte seinen Wischmopp sanft ab, zog eine Brille heraus und setzte sie auf, bevor er antwortete. Sind Sie ein Freund von ihm? Nicht ganz. Ich suche meine Nichte. Sie ist verschwunden. Und Sie denken, Roger hat etwas damit zu tun? Sind Sie Roger? Fragte ich direkt. Der Mann lachte. Auf keinen Fall. Ich wünschte, ich wäre es. Nun dann, wenn es Ihnen nichts ausmacht, könnten Sie mir zeigen, wo ich hin muss? Roger ist in seinem Büro. Ich zeige Ihnen, wie man dorthin kommt. Großartig. Der Hausmeister ging langsam, die Hände in den Taschen und nach vorne gebeugt, mit dem Blick in Richtung Boden. Er sprach nicht, während wir den Flur hinuntergingen, um die Ecke bogen und vor einer verschlossenen Tür anhielten. Das ist Rogers Büro. Ich dankte ihm und wartete darauf, dass er ging, aber stattdessen klopfte er an der Tür und rief: Hey, Roger! Da draußen ist ein Typ, der dich sehen will! Von irgendwo im Inneren hörte ich ein gedämpftes: Geh weg! Komm schon, Roger!
Mach auf! Er schenkte mir ein unbeholfenes Lächeln und ein Achselzucken. Ein paar Sekunden vergingen, bevor der Hausmeister seufzte und den Türknauf griff, ihn öffnete und hineintrat. Ich schätze, wenn ich den Moment nennen müsste, in dem der Fall nicht mehr nur seltsam, sondern komplett übergeschnappt war, wäre es dieser. Der Raum war überhaupt kein Raum. Es war nur eine simple, schmutzige Besenkammer. Kaum groß genug für den Hausmeister. Die Wände waren vollgestellt mit Regalen, die mit Reinigungsmitteln und Kartons gefüllt waren. Der Hausmeister schaltete das Licht ein, kniete sich auf den Boden und zog eine alte Holzkiste raus in die Mitte der Kammer. Roger, bist du da drin? Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Er öffnete die Kiste und... Gott, ich kann gar nicht glauben, dass ich das jetzt erzähle. Er zog Roger aus der Kiste. Er drehte sich um und sah mich an und hielt Roger in seinen Armen. Roger war eine altmodische Bauchrednerpuppe aus Holz mit einem schwarzen Anzug. Die Augen sprangen auf und die Puppe sah mich an. Dann drehte sich der Kopf, um den Hausmeister anzublicken, dann zurück zu mir. Die Puppe gähnte und streckte sich und spielte das Aufwachen richtig aus, bevor sie schließlich zu sprechen begann. Wer zum Teufel ist dieser Kerl? Hast du da nicht das Nicht-Stören-Schild an meiner Tür gesehen? Ich konnte nicht anders als... Ey, was zum Teufel soll das hier? Eine Art dummer Witz? Meine Nichte wird vermisst. Sie könnte tot sein, soweit ich weiß. Und du spielst gerade Spielchen mit mir? Es bedurfte einer Menge Selbstkontrolle, um den Hausmeister nicht ins Gesicht zu schlagen. Stattdessen drehte ich mich einfach um und fing an zu gehen. Warten Sie, Detective! Rief er mit der Stimme der Puppe. Ich hielt an und drehte mich um. Woher wusstest du, dass ich Detektiv bin? Fragte ich. Oh, ich weiß eine Menge Dinge, sagte er durch die Puppe. Es war schwierig, ihm zuzuhören, denn er weigerte sich, Augenkontakt aufzunehmen. Ich entschied mich stattdessen, die Puppe anzusehen, welche mich direkt anstarrte. Eins musste ich dem Kerl lassen. Ich konnte nicht sehen, dass er auch nur einmal die Lippen bewegt hätte. Zum Beispiel weiß ich, dass Sie gerade von New Orleans hierher gekommen sind. Sie waren beim Sheriff und dann in der Bibliothek. Aber die waren keine Hilfe. Und jetzt wollen Sie Antworten darüber, was mit Vanessa passiert ist. In Ordnung, sagte ich. Du hast meine Aufmerksamkeit. Woher weißt du das alles? Der Hausmeister weigerte sich, von der Charade abzulassen und sagte alles durch die Puppe. Details, Detective. Die Beretta unter ihrer Jacke, die Einsatzstiefel, der Haarschnitt und nicht zuletzt der Polizeibericht, der aus ihrer Hintertasche ragt. Ich weiß, dass sie nicht direkt mit dem Sheriff zusammenarbeiten, weil sie sich seit mindestens einer Woche nicht mehr rasiert haben. Was auf einen Privatdetektiv schließen lässt. Ich weiß, dass sie in ihrer Bibliothek waren, weil die Bibliothekarin die einzige Person ist, die wissen konnte, dass ich hier bin. Ich weiß, dass sie nach Vanessa Riggins suchen, weil ich, im Gegensatz zu manchen Leuten, über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden bin. Sie haben gesagt, ihre Nichte sei verschwunden. Angenommen, keiner von ihnen ist adoptiert. Gibt es nur ein vermisstes Mädchen, mit dem sie ein dominantes Merkmal gemeinsam haben. Okay, sagte ich. Dieser Typ war nicht von schlechten Eltern. Vielleicht hatte er ein paar Schrauben locker, aber Anerkennung, wo sie gebührt. Die Sherlock-Nummer hatte er drauf. Was ist mit New Orleans? Woher wusstest du, dass ich die ganze Nacht gefahren bin? Zwei Gründe. Zuerst riechen sie, als hätten sie seit ein paar Tagen nicht mehr geduscht. Und zweitens habe ich ihre Brieftasche geklaut und mir die Adresse auf ihrem Ausweis angesehen. Er streckte seinen Holzpuppenarm aus und tatsächlich hielt der kleine Bastard meine Brieftasche in der Hand. Und um ehrlich zu sein, ich war nicht einmal wütend. Dieser kleine Scheißer hatte mich überrumpelt und das ist alles, was nötig ist, um sich meinen Respekt zu verdienen. Ich habe tatsächlich sogar gelacht. In Ordnung, Roger. Wie funktioniert das? Ich bezahle dich, damit du mich in meinen Nachforschungen unterstützt. Glauben Sie es oder nicht, ich stehe nicht so auf Geld. Ich handle mit Informationen und Gefälligkeiten. Ich kann sehen, dass Sie nichts von der Ersteren haben. Also nehme ich das andere. Einen Gefallen. Zum Zeitpunkt meiner Wahl. Und im Gegenzug werde ich überall nachforschen, um herauszufinden, was mit Ihrer Nichte passiert ist. Wenn ich etwas finde, rufe ich Sie an. Ich zuckte mit den Schultern. Okay, gut. Sollen wir darauf einschlagen? Ich bin nicht stolz drauf, aber ich habe der Puppe die Hand geschüttelt. Dann gab er mir meine Brieftasche zurück. Schließlich hatte ich die Gelegenheit, bei der Tankstelle vorbeizuschauen, in der Vanessa gearbeitet hatte, bevor sie verschwand.
Was für ein Höllenloch das war. Von außen sah es so aus, als wäre sie seit Wochen nicht mehr geputzt worden. Als ich reinkam, stieg mir der Geruch von frischer Farbe und Abwasser in die Nase. Der Mann hinter der Kasse rauchte eine Zigarette und stapelte Pennys zu einer kleinen Pyramide, ohne scheinbar meine Anwesenheit zu bemerken. Genau in dem Moment fing einer meiner Zähne an, höllisch weh zu tun. Ich nahm mir eine Schachtel Schmerztabletten und ging zur Kasse. »Hey«, sagte ich zum Kassierer. Er war ein junger, schlaksiger, blonder Kerl mit blauen Augen. Er sah etwa wie die menschliche Form eines Golden Retrievers aus. Auf seinem Namensschild stand Jerry. Er sah zu mir auf und lächelte. »Hey«, erwiderte er, bevor er seine ganze Aufmerksamkeit wieder auf die Münzpyramide richtete. »Ich will das ja kaufen«, sagte ich ein wenig verärgert. »Wie viel kostet das?«, fragte der Typ. »Ich weiß nicht. Du bist derjenige in der Kasse. Sag du es mir.« Er sah auf die Schachtel, dann auf mich. »Was ist es dir wert?« »Schau, Mann, ich will das nur kaufen. Ich versuche hier nicht, irgendwelche Spielchen zu spielen.« Jerry starrte die Schachtel an und sagte, »Behalte es einfach.« »Was?« »Es gehört dir. Geht aufs Haus.« Ich seufzte und legte einen 5-Dollar-Schein auf den Tresen, bevor ich auf die Toilette ging, um etwas Leitungswasser zu trinken. Ich muss durch die Idiotie des Verkäufers abgelenkt gewesen sein, weil ich erst, als ich in der Toilette stand, bemerkte, dass da noch jemand anderes drin war. Ich ging direkt zum Waschbecken und drehte den Wasserhahn auf. Dann hörte ich es. Gitarrenmusik. Ich drehte mich um und sah einen Mann neben dem Urinal stehen, der nichts als einen Cowboyhut, rote Boxershorts und Stiefel trug und eine bekannte Melodie auf der Gitarre spielte, welche über seine Schultern geschlungen war. Sorry, ich wusste nicht, dass besetzt ist. Der Mann fing an, zu der Melodie, die er spielte, mitzusingen. There is a house in New Orleans. They call a rising sun. Willst du mich verdammt nochmal verarschen? And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know, I'm one. Er drehte sich um und verließ immer noch spielend und singend die Toilette. Was zur... Ich nahm 2 Tabletten und spülte sie mit dem Wasser, das besonders metallisch schmeckte, runter, bevor ich zurück in den Ladenbereich ging. Der Angestellte hatte sich eine weitere Zigarette angezündet und der 5-Dollar-Schein lag noch immer auf dem Tresen. Was sollte das alles? Fragte ich. Was sollte was alles? Der Gitarrenspieler in Boxershorts. Ist das eine Art Kunstshow oder sowas? Jerry sah sich im Laden um und sah mich dann wieder an. Wo? Er war mit mir in der Toilette. Ein Typ, Cowboyhut, klingelte etwas. Oh, sagte er. Oh, das könnte der Toilettencowboy gewesen sein. Hatte er einen Bart? Nein. Das klingt nach dem Toilettencowboy. In Ordnung. Schau, ich bin es leid, Spielchen zu spielen. Ich möchte dir nur ein paar Fragen stellen. Ist das in Ordnung? Jerry grinste. Ich mag Fragen. Es gab ein Mädchen, das früher gearbeitet hat. Vanessa, hast du sie gekannt? Oh, ich bin eigentlich ziemlich neu hier. Du wirst wahrscheinlich mit dem anderen Angestellten reden müssen. Jack. Okay. Wann kommt Jack? Er sollte in etwa einer Stunde hier sein. Willst du etwas Dörrfleisch? Jerry streckte mir ein halb gegessenes Stück Jerky entgegen. Bevor ich zum Teufel Nein sagen konnte, begann das Telefon auf Jerrys Theke zu klingeln. Er antwortete mit einem Jallo? Nach einer Sekunde sah er mich an und fragte, Ey, bist du Eric Ricken? Das war merkwürdig. Ja? Es ist für dich. Er gab mir den Hörer. Eric am Apparat. Mr. Regan, hier ist Sheriff Clyde. Ich habe versucht, Sie zu erreichen. Ich dachte mir, wenn ich nur Ihre Mailbox dann kriege, müssen Sie in einem Teil der Stadt ohne Empfang sein. Gibt es Neuigkeiten? Nein, schauen Sie. Ich weiß nicht, woher Sie Roger kennen, aber wenn Sie ihn das nächste Mal sehen, sagen Sie ihm, dass wir quitt sind. Was meinen Sie damit? Roger hat seinen Gefallen eingefordert. Ich kann davon ausgehen, dass Sie schon mal Verhöre durchgeführt haben, oder? Ich gebe Ihnen 20 Minuten mit dem Verdächtigen, den wir in Gewahrsam haben. Danach sind Sie fertig. Und offiziell ist die Sache nie passiert. Kommen Sie her, bevor ich meine Meinung ändere. Ist das Ihr Ernst? Ich meine es immer ernst. Okay, ich bin auf dem Weg. Wie ist dein Name? Middleton. Spencer Middleton. Spencer Middletons Hände waren an Stahllösen gekettet, die jemand mehr schlecht als recht an den Metalltisch in der Mitte des Verhörraums geschweißt hatte. Der Raum war kaum größer als Rogers Besenkammer. Eine Lampe, keine Fenster, 2 Klappstühle und ein Stativ mit Camcorder in der Ecke, die der Tür am nächsten war. Sie hatten ihn in einen orangenen Overall gesteckt, der ein paar Nummern zu groß war und irgendjemand hat sich viel Mühe gegeben, ihn zu verprügeln. Sein linkes Auge war geschwollen und
Die Farbe dieser Schwellung vermischte sich mit dem Blau und Lila der Hämatome, die den Großteil seines Gesichts bedeckten. Als er mich sah, grinste er. Nun, du siehst nicht wie ein Anwalt aus. Und du bist ganz sicher kein Polizist. Lass mich raten. Du bist ein neues, den man geschickt hat, um mich zu töten. Ich brauchte ein paar Sekunden, um einen Eindruck von dem Mann zu bekommen, mit dem ich gleich sprechen wollte. Die Uhr tickte. Ich hatte nur 20 Minuten. Aber diese ersten kurzen Momente sind entscheidend und könnten den Unterschied ausmachen. Hier war ich nur ein paar Meter von dem Arschloch entfernt, das wahrscheinlich meine Nichte getötet hatte. Und ich musste einen Weg finden, um Informationen aus ihm herauszubekommen. Ich hatte nichts. Kein Zuckerbrot, keine Peitsche. Also, wie bringe ich ihn zum Reden? Hölle nochmal. Vielleicht gibt er mir das, was ich will, einfach aus der Güte seines Herzens. Ich hatte auf der Fahrt etwas nachgeforscht. Spencer war ein Einheimischer, der vor einiger Zeit verschwunden war, um zur Armee zu gehen. Nach einer ehrenvollen Entlassung machte er es sich zur Aufgabe, größtenteils außerhalb der Gesellschaft zu leben. Mit Ausnahme einiger Konfrontationen mit dem Gesetz. Er hatte die Angewohnheit, Kämpfe zu beginnen oder zu beenden, je nachdem, wie man es betrachtet. Ich machte meinen ersten Zug, erwiderte sein Lächeln und zog den Stuhl auf der anderen Seite des Tisches heraus. Von hier aus konnte ich sehen, dass der Mann eine bösartig aussehende Narbe direkt über seinem Hals hatte. Ich setzte mich hin, ihm gegenüber, und wartete darauf, ob er noch etwas anderes zu sagen hatte. Das hatte er nicht. Also fing ich an. Wer versucht dich zu töten, Spencer? Er lachte leise und sagte, hey, kenne ich dich nicht? Das bezweifle ich. Ja doch, klar! Du warst auf meiner Highschool, oder? Du bist Donnys Bruder! Ich versuchte so gut es ging, mein Pokerface zu wahren und zu verstecken, was für ein Stich ins Herz mir das gerade versetzt hatte, als dieses Arschloch den Namen meines Bruders fallen gelassen hatte. Es war noch nicht die Zeit, meine Karten auf den Tisch zu legen und zumindest hatte ich ihn zum Reden gebracht. Du hast gesagt, dass jemand darauf aus ist, dich zu töten. Warum sollte jemand deinen Tod wollen? Hast du etwas angestellt? Weißt du, wenn ich hier rauskomme, werde ich dir das Gesicht ausschlitzen. Von hier? Von der anderen Seite des Tisches zeigte er auf die Stelle direkt über meinem rechten Auge. Nach hier! Er zog die Spitze seines Fingers langsam nach unten zu meinem Hals. Ich atmete langsam durch. Ich bin kein Polizist oder ein Anwalt. Nur eine interessierte dritte Partei. Davon gibt es in dieser Stadt recht viele, nicht wahr? Was meinst du damit? Spencer entspannte sich in seinem Stuhl und lehnte seinen Kopf zurück, um an die Decke zu starren. Mann, komm schon. Frag mich einfach, was auch immer du fragen willst, okay? Ich fange an zu glauben, dass du vielleicht nichts weißt. Vielleicht hat der Sheriff übertrieben, als er dich als harten Hund beschrieben hat. Du bist doch eigentlich nur ein Kerl, der einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war und zu dumm ist, unschuldig auszusehen. Spencer sah mir in die Augen und brachte ein kurzes, staccato-artiges Lachen hervor. Jetzt versuchst du ernsthaft, meinen Stolz und mein Ego zu kränken, Regan. Das hier ist kein Anfängerunterricht. Ich saß jahrelang auf der anderen Seite. Herrgott, ich habe Al-Qaida in einer Wüstenhöhle verhört. Scheiße, dieses Arschloch hatte mich durchschaut. Schau, fuhr er fort. Ich werde dich nicht verarschen. Hör auf, um den heißen Brei herumzureden und stell mir einfach deine verdammte Frage. Dieses Arschloch hatte jetzt die Zügel in der Hand und wir beide wussten es. Was schadete es also, es einfach einmal zu versuchen. Weißt du, was mit meiner Nichte passiert ist? Vanessa? Spencer hielt seine beiden Handflächen hoch. Soll das ein Nein sein? Fragte ich. Das soll ein Lass uns ins Geschäft kommen sein, Clarice. Quid pro quo, du weißt schon. Okay, was wollen Sie, Dr. Lecter? Und was noch wichtiger ist? Was bieten Sie an? Ich kann dir genau sagen, wo sich ein bestimmtes, vermisstes Teenager-Girl aufhält. Wo du sie finden kannst. Und du kannst sie dann selbst fragen, was passiert ist. Ich kann dir sogar eine verfickte Karte zeichnen, wenn du willst. Aber im Gegenzug will ich etwas von dir. Etwas Kleines. Etwas, was du nicht vermissen wirst. Mein Herz klopfte. Es bedurfte jedes bisschen Zurückhaltung, um nicht über den Tisch zu springen und die Antworten aus mir herauszuwürgen. Okay, sagte ich. Nenn deinen Preis. Spencer lehnte sich vor und sprach jede Silbe betont aus. Ich will einen deiner Zähne. Er lächelte und lachte dann wieder. Was zum Teufel hast du gerade gesagt? Das ist alles, was ich will. Ich möchte, dass du dir einen Zahn aussuchst, egal welchen, und
ihn dann für mich herausziehst. Du hast doch Dutzende davon, oder? Wirst du einen wirklich vermissen? Ich glaube nicht. Du ziehst dir einen Zahn für mich und ich werde dir im Gegenzug genau sagen, wo du sie finden kannst. Ich hoffe, du brennst in der Hölle, du Stück Scheiße. Wirklich? Du schätzt deine Zähne also mehr als deine eigene Familie? Gut, dass dein Bruder nicht mehr lebt, um diese Entscheidung mit anzusehen. Ich wusste, dass er mich provozieren wollte. Und ich wünschte, ich wäre schlauer gewesen. Aber das war ich nicht. Ich sprang so schnell von meinem Stuhl hoch, dass dieser durch den Raum flog. Ich schwang einen wilden rechten Haken, der vermutlich seinen Kiefer gebrochen hätte, wenn er dann getroffen hätte. Aber er wich ihm um nur einen Zentimeter aus, packte meine Faust und benutzte meinen Schwung, um mich über den Tisch zu ziehen. Mein Gesicht traf auf das kalte Metall und bevor ich mich versah, hatte er seinen Arm unter meinem Kinn eingehakt. Mit einer einzigen Bewegung drehte er mich auf den Rücken und legte seinen Arm gegen meine Luftröhre. Drückte immer fester, bis ich langsam das Bewusstsein verlor. Und ich versuchte zu schreien, aber es gab keine Möglichkeit, die nötige Luft dafür zu holen oder rauszupressen. Die Welt wurde schwarz und ich wusste, dass ich erledigt war. Dieser Hurensohn war schneller und stärker, als ich es je erwartet hätte und ich bin froh, dass ich mehr Glück als Verstand hatte. Ich habe nicht gehört, dass die Deputies hereingekommen waren, aber hätten sie auch nur ein paar Sekunden länger gewartet, wäre es vielleicht um mich geschehen gewesen. Als sie mir aus dem Raum halfen, entfuhr Spencer ein lautes, belustigtes Kichern, das mir bis in den Eingangsbereich folgte. Es war bereits dunkel, als ich das Revier des Sheriffs zusammengeflickt verließ und ich hatte beschlossen, den Rest des Tages damit zu verbringen, mich abzuschießen. Dieses Arschloch hat fast gestanden, dass er Vanessa getötet hatte, aber es war ihm nicht genug gewesen. Er wollte, er musste es mir unter die Nase reiben. Und ich habe es zugelassen. Ich hatte also das Wer gelöst. Blieb nur noch das Wie, Wo und Warum. Aber muss es bei so einem Typen überhaupt ein Warum geben? Mit diesen Informationen in der Tasche hatte ich es nicht allzu eilig zurückzugehen und mit Jamie zu sprechen. Die einzige Bar in der Stadt war wegen irgendeinem Bullshit-Feiertag geschlossen. Also beschloss ich, allein zu feiern. Ich fürchtete, dass die Flasche in meiner Reisetasche vielleicht nicht ausreichen könnte, also machte ich mich zurück auf den Weg zu der heruntergekommenen Tankstelle am Rand der Stadt. Der Sheriff war sauer auf mich wegen dem, was passiert war, und ich kann es ihm nicht verübeln. Ich habe die Fassung verloren. Und das darf man nicht, wenn man auf der Seite des Gesetzes arbeitet. Was ich vorerst auch tat. Ich konnte nicht anders, als mich zu fragen, wie schwer es sein könnte, mit dem Mord an Spencer davonzukommen, solange er in Haft war. Als ich die Tankstelle betrat, schaute der Angestellte hinter der Theke nicht einmal aus dem Buch auf, das er gerade las. Er war deutlich jünger als ich, hatte aber Augenringe, als hätte er seit Tagen nicht mehr geschlafen. Ein paar Krücken lehnten an der Theke neben ihm. Ich nahm mir eine Flasche Whisky und eine Packung Zigaretten und als er mich abkassierte, fragte ich ihn: Hey, kennst du ein gutes Hotel in der Nähe? Nein, sagte er einfach, als er mir mein Wechselgeld gab und sich wieder seinem Buch widmete. In Ordnung. Dankeschön, Herr Persönlichkeit. Als ich zurück in meinem Auto war, versuchte ich den nächstgelegenen Ort mit einem billigen Hotel zu finden, wurde aber daran erinnert, dass dieser Teil der Stadt kein Netz hatte. Alles, was ich in diesem Moment eigentlich tun wollte, war trinken, duschen und schlafen. Nachdem ich eine Minute darüber nachgedacht hatte, kam ich zu dem Schluss, dass ich auch nur mit zwei davon leben könnte. Nachdem ich ausreichend betrunken war, stellte ich meinen Sitz in eine etwas waagrechtere Position und fiel in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Ich wachte am nächsten Morgen noch ein wenig betrunken auf, als mein Handy klingelte. Ich war verwirrt, als ich auf dem Display las, wer mich da anrief. Donny, Handy. Es klingelte noch ein paar Mal, während ich versuchte, mich an alles zu erinnern. Wo war ich nochmal? In meinem Auto. Was war gestern passiert? Die Schwermütigkeit war im Handumdrehen wieder da. Vanessas Mörder saß irgendwo in einer Zelle und lachte über mich. Das Telefon klingelte weiter. Ich schaute noch einmal nach, aber dieser Teil ergab immer noch keinen Sinn. Wer ruft mich vom Telefon meines Bruders an? Und wie? Ich ging ran. Hallo? Hey, Harrison. Das ist schon eine Weile her, was? Was zum Teufel? Was zum Teufel soll dieser Scheiß? Wer ist da? Ich hab dir eine Frage gestellt. Wer bist du? Du weißt, wer ich bin, Eric. Mein Bruder ist tot und wenn ich dich finde, werde ich dafür sorgen, dass du es auch bald bist. Du musst immer ein- und abgeholt machen, was? Erinnerst du dich noch an Merlin? Merlin.
Ich hatte schon lange nicht mehr an ihn gedacht. Als wir Kinder waren, taten wir manchmal so, als wären wir Superhelden. Wir wechselten uns ab, damit wer den Bösewicht spielt, und ich wollte immer Batman oder Wolverine sein, aber Donny wollte immer ein Zauberer namens Merlin sein. Er begann seine eigene Mythologie über die Figur. Ein Zauberer, der durch die Zeit reist und mein Motorrad fuhr. Als ich ein wenig zu alt wurde, um mit ihm zu spielen, fing er an, Comics über den Kerl zu zeichnen. Ich habe es ihm nie erzählt, aber ich hatte sie gefunden und ein paar davon gelesen. Sie waren ziemlich beeindruckend. Jeder könnte von Merlin wissen. Würde jemand wissen, dass ich in meinem Juniorjahr ein Auto gestohlen habe, aber du die Schuld dafür auf dich genommen hast. Eine Kälte lief mir über den Rücken und plötzlich fühlte sich das Auto viel zu eng für mich an. Ich öffnete die Tür und versuchte auszusteigen, aber ein Schwindelanfall brachte mich fast zu Fall. Ich hielt mich am Dach des Fahrzeugs fest, bis es vorbei war. Dann hielt ich mir das Telefon wieder ans Ohr. Wer bist du? Ich sag dir doch, ich bin es. Sag mir die Wahrheit. Du suchst nach Vanessa. Du musst dich finden. Ich habe gesehen, wie mein Bruder gestorben ist. Ich habe gesehen, wie sein Körper gegen den Boden geschleudert wurde. Ja, ich bin gestorben. Und dann kamen sie zu mir und brachten mich hierher. Wo ist hierher? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass sie dich beobachten. Sie beobachten mich, seit du zurück bist. Ich glaube, sie haben sich entschieden, was sie dir machen werden. Und bald läuft die Zeit davon. Du musst Vanessa finden, bevor sie zu dir kommt. Sag meinen Kindern, dass ich. Es gab ein lautes Knistern in der Leitung, dann wurde die Verbindung getrennt. Ich starrte viel zu lange wie ein Idiot auf das Display und tat dann das Einzige, was mir in den Sinn kam. Ich habe die Nummer zurückgerufen. In genau diesem Moment hörte ich ein Handy klingeln. Von irgendwo hinter der Tankstelle. Dieser Mistkerl war hier. Ich rannte in Richtung des Klingels. Es war schwierig zu sagen, von wo es genau kam, aber ich war mir sicher, dass es irgendwo aus dem Wald kam. Ich rannte also direkt in den Wald und machte eine mentale Notiz auf dem Weg, dass ich mir später noch den Fleck mit frischer Erde neben den Müllcontainern anschauen sollte. Es sah so aus, als wäre dort kürzlich etwas begraben worden, aber ich konnte mir die Ablenkung jetzt nicht leisten. Wie oft hat es schon geklingelt? 4, 5 Mal? Das Läuten ging weiter, jetzt von irgendwo viel tiefer im Wald. Ich folgte dem Geräusch und versuchte genau zu bestimmen, woher es kam. Als ich weiter hineinlief, wurde das Läuten immer mehr zu einer Art Echo, das von überall um mich herum zu kommen schien. Ich schaute auf das Telefon in meiner Hand und sah die Nachricht. Kein Netzwerk erkannt, nur Notrufe. Das Klingeln wurde lauter und dann wurde es zu etwas anderem. Nicht mehr ein Klingeln, eher eine Art lautes Zirpen, wie irgendein Insekt. Dann verwandelte es sich in ein ohrenbetäubendes Geräusch, irgendwo zwischen einem Brüllen und einem Schrei. Von allen Seiten. Ich steckte das Telefon ein und griff instinktiv nach meiner Waffe. Aber sie war nicht da. Ich hatte sie im Auto gelassen. Schaut, ich weiß, wie das klingt. Es ist verrückt. Und ich werde nicht so tun, als wäre es das nicht. Aber die ganze Sache wurde nur noch schlimmer. Die Temperatur in diesem Ort begann zu steigen, als wäre ich neben einem unsichtbaren Feuer, welches bereit war, den ganzen Wald zu verzehren. Ich hatte das Gefühl zu brennen und dass ich kurz davor war, lebendig gekocht zu werden. Meine Kampf- oder Fluchtreaktion drehte auf. Ich wählte eine Richtung und rannte so schnell wie möglich. Die Hitze ließ immer mehr nach, als ich über Stämme, Äste und Gräben sprang und schließlich endlich eine Lichtung fand. Meine Lungen waren bereits zu explodieren, als ich aufhörte zu rennen. Ich fiel auf die Knie und übergab mich. Ich hatte nicht lange, um mich zu beruhigen, bevor ich etwas hörte, das im Wald vor mir knirschte. Ich stemmte mich auf die Füße und durchsuchte die Lichtung nach irgendeiner Art von Waffe, aber es gab nichts, was den Namen verdient hätte. Nicht ein Stein oder ein anständiger Stock oder gar ein Baum in der Nähe, hinter dem man sich verstecken könnte. Was hatte ich mir nur dabei gedacht, in die Mitte dieser Lichtung zu rennen? Ich war fast genau in der Mitte eines perfekten Kreises von der Größe eines Tennisplatzes. Keine Bäume, nur kniehohes Gras. Im Grunde genommen saß ich auf dem Präsentierteller. Das, was ich dann da sah, war, um es bestmöglich zu beschreiben, ein riesiger, fast 2 Meter großer Mann, der ein braunes Teddybär-Kostüm trug. Komplett mit einem riesigen Filzkopf und schwarzen Knopfaugen von der Größe einer Untertasse. Er sah aus wie eine Art Albtraum-Schuhmaskottchen und war mit Schmutz und Blättern bedeckt. Als er mich sah, fing er an, aufgeregt zu winken. »Hey«, sagte ich unsicher. Dann hob er seine beiden Mittelfinger in meine Richtung und tanzte ein wenig. »Hey Mann, ich hab mich irgendwie verlaufen.« Der Bär sagte nichts. Er zeigte nur auf mich, dann auf seinen Schritt und fing an, sein Becken rhythmisch zu bewegen. Gott, wie sehr ich mir gewünscht hätte, jetzt meine Waffe dabei zu haben.
Mit dem vertrauten Gefühl der Ahnungslosigkeit darüber, wo ich jetzt schon wieder gelandet war, wachte ich, über dem Boden hängend, in einem kleinen, dunklen Raum auf. Die Wände waren mit Regalen voller Reinigungsmittel, Papierprodukten und Konserven vollgestellt. Als ich versuchte, mich aufzurichten, zitterte und bewegte sich die Welt unter mir und es dauerte ein, zwei Versuche, bis ich merkte, dass ich von einer Hängematte aus geflochtenen Seilen festgehalten wurde. »Bist du wach?«, fragte eine Stimme zu meiner Rechten. Ich drehte mich um und sah den Tankstellenangestellten von vorhin, Jerry, der auf einer Milchkiste saß und mich anlächelte. Ich versuchte, mich aufzurichten, aber ein Schmerz schoss durch mein Bein wie ein Stromschlag und ich fiel zurück in die Hängematte. Wo bin ich? Was ist passiert? Hast du meine Nägel lackiert?« Ich betrachtete den roten Nagellack auf meiner rechten Hand und sah dann zu Jerry. »Gefällt es dir?« »Nein.« »Okay, verständlich. Du bist sowieso mehr ein Feuerwehrauto als ein Kirschrot-Typ. Aber ich dachte mir, ich riskier's.« Ich betrachtete die Quelle des Schmerzes, mein Bein, und sah, dass ein Pseudoverband bestehend aus Panzertape fest um mein Hosenbein gewickelt war. Dann kam die bizarre Erinnerung zurück, die in einem David Lynch-esken Fiebertraum nicht fehl am Platz gewesen wäre. Ich streckte die Hand aus, packte Jerry am Kragen seines Hemdes und zog ihn dicht an mich heran. »Ich muss mit dem Sheriff sprechen. Sofort.« Der Mann im Bärenkostüm stand dort auf der anderen Seite der Lichtung und drehte seine Arme und Beine in einem bizarren Tanz, ganz wie ein Teenager auf PCP in der Disco, und sah sich gelegentlich in meine Richtung um, um sicherzustellen, dass ich ihm noch zusah. Ich fing langsam an, mich zurückzuziehen, setzte einen Fuß hinter den anderen und vergrößerte vorsichtig die Distanz zwischen uns. Ich wollte mein Glück nicht noch auf die Probe stellen. Wenn ich es zu meinem Auto schaffen würde, könnte ich den Sheriff anrufen und ihm all seine Deputies und eine extra große Zwangsjacke schicken lassen. Dieser Plan verlangte aber, dass ich es zunächst einmal wieder zu meinem Auto schaffen würde. Ich hatte meine Augen die ganze Zeit auf den Bärenmann gerichtet, deshalb konnte ich genau sehen, wann der Pfeil direkt durch ihn hindurchschoss. Dieser Pfeil war aus dem Wald irgendwo hinter ihm gekommen und schoss knapp unter der Achsel durch das Kostüm hindurch und flog direkt weiter in meine Richtung. Ich hatte weder die Zeit noch die Reflexe, um auszuweichen. Das nächste, was ich wusste, war, dass ich angeschossen worden war. Ich fiel auf den Boden, während der Mann im Bärenkostüm die kaputte Stelle in seinem Kostüm packte und zurück in den Wald tanzte. Der Pfeil hatte sich tief in mein linkes Bein, ein paar Zentimeter über dem Knie, hineingebohrt, wobei der Schaft gerade noch so herausragte. Das war das Schmerzhafteste, was ich je erlebt hatte, und Adrenalin ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum ich nicht direkt in einen Schock verfiel. Zwei Männer, welche von Kopf bis Fuß Tarnkleidung trugen und Jagdbögen in den Händen hielten, traten auf die Lichtung an der Stelle, an der der Bärenmann aufgetaucht war. Sie hatten beide grüne Tarnfarbe, die eher wie Kriegsbemalung aussah, über ihr ganzes Gesicht geschmiert. Der Dicke fluchte und schrie, als er hervortrat. Ich schrie, teils um ihre Aufmerksamkeit zu erregen, teils weil ich einfach nicht anders konnte. Oh shit! Schrie der Dünne. Haben wir dich erwischt? Er ließ seinen Bogen fallen und lief zu mir hinüber, während der Dicke seinen eigenen auf einen Tragegurt über die Schulter legte und langsam herkam, um sich uns anzuschließen. Wer zum Teufel bist du? Fragte der Dicke. Der Dünne zog ein Messer mit knapp 20 cm Klingenlänge aus der Scheide an seinem Gürtel und schnitt mein Hosenbein um die Wunde herum auf. Ich sah sie mir an und wünschte, ich hätte es nicht getan. Du hast mich angeschossen, schrie ich. Das war das Einzige, für das ich die nötige Kraft aufbringen konnte, außer einer langen Liste an Schimpfwörtern, die ich nicht für mich hätte behalten können, selbst wenn ich es versucht hätte. Der Dünne sah mich defensiv an. Nun, zum Teufel, Alter. Wir haben nicht mit den anderen Leuten hier draußen gerechnet. Der Bär wird jetzt entkommen, Junge, beschwerte sich der Fette. Denkst du, du kannst noch laufen? Ich habe nicht sofort geantwortet. Der Schaft des Pfeils zitterte im Rhythmus meines Pulses und ich wusste, dass er in meinem Oberschenkelknochen steckte. Der fette Mann kniete sich für einen genaueren Blick nieder und pfiff. Ja, der steckt da ordentlich drin. Ich schloss die Augen und versuchte, mich auf etwas anderes als auf den Schmerz zu konzentrieren. Jeder Atemzug, jeder Herzschlag, jede mikroskopische Bewegung strahlte durch den Pfeil wie eine Antenne in die Wunde und die Nerven in meinen Beinen. Meine Augen schossen auf und ich ließ einen Schrei los. Der Dicke hatte die Hand ausgestreckt und den Pfeil nahe der Wunde gepackt. Mit der anderen Hand griff er nach der Oberseite und brach den Schaft ab. Ich fiel auf meinen Rücken und starrte in den Himmel in der Hoffnung, dass mir der Schmerz helfen würde, das Bewusstsein zu verlieren. Da, sagte der Jäger. Jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, dass sich der Scheiß überall verfängt. Ned, hilf mir, ihn zum Wagen zu bringen. Der andere, Ned, zog mich auf die Beine und zusammen gingen wir zurück in den Wald. Ich hatte je einen Arm über ihre Schultern gelegt und hielt mich fest, während mein kaputtes Bein mitgezogen wurde.
Nicht allzu weit im Wald kamen wir zu einem kleinen Pfad, den wir dann für fast einen Kilometer folgten, bevor wir ihre Quads erreichten. Ich erinnere mich nicht wirklich an die Fahrt zurück zu ihrem Wagen, aber ich erinnere mich, dass sie mir ins Gesicht geschlagen haben, als wir dort ankamen, um sicherzustellen, dass ich noch am Leben war. Habt ihr ihn gekriegt? Fragte eine fette Frau, die auf dem Fahrersitz des weißen Pickup-Trucks saß, welcher durch unzählige Schichten aus getrocknetem Schlamm inzwischen braun gefärbt war. Der fette Mann stieg von seinem Quad und antwortete: Nein, er ist entkommen. Ich habe ihn aber gestreift, prahlte Ned, als er von seinem Quad heruntersprang. Hat eine Blutspur hinterlassen. Vielleicht kriegen wir ihn noch. Du hältst die Klappe, Junge. Wir werden heute Abend nirgendwo mehr hingehen. Ich muss nach Hause, bevor die Sonne untergeht. Die Frau sah mich an und formte den Mund zu einem großen, zahnlosen Lächeln. Ihre leuchtend roten Wangen stachen gegen ihre blasse Haut heraus, als hätte sie schon ein paar Drinks zu viel intus. Oh, ihr habt trotzdem etwas mitgebracht. Der Dicke packte mich an den Haaren, zog mich vom Quad herunter und warf mich auf den Boden. Ich ließ einen weiteren Schrei los. Was zum Teufel ist mit euch los? Seid ihr verrückt? Das Ding da draußen ist kein Bär, ist ein Mensch. Und ihr Arschlöcher habt mich angeschossen. Ich muss in ein Krankenhaus, um Himmels Willen. Der fette Mann sah die Frau an und sagte: Ja, Ned hat ihn aus Versehen erwischt. Nun, dann ist das ja kein totaler Verlust. Warum lebt er noch? Sie sind leichter zu bewegen, wenn sie am Leben sind. Und sie schmecken besser, wenn sie Angst haben, bevor man sie erschlägt. Was? Ned ließ einen Schrei los und sprang auf mich, drückte mein Gesicht in den Boden und wühlte durch meine Taschen. Er schaffte es, mein Telefon, meine Brieftasche und meine Schlüssel herauszuziehen, bevor ich endlich etwas Dreck zu fassen bekam und ihn diesen in die Augen schlug. Er fiel von mir herunter und ich sprang hoch und lief in Richtung des Waldes, um mich in Sicherheit zu bringen. Ich hielt an. Wenn ich du wäre, würde ich hier bleiben. Ich hob meine Hände in die Luft und drehte mich langsam um zu sehen, wie der Fette mit einer Pistole aus nächster Nähe auf mich zielte. Sie war so nah, dass ich sie als eine Dan Wesson Specialist identifizieren konnte. Diese Jungs waren zum Sport mit dem Bogen jagen, aber klug genug, um für alle Fälle etwas Durchschlagenderes mitzubringen. Klüger als ich auf jeden Fall. Warum nicht? Ich bezweifle, dass es da draußen etwas Schlimmeres gibt als hier. Nun, da liegst du falsch. Gurrte die Frau aus dem Truck. Erschieß ihn! Halt die Klappe, Weib! Ich werde ihn nicht erschießen, nur weil du es sagst. Hey, also, sagte ich leise. Plötzlich schienen die Schmerzen in meinem Bein nicht mehr so schlimm zu sein. Lass uns kurz darüber reden. Du musst mich nicht töten. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Du kannst mich einfach hier lassen und wir können das alles vergessen. Ned streckte die Hand nach der Waffe aus und sagte: Lass mich! Du darfst das den Letzten erlegen. Der Dicke seufzte und übergab die Waffe. Schön, aber ziele vorsichtig. Ein Schuss, ein Treffer. Warte, rief ich. Ich weiß, wo der Bär ist. Ich kann euch zu ihm bringen. Er lügt, jammerte die fette Frau. Nein, tue ich nicht. Wir sind Freunde. Warum zum Teufel sollte ich sonst hier draußen, mitten im Nirgendwo mit den Bären rumhängen? Ned gab dem fetten Mann einen Blick, der wohl und nu sagen sollte, und der fette Mann legte sein Gesicht in Falten, als er darüber nachdachte. Okay, sagte er schließlich. Bring uns zu ihm und dann lassen wir dich vielleicht gehen. Vielleicht. Eine Pistole, zwei Jagdmesser, zwei Bögen, ein Pfeilköcher. Ich habe mir jedes Szenario schnell durch den Kopf gehen lassen. Wie komme ich zu einer ihrer Waffen, ohne zuerst getötet zu werden? Wald, Quad, Truck. Gibt es einen realistischen Weg zu entkommen, ohne in den Rücken geschossen zu werden? Die Dinge sahen nicht gut aus, aber vorerst atmete ich noch. Es ist vermutlich schneller, wenn wir den Truck nehmen. Die Jäger waren schlauer, als ich mir gewünscht hätte. Der Dicke, ich schnappte auf, dass sein Name Paw war, packte mich auf den Rücksitz des Trucks neben Ned. Er warf alle Waffen, einschließlich der Messer, in die Ladefläche und kletterte mit uns nach hinten. Ich saß eingeklemmt zwischen Ned zu meiner Rechten und Paw zu meiner Linken in diesem kleinen Fahrzeug, das nach Scheiße roch. Es roch buchstäblich nach menschlichen Fäkalien. Die Sitze waren zerrissen und nass und ich sah ein paar kleine Kakerlaken vor uns davonlaufen. Nachdem Paw seine Tür zugeknallt hatte, sah mich ein kleines Gesicht vom Beifahrersitz aus an. Ein kleines Mädchen mit verfilzten blonden Haaren. Nicht älter als 10 Jahre. Sie lächelte und sagte: Wenn wir den hier essen? Wahrscheinlich, sagte die fette Frau, als sie den Motor anmachte. Wohin? Fragte Paw. Ich zeigte geradeaus. Hier hoch bis zur Hauptstraße und dann rechts. Und keine krummen Spielchen, warnte Paw. Wir fuhren auf die Hauptstraße und der Truck nahm langsam Fahrt auf, bis er etwa 50 km/h drauf hatte. Noch etwa 1,5 Kilometer geradeaus, sagte ich. Dann gibt's links einen Feldweg.
Es gibt da keinen Feldweg, quietschte die fette Frau mit hoher Stimme. Ich kenne diese Wälder wie meine Westentasche und erinnere mich nicht an irgendeinen Feldweg hier oben. Paul schlug mir hart in den Bauch. Findest du dich etwa lustig, Bursche? Es verschlug mir direkt den Atem und ich musste mich nach vorne lehnen, als sie alle anfingen, wahnsinnig zu lachen. Es gibt unter Fallenstellern den englischen Begriff Ring-Off, welcher etwas viel Schlimmeres beschreibt, als man vom Klang her annehmen würde. Für den Fall, dass ihr nicht mit dem Begriff vertraut seid, lasst mich kurz erklären. Jäger müssen ihre Fallen regelmäßig auf gefangene Beute überprüfen. Tun sie das nicht, dann setzt der Überlebensinstinkt der Tiere ein und sie versuchen sich auf die eine oder andere Art zu befreien. Die häufigste Form dieses Ring-Offs passiert, wenn ein Kojote, Luchs oder etwas anderes mit scharf genugen Zähnen das eigene Bein durchbeißt, um sich zu befreien. Es ist zwar nicht schön, aber besser als die Alternative, oder? In diesem Moment verstand ich genau, wie sich diese gefangenen Tiere fühlen mussten. Ich biss hart auf das freiliegende Stück des hölzernen Pfeilschafts, so hart, wie ich gerade noch aushalten konnte, und zog es so schnell wie möglich heraus. Zum zweiten Mal in nur wenigen Stunden erlebte ich das Schmerzhafteste, was ich je erlebt hatte. Aber jetzt war der Pfeil frei von meinem Bein und ich hatte eine Waffe. Ich spuckte die gebrochene Pfeilspitze in meine linke Hand und stach sie in Paws Hals und verwandelte sein Lachen in ein gedämpftes Gurgeln. Ah, Scheiße! Schrie Ned, als ich mich auf meinem Sitz herumschwang und den Fuß meines guten Beines mit so viel Kraft wie möglich gegen die Seite seines Gesichts schlug. Ich trat seinen Kopf in das Glas der Fensterscheibe, während ich die ganze Zeit an dem Pfeil festhielt, der noch in Paws Hals steckte. Das kleine Mädchen fing an zu schreien und die fette Frau drehte sich um zu sehen, worum es bei diesem ganzen Tumult ging. Ich drehte mich zu ihr um, dann bemerkte ich ihn. Vielleicht 50 Meter vor uns trat der Mann im Bärenkostüm aus dem Wald und überquerte die Straße. Ich schloss meine Augen und bereitete mich auf den Aufprall vor. Sie musste zurückgeblickt und den Bären gesehen haben, weil der Truck plötzlich einen großen Schlenker machte. Ganz so, als hätte sie versucht auszuweichen. Allerdings hatte sie dabei die Kontrolle über den Wagen verloren und so fingen wir an, uns zu überschlagen. Der Unfall klang wie eine Explosion. Es flogen Glasscherben und Blut um mich herum durch die Luft, während mein Kopf abwechselnd gegen das Dach, den Sitz und die Seitentür geschlagen wurde. Schließlich hörte die Welt auf, sich zu drehen und ich lag auf meinem Rücken mit Blut, das in meinen Augen brannte. Eine warme Hand griff unter mich und zog mich aus dem Wrack. Eine verdrehte Masse aus Körpern und Trümmern, durch das kalte, nasse Gras, durch einen Graben und ließ mich dann auf der Straße fallen. Ich wischte mir die Augen ab und sah zu den riesigen schwarzen Augenknöpfen des Mannes im Bärenkostüm auf. Er winkte mir zu. Dann machte er aufgeregt eine Daumen-Hoch-Geste mit beiden Händen, bevor er zurück zum Truck ging, den Bärenanzug einen Spalt öffnete und auf das ganze Wrack pisste. Danach machte er sich auf in den Wald und das war das Letzte, was ich von ihm gesehen habe. Was zum Teufel ist hier los? Ich habe im Anschluss den Truck überprüft. Die Fahrerin, Ned und Paul waren alle tot. Das kleine Mädchen war nirgendwo zu finden. Und im Fall, dass sie überlebt hatte, standen die Chancen auch nicht gut, sie zu finden. Die Waffen waren auch weg, wahrscheinlich beim Unfall herausgeschleudert. Und obwohl ich mich viel sicherer gefühlt hätte, war es nicht die Zeit wert, die es dauern würde, sie zu suchen. Ich baute einen provisorischen Verband aus meinem Hemdsärmel und wickelte ihn fest genug um mein Bein. Dann fand ich einen heruntergefallenen Ast lang und stark genug, um als Krücke zu dienen und machte mich auf den Weg in Richtung Tankstelle. Ich muss völlig zerstört ausgesehen haben, als ich dort ankam. Zerrissene Kleidung und mehrere blutende Wunden, aber nichts davon schien beim Kassierer hinterm Tresen auch nur das geringste Interesse oder Mitgefühl zu erzeugen. Er hatte nicht damit den Anstand, aus seinem verdammten Buch aufzuschauen. Ich ging zu ihm hinüber, klopfte auf den Tresen und zog so schließlich seine Aufmerksamkeit auf mich. Ich weiß nicht, was es braucht, um diesen Kerl zu beeindrucken, aber der Anblick von mir auf der Schwelle zum Tod war es mit Sicherheit nicht. Ich muss telefonieren. Er klopfte auf ein kleines Pappschild, das auf dem Tresen stand. Im studrigen schwarzen Filzstift stand dort: Wenn Sie das Telefon im Laden benutzen wollen, kostet es 25 Cent pro Minute. Bitte bezahlen Sie im Voraus, keine Ausnahmen. Ich griff nach meiner Brieftasche, nur um mich daran zu erinnern, dass ich sie nicht mehr hatte. Ned hatte sie mir abgenommen und irgendwo im Wald liegen gelassen. Schau, Arschloch. Hier geht's um Leben oder Tod. Es gab einen Unfall, ich muss sofort den Sheriff anrufen. Der Angestellte drehte das Pappschild auf die andere Seite, wo jemand geschrieben hatte: Keine Ausnahmen bedeuten keine Ausnahmen. Nicht einmal, wenn es um Leben oder Tod geht. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Management. Unter normalen Umständen hätte ich zu einer gewalttätigen Lösung gegriffen, aber in diesem Moment fing ich an, mich leicht benommen zu fühlen. Und das nächste, was ich wusste, war, dass ich in einer Hängematte schwang und dass meine Nägel lackiert waren. Wo zum Teufel bin ich? Ich wiederholte die Frage an Jerry. Du bist in der Vorratskammer der Tankstelle. Warum? Weil sich die Kunden beschwert haben, dass sie nicht jedes Mal, wenn sie etwas kaufen wollen, über dich stolpern wollen. Aber keine Sorge,
Ich habe bereits den Deputy angerufen, der uns babysittet. Sie ist direkt auf dem Weg hierher, um mich zu verhaften. Oder so. In der Zwischenzeit, hat Jack gesagt, kannst du dir eine Seite alten Krücken leihen. Jerry gab mir eine Wasserflasche. Ich nahm sie und trank das ganze Ding in einem Zug leer und zwang mich aus der Hängematte aufzustehen. Ich muss hier raus. Es gab einen Unfall. Menschen sind gestorben. Cool, sagte er. Aber du solltest wahrscheinlich nirgendwo hingehen, bis O'Brien auftaucht. Ich ignorierte ihn und verließ die Kammer auf meinen eigenen zwei Füßen. Die Schmerzen in meinem Bein waren schlimm, aber erträglich. Und ich würde die Sache lieber durchstehen, als mir die Ersatzkrücken von jemandem zu leihen. Als ich den Ladenraum betrat, stach mir die Kombination aus natürlichem und fluoreszierendem Licht ins Auge und brachte mich zu der Erkenntnis, dass ich absolut keine Ahnung hatte, wie spät es eigentlich war. Ist er das? Ich blickte mich um zu sehen, woher diese Stimme gekommen war und sah eine Frau in einer Deputy-Uniform, die mich direkt anstarrte. Sie war groß und attraktiv, hatte dunkle Haut, die Haare in einem Pferdeschwanz zusammengebunden und einen Ausdruck auf dem Gesicht, der sagte, denk nicht mal dran, irgendeine krumme Nummer abzuziehen. Sie hatte sich an den Tresen neben dem Kassierer gelehnt, der die ganze Zeit ein Buch zur Hand hatte. Er blickte zu mir hinüber, dann flüsterte er ihr etwas zu, das ich nicht hören konnte, was dazu führte, dass sie sich gerade hinstellte und ihren rechten Daumen an ihren Gürtel neben ihrem Pistolenhalfter legte. Ich habe diesen Tick schon mal gesehen. Sie war schießwütig und bereit, mich niederzustrecken, wenn die Situation es erfordern würde. Mr. Riggin? Fragte sie. Ich stand völlig still, hob meine Hände auf die am wenigsten einschüchternde Art und Weise vor mich und erinnerte mich erst dann daran, dass ich noch frischen roten Nagellack auf meinen Fingernägeln hatte. Officer, sagte ich. Sie brauchte eine Sekunde und versuchte wahrscheinlich herauszufinden, mit welcher Art von Verrücktem sie es zu tun hatte. Um dem zuvorzukommen, versuchte ich, die Situation zu erklären. Es gab einen Unfall und ich möchte eine Aussage machen, aber ich wurde angegriffen und brauche medizinische Hilfe. Sie schob ihren Kopf leicht zur Seite und sagte, sieht für mich aus, als ginge es Ihnen gut. Bullshit tut es das. Ich war im Truck, als er sich überschlug. Welcher Truck? Verarschen Sie mich gerade? Scheiße, das ging zu weit. Jetzt waren die Finger an der Waffe bereit zum Ziehen. Ich musste mich einkriegen. Nach einem langen, absichtlichen, lauten Atemzug sagte ich, tut mir leid, Officer. Ich bin ein wenig mit den Nerven am Ende, weil ich einen Unfall hatte. Das Fahrzeug, in dem ich war, ist von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Sie hatten einen Unfall? Ja. Wurde jemand verletzt? Wurde jemand verletzt? Das kam unerwartet. Wie lange war ich schon bewusstlos? Es gab keine Möglichkeit, dass sie das Wrack und die Leichen bis jetzt nicht gefunden hatten. Was bedeutete, dass sie mich entweder verarschen oder testen wollte? Wenn es Letzteres wäre, warum? Hat sie versucht, mich zu verwirren, mich dazu zu bringen, meiner eigenen Geschichte zu widersprechen? Da traf es mich. Das hier war ein Verhör. Es gab Leichen, Opfer und jemand musste dafür hängen. Ich wählte meine nächsten Worte sehr sorgfältig. Ja, bei dem Unfall sind 3 Menschen gestorben. Ich kam direkt hierher, um die Polizei zu rufen, aber der Blutverlust hat mich daran gehindert. Ich kann sie direkt dorthin bringen, wenn sie wollen. Sie machte einen Schritt auf mich zu. Nur einen. Sie stellte sich zwischen mich und den Kassierer. Das ist interessant, dachte ich. Wenn ich nicht aufgepasst hätte, hätte ich es vielleicht verpasst, aber ihre Körpersprache übermittelte eine klare Botschaft. Ich war eine Unbekannte, eine potenzielle Bedrohung und ihre Priorität in dieser Situation war der Schutz des Mannes hinter dem Tresen. Was noch interessanter war, war das, was sie nicht tat. In Ordnung, Mr. Riggin. Wir nehmen mein Auto und Sie können mir genau zeigen, wo das alles passiert ist. Klingt das gut? Erst dann bemerkte ich ihren leichten Brooklyn-Akzent. Eines war sicher, sie war nicht von hier. Ich sollte ihr mal hinterher recherchieren, sobald ich wieder mein Handy hatte oder an einem Ort mit Internet war. Ja, okay. Sie gestikulierte zur Tür und ließ mich den Weg weisen. Ihre Hand verließ nie ihre Waffe, bis wir beide draußen waren. Sie hat die Sache nicht gemeldet. Ich hatte ihr gerade mitgeteilt, dass es 3 Leichen gab und sie hat keine Funksprüche, Verstärkung, Krankenwegen oder irgendjemanden sonst verständigt. Es gab nur einen offensichtlichen Grund, warum. Sie musste bereits von dem Autounfall gewusst haben. Ich sah ihren Wagen auf dem Parkplatz stehen, der am weitesten von den Türen entfernt war, rückwärts eingeparkt, ganz so, als stünde er für eine schnelle Flucht bereit. Ich ging zur Beifahrerseite und blickte zu ihr zurück, halbwegs in der Erwartung, dass sie die Waffe ziehen und mich erledigen würde. Aber jetzt, da wir draußen waren, wirkte sie wesentlich ruhiger. Nun? Fragte sie. Worauf warten Sie noch? Die Tür ist offen. Sie öffnete die Fahrerseite und setzte sich hinter Steuer. Sie zwingt mich nicht dazu, auf der Rückbank zu sitzen. Das ist gut. Glaube ich.
Ich setzte mich auf den Beifahrersitz und legte sofort meinen Sicherheitsgurt an, aber bevor ich ihn einrasten konnte, schoss O'Brien schon mit dem Wagen auf die Straße. In welche Richtung? Ich zeigte zurück in die Richtung, aus der ich gekommen war. Bergab, abseits von der Stadt. Sie wendete mitten auf der Straße. Ich beobachtete den Straßenrand nach irgendwelchen Anzeichen des Bären oder des kleinen Mädchens, aber bei der Geschwindigkeit, mit der sie fuhr, bezweifle ich, dass ich sie bemerkt hätte, selbst wenn sie direkt am Straßenrand gestanden hätten. Wir passierten den unbefestigten Weg, der zum Jagdrevier der Familie führte, und ich machte mir eine gedankliche Notiz, später wiederzukommen, um herauszufinden, wo Ned meine Brieftasche und meinen Schlüssel liegen gelassen hatte. Es sollte hier sein, hinter der nächsten Kurve. Ich habe das Ereignis in meinem Kopf wiederholt. Etwa einen halben Kilometer geradeaus, dann kommt links ein Feldweg. Paw, der mir den Bauch schlug. Ihr perverses Gelächter. Der Pfeil, der Stich, Schreie. Der Bär. In Ordnung, langsam. Es sollte gleich hier sein. O'Brien verlangsamte das Auto und machte das Blaulicht an. Wir waren genau an der Stelle, an der der Truck von der Straße abgekommen war. Und da war nichts. Wo? Fragte sie. Halten Sie den Wagen an. Ich bin aus dem Wagen gesprungen, noch bevor er ganz zum Stehen gekommen war, und ignorierte den Schmerz in meinem Bein so gut ich konnte. Das war nicht möglich. Ich konnte nicht so lange bewusstlos gewesen sein. Sie hätten den Truck schon abtransportiert? Ich lief zur Böschung und stand genau dort, wo ich vor kurzem aus dem komplett demolierten Wrack gezogen worden war, aber da war nichts. Keine Anzeichen eines Wracks, kein Blut, keine Trümmer, keine Spuren im Dreck. Nicht ein einziger Grashalm war umgeknickt. O'Brien stand immer noch neben ihrem Wagen und rief mir zu. Ich glaube nicht, dass es hier draußen war. Vielleicht sollten wir die Straße ein Stückchen weiterfahren. Das sieht für mich alles gleich aus. Nein, ich bin mir sicher, dass es genau hier war. Nun, es ist nicht mehr genau hier. Also wie wäre es, wenn wir sie zurück in die Stadt bringen, damit sie eine Aussage machen können? Ich atmete tief durch und fing ein allzu vertrautes Aroma ein. Eines, das am Straßenrand in der Nähe eines dichten Waldes komplett fehl am Platz war. Bleichmittel. Ich sah mir noch einmal das Gras genau an und suchte nach allem, was beweisen würde, dass ich mir das alles nicht einfach nur eingebildet hatte. Ich ging wieder hoch zur Straße, um mir einen besseren Überblick zu verschaffen. Keine Bremsspuren, weder links noch rechts. Das war keine einfache Lass-das-Wrack-Verschwinden-Aktion. Hier muss ein Profi-Reinigungsteam am Werk gewesen sein. Sie hätten sich sehr viel Mühe gegeben, das Ganze zu vertuschen. Aber warum? Sieht diese Straße aus, als wäre sie kürzlich geputzt worden? Fragte ich. O'Brien spottete nur als Antwort. Ich überquerte die gegenüberliegende Straßenseite und kniete mich nieder. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da drüben auch kein Wrack ist, Nagellack. Wer immer das war, hatte Ressourcen, von denen ich mir keine Vorstellung machen konnte. Das hier hat eine Menge Geld, Arbeitskraft und Präzision gekostet. Aber selbst die gründlichsten Reinigungsteams machten Fehler, wenn sie unter Zeitdruck standen. Ich griff ins Gras und hob eine winzige Scherbe von zerbrochenem Sicherheitsglas auf. Ein alter silberner Pickup-Truck hielt hinter dem Wagen des Deputy an und ich griff wieder nach dem leeren Platz auf meiner rechten Seite. Wie ein Phantomglied erwartete ich immer wieder, meine Pistole zu finden, nur um mich daran zu erinnern, dass ich genauso wehrlos bin wie vorhin, als die Familie darüber stritt, wer mich nun töten würde. Ein Mann stieg aus dem Truck und kam zu uns rüber, ein großes freundliches Lächeln auf den Lippen. Er war Ende 50 mit einem schmutzigen weißen Bart und einer Tarnweste. Ein in die Hose gestopftes weißes T-Shirt offenbarte den über den Rand der Jeans quellenden Bauch. Moin, sagte er zu mir und ignorierte O'Brien. Warte, war es noch morgen? Ich hatte seit meinem Aufwachen keine Uhr mehr gesehen, aber es kann nicht sein, dass all das nur in wenigen Stunden gereinigt werden konnte. Hey, sagte ich zurück. Er lachte und erwiderte. Du siehst beschissen aus. Was ist passiert? Ich habe mich beim Rasieren geschnitten. Schließlich bestätigte er, dass O'Brien hier war, mit einem kurzen Blick zu ihr, bevor er zu mir zurückblickte. Sucht ihr was? Bevor ich antworten konnte, fing sein Handy an zu klingeln und er hob einen Finger in die Luft und holte es aus der Tasche. Ja, sagte er. Sein Blick zeigte nun leichte Verwirrung, bevor er das Handy vom Ohr nahm und sich umsah. Dann das Telefon anschaute, dann O'Brien und dann wieder mich. Dann fragte er, ist einer von euch Eric Regan? Ich sah O'Brien an, die den Kopf schüttelte und leise lachte. Mich müssen Sie nicht angucken. Ich bin Eric. Es ist, für dich. Ich steckte den Glassplitter in meine Tasche und ging zu dem Mann, der mir sein Telefon hinhielt. Diese ganze Situation überstieg die Kapazität meines Gehirns. Ich hatte keine Ahnung mehr, was hier eigentlich los war, wem ich vertrauen konnte und was überhaupt noch real war. Da bemerkte ich zum ersten Mal, dass sich meine Zunge besonders geschwollen anfühlte und ein warmes Gefühl mich durchströmte. Das hätte natürlich nur ein Nebeneffekt des Blutverlusts sein können, aber irgendwie fühlte sich das Ganze anders an. Ich entschloss mich dazu, dieses Gefühl zunächst einmal zu ignorieren und griff nach dem Handy. Hier spricht Eric. Endlich! Wo zum Teufel
ganzen Tag gesteckt. Das war keine der Stimmen, die ich erwartet hatte, am anderen Ende der Leitung zu hören. Roger? Wen hast du erwartet? Den Weihnachtsmann? Wie hast du mich gefunden? Ich weiß solche Sachen, Detective. Es ist Zeit, mir ein wenig zu vertrauen, okay? Ich weiß, dass deine Untersuchung heute Morgen ein wenig entgleist ist, was? Jemand verarscht dich, was ein gutes Zeichen ist. Sie versuchen, dich von der Fährte abzulenken, weil du Fragen stellst. Und sie sind es nicht gewohnt, dass Leute in dieser Stadt Fragen stellen. Du bist in ihr Nissennest getreten und jetzt sind sie sauer. Ich lehnte mich von O'Brien weg und flüsterte diesen nächsten Teil ins Telefon. Roger, ich wurde angegriffen. Menschen sind tot. Wirklich? Er klang nicht allzu überrascht. Nun, wir werden uns später auf jeden Fall darüber unterhalten müssen. Fürs Erste habe ich jedoch etwas in Vanessas Akte gefunden, das wir besprechen sollten. Du hast eine Waffe, oder? Ja, irgendwo. Lass sie verschwinden. Versenke sie im Meer, wenn es sein muss. Ich garantiere dir, dass die Ballistiker bestimmt schon deine Waffe in Verbindung zu ein oder zwei der offenen Mordfälle gesetzt haben. Sag mir nur eine Sache. Was zum Teufel ist hier los? Werd den Bullen los. Ich weiß noch nicht, wem ich vertrauen kann. Und triff mich heute Abend um 8 auf der Bowlingbahn. Komm allein. Pass auf, denn wahrscheinlich wirst du Verfolger abschütteln müssen. Und Detective? Ja? Geh duschen. Dann legte er auf. Ich sah O'Brien an, die sich gegen den Kofferraum ihres Autos lehnte, die Arme verschränkt hatte und mich beobachtete. Wer war dran? Fragte sie. Ich reichte dem Mann das Telefon zurück und zuckte mit den Achseln. Sieht so aus, als hätte ich einen großen Fehler gemacht. Aha. Fragte sie ungläubig. Ja, antwortete ich. Sie fuhr mich zurück zur Tankstelle, während ich mir eine Geschichte über einen schweren Fall von Schlafwandeln zusammenspinnte. Ich habe ihr versichert, dass das Ganze ein Figment meiner Einbildung gewesen sein muss, dass ich in diesem unbewussten Zustand in den Wald gegangen sein muss, mich dabei ziemlich schlimm zerkratzt habe und komplett verwirrt und fertig war, als ich es wieder herausgeschafft hatte. Entweder nahm sie mir meine Geschichte ab, oder sie hatte ihre eigenen Gründe, sie zu akzeptieren. Sie machte auf mich nicht den Eindruck einer Idiotin, also nehme ich an, dass es wohl Letzteres gewesen sein muss. Wie auch immer, es war wohl besser, die Sache nicht weiter zu vertiefen. Sie brachte mich zu meinem Auto und warnte mich gerade heraus, bevor sie weiterfuhr. Ich weiß nicht, was Sie denken, welche Antworten Sie finden werden, aber ich würde nicht mehr lange hier bleiben, wenn ich Sie wäre. Wir haben den Kerl, der Vanessa getötet hat. Und glauben Sie mir, mit etwas abzuschließen ist im Allgemeinen überbewertet. Nachdem O'Brien weg war, suchte ich erstmal in meinem Auto nach Kleingeld, das da noch herumliegen könnte. Mein Plan war, genug Geld zusammenzukratzen, damit ich mir einen Happen zu essen leisten konnte, bevor ich das Auto kurzschließen würde. Ich war ein wenig überrascht, als ich sah, dass mein Handy, mein Portemonnaie und meine Schlüssel auf dem Beifahrersitz lagen und auf mich warteten. Alles drehte sich in meinem Kopf und mein Magen brauchte dringend etwas zu essen. Selbst Tankstellenessen war akzeptabel. Ich ging schnell die Gänge auf und ab und sammelte alles an Lebensmitteln ein, das nicht aussah, als würde es meinen Brechreiz auslösen. Eine Tüte Studentenfutter, Chips, Jerky und eine Flasche Gatorade. Ich brachte alles zum Tresen, wo Jack, der Kassierer, gerade etwas auf seinen Laptop abtippte. Ich klopfte auf den Tresen, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Er blickte mit einem Lächeln auf und sagte, »Hast du eine Brieftasche gefunden, was?« Ich ließ das Zeugs vor ihm fallen und antwortete, »Sieht so aus.« Er scannte alles, ich bezahlte und dann widmete er sich wieder dem Laptop. Ich hatte keine Lust mehr zu warten, also öffnete ich die Chipstüte direkt dort und bekam fast einen kleinen Herzinfarkt, als hunderte von winzigen Spinnen aus der Tüte strömten. Sie waren schwarz und krochen in alle Richtungen übereinander. Ich ließ die Tüte auf den Boden fallen und fing an, sie alle unter meinen Stiefeln zu zertreten. »Was zum Teufel?« schrie ich den Kassierer an. Er blickte mit erhobenen Augenbrauen zu mir zurück und fragte, »Was?« »Hast du das nicht gesehen? Da war...« In dem Moment verschlug es mir die Sprache. Da war etwas im Laden. Etwas Unmögliches. Eine weitere Spinne kroch die Wand hinter der Kasse hinauf. Nur, diese hier war nicht winzig. Diese hier war mindestens so groß wie ein Rottweiler, mit glänzend schwarzen Beinen, die so dick wie Spazierstöcke waren und einen pulsierenden schwarzen Unterleib. Ich konnte die Reflexion der Leuchtstoffröhren auf ihren prallen, nassen, schwarzen Augen sehen und ich konnte die einzelnen nadelförmigen Haare erkennen, die ihren Körper bedeckten. Sie kroch die ganze Wand hinauf, drehte sich dann auf den Kopf an der Decke und bewegte sich in meine Richtung. Ich griff an die Stelle auf meiner Seite, wo meine Waffe hätte sein sollen, und fiel rückwärts,
erst in ein Regal mit Schweineschwarten und dann auf meinen Arsch. Meine Stimme kam schließlich zurück und ich schrie: Was ist das für ein verdammtes Ding? Jack hatte es offensichtlich nicht gesehen. Was? Sie krabbelte, langsam aber stetig an der Decke. Ich wartete leise darauf, dass sie sich an mir vorbei bewegte, ohne auch nur eine Sekunde wegzuschauen. Und erst nachdem sie bis zur anderen Seite des Ladens gekrabbelt war, flüsterte ich: Siehst du das? Und Jack folgte meinem Blick zur Decke, dann sah mich an und sagte: Was? Eine riesige Spinne? Ja! Was zum Teufel? Nein. Die Spinne krabbelte nun weiter mit konstanter Geschwindigkeit die Wand auf der anderen Seite in der Nähe der Kühlregale herunter und ich verlor sie hinter den Lebensmittelregalen aus den Augen. Ich sprang auf, machte ein paar Schritte zur Seite und versuchte herauszufinden, wohin das Ding verschwunden war. Aber es war nicht mehr da. Ich blickte auf Jack zurück, der nicht so reagiert hatte, wie ich es erwartet hatte. Beziehungsweise überhaupt nicht. Was meinst du mit nein? Flüsterte ich. Er seufzte tief und rief: Marlboro, komm mal kurz her. Mit wem redest du? Er streckte sich beiläufig und schloss seinen Laptop, sah mir dann in die Augen und sagte: Es sind die Schmerzmittel, die sie mir gegeben haben. Ich musste aufhören, sie zu nehmen, weil sie mich dazu brachten, Spinnen zu sehen. Was? Ich weiß, richtig. Die seltsamste Nebenwirkung aller Zeiten, aber anscheinend gibt es wirklich markenspezifische Halluzinationen. Spinnen. Überall. Auf meiner Kleidung, unter der Dusche, in meiner Zahnpasta. Ich entschied, dass der Schmerz nicht so schlimm war wie die Spinnen in meinem Müsli. Warte. Du hast mich unter Drogen gesetzt. Oh, ich nicht. Die Tür zur Vorratskammer öffnete sich und der Angestellte von vorhin, der meine Nägel bemalt hatte, kam heraus, während er ein Bier trank. Du hast geläutet? Fragte er. Der Kassierer antwortete: Hast du diesem Kerl meine alten Schmerzmittel gegeben? Oh, aber sowas von, antwortete er. Ich habe 4 klein gemahlen und sie in seine Wasserflasche getan. Mein Herzschlag begann sich endlich wieder zu normalisieren, nachdem das Adrenalin langsam durch reine, unverdünnte Wut ersetzt wurde. Ich versuchte, mich zusammenzureißen und fragte so ruhig wie irgend möglich: Wie kommst du auf die Idee, sowas zu machen? Er lächelte, zuckte mit den Achseln und sagte: Ich habe nur versucht zu helfen. Ich rieb mir die Augen und atmete tief durch. Wenn er etwas näher gestanden hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich geschlagen. Glücklicherweise habe ich es geschafft, die Ruhe zu bewahren. So abgefuckt. Hey Mann, geht's dir gut? Fragte der Kassierer. Welcher Teil hiervon sieht für dich nach gut aus? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Du bist Vanessas Onkel, oder? Das ist richtig. Du kanntest sie? Ein wenig. Sie war eine anständige Angestellte, tauchte immer pünktlich auf und hat nie etwas gestohlen. Ich war deprimiert, dass sie verschwand. Ich frage nur ungern, aber weißt du, was mit dir passiert ist? Vielleicht waren es nur die Drogen, aber ich hatte Probleme, diesen Kerl zu lesen. Meinte er das ernst? Das habe ich vorher herauszufinden. Ich nehme an, du glaubst nicht an die Geschichte, dass sie einem Kult beigetreten ist. Es gab eine minimale Reaktion bei dem Wort Kult. Für den Bruchteil einer Sekunde sah der Kassierer den anderen Angestellten an und dann wieder zurück zu mir. Nein, ich glaube nicht, dass sie dem Kult beigetreten ist. Hier ging noch etwas anderes vor sich. Ich fragte ihn ganz direkt: Was genau ist deiner Meinung nach passiert? Ich weiß nicht. Der andere Arbeiter gerätschte rein und sagte: Vielleicht hat sie einen Dämon erwischt. Was, wie in Twin Peaks? Alter Spoiler! Die Show lief vor 20 Jahren. Entweder hast du sie gesehen oder halt nicht. Das war sinnlos. Diese beiden arbeiteten zusammen, um vom Thema abzulenken. Wenn ich herausfinden wollte, was sie wussten, müsste ich sie trennen. Die einzige Frage war, wie? Dann lehnte sich der Kassierer zurück, um seine Krücken von der Wand zu greifen und sagte: Marlboro, übernimm für mich. Ich geh was essen. Okidoki, sagte Jerry. Oder Marlboro. Oder wie auch immer sein verdammter Name tatsächlich war. Er schien mir die Art von Kerl zu sein, der ein Namensschild eines anderen finden und sich dann selbst anstecken würde. Einfach weil. Hey, sagte ich, nachdem der Kassierer aufgestanden war. Wie wär's, wenn ich dich zum Mittagessen einlade? Er sah mich ein paar Sekunden lang unangenehm an und fragte: Warum solltest du das tun? Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Über Vanessa? Ich kannte sie wirklich nicht so gut. Über diese Stadt. Ich bezahle das Mittagessen. Was sagst du? Er dachte noch ein paar Sekunden lang über das Angebot nach, nickte und sagte: Okay. Ich überprüfte mein Handy während der Fahrt, nur um zu sehen, wie spät es war. 12.05 Uhr. Dann warf ich es aus dem Fenster. Selbst wenn sie es nicht verwanzt hatten, gab es keine Möglichkeit, wie ich dem Ding jemals wieder vertrauen würde. Wir gingen zu einem kleinen Diner in der Stadt namens Maryland's, wo wir beide das gleiche bestellten. Einen Cheeseburger und Pommes. Ich nahm einen schwarzen Kaffee und er trank ein Root Beer.
Ich ließ ihn erst einmal essen, bevor ich zu den Fragen kam. Es hat nicht lange gedauert, um meine Portion zu verschlingen. Glücklicherweise war sie diesmal komplett spinnenfrei. Was auch immer Marlboro in mein Wasser getan hatte, war inzwischen vollständig abgeklungen und die Schmerzen in meinem Bein waren in voller Stärke zurückgekehrt. Aber es war schwer, sich zu beschweren, während dieser Kerl mir gegenüber saß. Wenigstens hatte ich noch alle meine Gliedmaßen. Soweit ich sehen konnte, war mein Bein direkt unterhalb des Knies amputiert worden. Die Art und Weise, wie er Krücken benutzte, zeigte, dass das Ganze noch nicht allzu lange her gewesen sein kann. Ich beschloss also, meinen Ehemann für mich zu behalten. Nachdem er mit seinem Burger fertig war, versuchte ich, zu den Fragen überzugehen und herauszufinden, wie viel mich dieser Kerl wissen lassen würde. Dieser Typ mochte seine Privatsphäre und alles, was ich herausfand, waren nur die Eckdaten. Sein Name war Jack. Er war wesentlich jünger als ich. Er arbeitete seit dem Ende der Highschool an der Tankstelle und kümmerte sich gerne um seine eigenen Angelegenheiten. Schließlich kam ich dazu, ihm nach seiner Verletzung zu fragen, ohne wirklich eine Antwort zu erwarten. Aber überraschenderweise plauderte er wie aus dem Nähkästchen, als wäre das Ganze keine große Sache. Ich hatte vor einer Weile eine komplexe Fraktur und mir das Bein an zwei Stellen gebrochen. Wenig überraschend besitzt diese Stadt nicht unbedingt die besten medizinischen Einrichtungen. Es gab einige Komplikationen und ich fing einen Stamm von antibiotikaresistenten Acinetobacter ein. Lange Rede, kurzer Sinn. Er imitierte ein Kettensägengeräusch und gestikulierte, als würde er sein eigenes Bein abschneiden. Danach nahm er einen Schluck Rootbier. Was weißt du über diesen Kult? Ich beobachtete seine Mimik auf irgendeine Reaktion, aber falls es eine gab, verbarg er diese ziemlich gut. Nicht viel. Ein Dutzend oder so attraktive Millennials gruppierten sich unter einem charismatischen Anführer. Er rekrutierte sie von überall her über das Internet, versprach Aufklärung und Orgien. Das Ganze endete nicht so gut. Habe ich mitbekommen. War Spencer Middleton Teil dieses Kults? Jack schauderte sichtlich bei der Erwähnung von Middleton. Interessant. Nein, antwortete er. Aber er schnürt die ganze Geschichte schön zusammen, nicht wahr? Du denkst, Spencer ist unschuldig? Jack lachte und schüttelte den Kopf. Nein, der ist genau das Gegenteil von unschuldig. Ich sage nur, dass er nicht gerade ein Teamplayer ist. Vor dem Fenster sah ich O'Briens Wagen in den Parkplatz einbiegen. Scheiße, die Zeit läuft uns davon. Schau, sagte ich schließlich. Mir ist heute etwas Seltsames passiert, als ich im Wald war. Dinge, die ich nicht genau erklären kann. Und ich möchte nichts lieber, als für ein paar Wochen zu schlafen und mich wieder aufzuladen. Aber das ist gerade nicht drin. Ich glaube, mit dieser Stadt stimmt etwas nicht. Und ich glaube, Vanessa wurde da hineingezogen. Und ich denke, dass du vielleicht, nur vielleicht, weißt, was los ist. Warum solltest du das denken? Wegen dem Deputy, der gleich hereingestimmt kommt. Sie scheint schrecklich bedacht darauf zu sein, dich zu beschützen. Die Tür öffnete sich, O'Brien blickte sich um und entdeckte uns sofort. Jack hatte ihr noch den Rücken zugedreht. Er sagte, da liegst du nicht falsch. Hier passieren seltsame Dinge. Aber du suchst an der falschen Stelle. Vanessa war keine Kultistin. Die starben alle lange, bevor sie verschwand. Woher weißt du, dass die Kultisten tot sind? Ich dachte, sie werden nur vermisst. Das sind genug Fragen für den Moment, Nagellack, sagte O'Brien, als er eine Hand auf Jacks Schulter legte. Alles in Ordnung, Krücke? Prächtig, antwortete er. Ich war mir jetzt sicher. Da war etwas los zwischen Jack und O'Brien. Vielleicht beschützt sie ihn nur. Vielleicht arbeiten sie zusammen. Vielleicht läuft da auch etwas zwischen den beiden. Ich wusste es jedenfalls nicht und es war fast unmöglich, einen Blick in seinen Kopf zu werfen. Aber die eine Sache, die ich aus diesem Gespräch mitnehmen konnte, war das. Ich glaubte ihm. Er wusste offensichtlich mehr über den Kult, als es den Anschein machte. Und Vanessa war kein Teil davon. Damit war ich fast wieder am Anfang. Ich hatte ein Treffen mit Roger in 7 Stunden und musste noch Zeit totschlagen. Der ernüchternde Fakt, dass ich an diesem Morgen einen Mann in Selbstverteidigung getötet hatte, brannte noch in meinem Unterbewusstsein und ich wusste, dass ich, wenn die Zeit gekommen war, das Ganze verarbeiten musste. Aber jetzt war nicht die Zeit dafür. Jetzt war die Zeit, mich durchzubeißen. Nachdem ich Vanessa oder ihren Mörder gefunden hatte, hätte ich genug Gelegenheit, um einen Nervenzusammenbruch zu haben. Jamie sah ziemlich schockiert aus, als er mich sah. Ich hatte keine Lust, alles zu erklären, also bat ich ihn nur, 2 Töpfe mit kochendem Wasser aufzusetzen und mir etwas Reinigungsalkohol, Zahnseide und Nähzeug zu besorgen. Er ist ein guter Junge und ich hasse es, ihn erneut zu traumatisieren, aber ich konnte nicht ins Krankenhaus gehen. Nur für alle Fälle. Als das Wasser kochte, warf ich die Nähnadel in einen und meine Autoschüssel in den anderen. Ich wusste besser als die meisten Leute, wie einfach es heutzutage ist, etwas zu verwanzen. Selbst meine Brieftasche würde im Handschuhfach meines Autos bleiben, bis ich es nach Hause zurückgeschafft hatte und neue Kreditkarten besorgen konnte. Von jetzt an musste ich alles bar bezahlen. Mein Neffe stellte es nicht für eine Sekunde in Frage, als ich mir sagte, dass ich für den Rest der Zeit Vanessas Honda fahren würde. Ich konnte mir die Fahrt mit meinem Auto nicht leisten, da dieses sehr wahrscheinlich auch verwanzt worden war.
Er hat insgesamt nicht viele Fragen gestellt und ich habe nicht so viele Antworten gegeben. Das Äußerste war... Warum sind deine Nägel rot? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe etwas Zahnseide durch eine Nadel gezogen und diese in eine Hakenform gebogen. Wenn ich das richtig anstelle, würde es nur wehtun. Wenn ich es jetzt auch verkacke, wäre es kaum auszuhalten. In diesem Moment fragte ich mich, ob es wirklich wert war, die Spinnen nicht zu sehen und dafür den kommenden Schmerz zu spüren. Ich riss den Panzertape-Verband ab, Schicht für Schicht. Schließlich entfernte ich das letzte Stück, nur um die grauenvolle, X-förmige Wunde in meinem Bein zu sehen. Gerade als ich dachte, dass mich nichts mehr überraschen konnte, wurde ich eines Besseren belehrt. Dieser Hurensohn. Irgendwie hatte es irgendjemand geschafft, mir zuvorzukommen. Die Wunde war bereits sehr ordentlich vernäht worden. Fast möchte ich sagen professionell. Die Arbeit war so sauber, dass sie nur minimale Narbenbildung hinterlassen würde. Daneben, unter einer getrockneten Blutschicht, konnte ich erkennen, wie jemand in wackeliger Handschrift Jerry war hier geschrieben hatte. Ich legte die Nadel auf den Küchentisch und fragte Jamie, ob er irgendwelche alten Antibiotika im Haus habe. Ja, vermutlich. Irgendwo. Ich werde sie alle brauchen. Es ist erstaunlich, welchen Unterschied eine Dusche und saubere Kleidung machen können. Ich knallte meine Handvoll Schmerzmittel, die rezeptfreie Variante, rein und zerlegte einen von Donnys alten Lautsprechern, um an den Magneten darin zu gelangen. Ich sage nicht, dass ich glaube, dass Marlboro einen Tracker oder ein Abhörgerät in meine Beinwunde genäht hatte, denn das wäre verrückt. Ich sage nur, dass ich ein paar Mal mit einem extra starken Magneten über die Wunde gefahren bin, nur um sicher zu gehen. Als nächstes ging ich in Vanessas Zimmer und stand einen Moment lang still, verschaffte mir einen Eindruck und versuchte ein Gleichgewicht zu finden zwischen der Achtung ihrer Privatsphäre und dem Zerpflücken des Ortes nach Hinweisen. Ich hatte noch viel Zeit vor meinem Treffen, aber trotzdem trat ich mich selbst für die Zeit, die ich darauf verschwendet hatte, mich volllaufen zu lassen, obwohl es da draußen noch eine Menge Antworten gab, die gefunden werden wollten. Fakten. Diese Stadt hat ein seltsames Geheimnis. Jemand, der mächtig genug ist, um einen verunglückten Truck und drei Leichen innerhalb von ein paar Stunden verschwinden zu lassen, hat mich verarscht. Jemand wusste, wie man meinen Bruder imitiert und mich in eine bizarre Falle im Wald lockt. Aber warum? Das Sheriff Department tat nun so, als würde es Vanessas Verschwinden untersuchen. Der Kult war nur eine Cover-Story. War Vanessa überhaupt in irgendetwas davon verwickelt? Ich wartete, ohne Antworten zu finden durch diese Fragen, als ich Jamie sagen hörte: Hey, Onkel Eric? Ich schnappte aus meiner Benommenheit heraus und drehte mich um Jamie in der Tür stehen zu sehen. Ja, Kleiner? Du hast Besuch. Er wartete im Wohnzimmer auf mich. Zuerst erkannte ich ihn nicht. Er war ein kleiner Mann mit schlechter Haltung und dicken Brillengläsern. Er sah nervös aus, als er mich sah und murmelte ein einfaches Hey, Detective. Es dauerte ein paar Sekunden, bis ich ihn als Hausmeister der Schule erkannte. Hey, Roger. Ich dachte, wir würden uns erst später treffen. Er schüttelte den Kopf und sagte mit verärgerter Stimme: Nein, ich bin nicht... Könnten Sie das bitte nicht tun? Was tun? Mein Name ist Peter Kohl. Ich sah Jamie an und fragte: Hey, macht es dir was aus, uns kurz allein zu lassen? Jamie nickte und ging in sein Zimmer. Ich nahm einen Stuhl und lud Peter ein, dasselbe zu machen. Nachdem er sich hingesetzt und sich einen Moment Zeit genommen hatte, um sich zu beruhigen, stellte ich meine Fragen. Was gibt's, Peter? Warum bist du im Haus der Kinder meines Bruders? Muss ich mir Sorgen machen? Peter nahm seine Brille ab, rieb sich die Augen und versuchte, Tränen zurückzuhalten. Ich wusste nicht genau, wie ich reagieren sollte, deshalb wartete ich ab, bis er bereit war zu antworten. Nach ein paar weiteren Momenten schaffte er es, sich zu überwinden und sagte: Ich sollte wirklich nicht herkommen. Wenn er herausfindet, dass ich hier war, um mit Ihnen zu reden... Wenn wer es herausfindet? Roger, wer sonst? Oh, um Himmels Willen. Ciao, Peter. Gibt es einen Grund, warum du hier bist? Weil ich eigentlich immer noch versuche herauszufinden, was mit meiner Nichte passiert ist und solche bescheuerten Ablenkungen dabei wirklich nicht helfen. Sie können ihm nicht vertrauen. Wem? Roger, er tut so, als würde er für zum Wohle aller arbeiten, aber in Wirklichkeit ist er nur ein Manipulator. Er kümmert sich nur um sich selbst und diese Gefälligkeiten, die er sammelt, sind nicht das, was man erwarten würde. Er verletzt Menschen. Niemand kann ihn aufhalten. Ich atmete tief durch und rieb meine Schläfen. Schau, ich bin nicht an Rollenspielen interessiert oder was auch immer das hier ist. Roger ist eine Puppe.
ein Spielzeug, ein unbelebtes Objekt. Wenn du irgendeine Art von Angst oder was auch immer hast und nur durch die Puppe kommunizieren kannst, dann ist das in Ordnung. Jeder wie er mag. Aber ich bin verdammt beschäftigt gerade. Wenn du mir nicht sagen willst, was es war, dass Roger in Vanessas Fall herausgefunden hat, dann verlasse bitte freundlicherweise dieses Haus. Peter stand auf, murmelte etwas darüber, dass es ihm leid tat, dass er meine Zeit verschwendet hätte, und ging. Ich fühlte mich erschlagen, schon wieder eine Sackgasse. Das Einzige, was ich machen konnte, war, wieder von vorne anzufangen. Ich nahm Vanessas Zimmer Stück für Stück auseinander und verbrachte ein paar Stunden an ihrem Laptop. In beiden Fällen gab es nichts Ungewöhnliches zu entdecken. Ihr Telefon war noch immer neben ihrem Bett angeschlossen, aber es war mit einem Passwort versehen. Ich habe es mit ein paar Geburtstagen probiert, aber nichts davon hat funktioniert. Sie war halt klüger, als dass sie so ein Passwort verwenden würde. Ich steckte ihr Handy in meine Tasche mit der Absicht, es an einen Kontakt in New Orleans zu schicken, der alles knacken konnte, solange die Bezahlung stimmt. Und ich hatte mich bereits dazu entschieden, dass das hier Prio 1 hatte. Vanessa führte auch kein Tagebuch, hatte keinen Kalender oder irgendetwas, das mir eine Vorstellung davon gegeben hätte, wo ich anfangen sollte zu suchen. Ihre Sockenschublade hatte einen Stapel Bargeld in der Ecke, etwa $350 in 10ern und 20ern und ein Tütchen Gras. Auf einem Post-it in der Nähe ihres Bettes standen ihre Schichten bei der Arbeit. Alles auf ihrem Laptop war mit einem Master-Passwort-Manager-Programm gesperrt. Sie war klug, aber das waren Vorsichtsmaßnahmen, die ich als Paranoia bezeichnen würde. Ich hätte so ein Verhalten bisher erst bei einer anderen Person gesehen. Bei mir. Und ich beschäftige mich von Berufswegen mit einigen ziemlich sensiblen Dingen. Ihre Facebook-Einstellungen ließen mich keinen ihrer Beiträge sehen, aber Jamie konnte ihre Freundesliste von seinem Konto aus einsehen. Ich habe Namen mit der Schuldatenbank verglichen und in weniger als einer Stunde hatte ich meine Checkliste für den Tag. Ganz ohne Telefon würde es schwierig werden, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, mal völlig abgesehen davon, dass ich als fremder Erwachsener versuchen würde, ein paar Teenager davon zu überzeugen, sich von mir befragen zu lassen. Frankie war ein großes, unscheinbares Mädchen und, soweit ich das beurteilen konnte, Vanessas beste Freundin. Ich fand sie in der örtlichen Pizzeria, wo sie arbeitete, und überzeugte sie, mir ein paar Augenblicke ihrer Zeit zu geben. Sie bestätigte vor allem, was ich bereits wusste. Vanessa sparte Geld, plante aus der Stadt zu ziehen und hatte keine Geheimnisse, die es wert waren, geteilt zu werden. Sie traf sich mit niemandem, aber... Aber was? Aber sie hatte dieses Leuchten in den Augen. Ich hatte direkt gewusst, dass es da jemanden geben musste. Sie sind ein paar Mal ausgegangen. Nicht so wie ein Date oder so. Und sie wollte auch nicht wirklich mehr darüber reden. Dann, vor ein paar Wochen, war es weg. Als hätten sie sich getrennt, aber nicht wirklich, weil sie ja niemals offiziell zusammen waren, wissen Sie? Junge, Mädchen, hat sie irgendeinen Namen fallen gelassen? Irgendeine Ahnung, wo man diese Person findet? Nein, sie dachte wohl nicht, dass es ernst genug ist, um darüber zu reden. Sie haben sich im Internet kennengelernt, glaube ich. Ich habe ihren Ex-Freund Brian erwischt, dass er gerade seine Schicht in der lokalen Werkstatt beendet hatte. Er war etwas in Eile, stimmte aber zu, ein paar kurze Fragen zu beantworten. Ich fragte nach der mysteriösen Person, wenn es das Leben war. Brian erzählte mir, dass er sich absolut nicht darum scherte, was sie seit der Trennung so getrieben hatte. Er war ein Arschloch, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass er lügt. Ich fand Hammonds, ihren Englischlehrer, mit dem sie auf Facebook befreundet war, in seinem Haus auf der anderen Seite der Stadt. Er war allzu kooperativ und wenn er für die Nacht des Verschwindens nicht ein grundsolides Alibi gehabt hätte, wäre ich vielleicht versucht gewesen, die Befragung anders aufzuziehen. Aber er war mit seinen Kindern im Nachbarstaat gewesen, um die im Sterben liegende Großmutter zu besuchen. Mir wurde schnell klar, dass er auch nichts zu verbergen hatte. Er zeigte mir das Empfehlungsschreiben, das er für Vanessas College-Bewerbung geschrieben hatte, und wir verbrachten ein paar Minuten damit, Kaffee zu trinken und zu reden. Er stimmte zu, dass die Kultstory Bullshit sei, aber er hatte in der Schule einige Gerüchte gehört, dass sie sich mit jemand anderem traf. Natürlich war ein übergewichtiger Englischlehrer mittleren Alters nicht gerade die beste Quelle für Informationen, wenn es um das persönliche Leben der Schüler ging. Es war jedoch keine totale Verschwendung, da er mich auf meine nächste Spur aufmerksam machte. Morgan Hardy. Laut Hammonds wusste jeder, dass Morgan etwas für Vanessa übrig hatte. Er war ein unbeholfenes Kind, ein Jahr unter ihr, aber er fragte sie immer noch bei mehr als einer Gelegenheit nach einem Date und hatte bei mehr als einer Gelegenheit einen Korb bekommen. Er stand nicht auf ihrer Freundesliste, aber Hammonds wusste, wo ich ihn finden konnte. Es stand kein Auto in der Einfahrt bei Morgans Haus.
Ich klingelte an seiner Tür und klopfte. Dann wartete ich etwa 5 Minuten, bevor ich zur Hinterseite ging und durch ein offenes Fenster einbrechen konnte. Ich hatte keine Zeit, die Sache auf legale Weise durchzuspielen und außerdem war das nicht mal ansatzweise das Schlimmste, was ich an diesem Tag getan hatte. Es war nicht schwer herauszufinden, welches Zimmer ihm gehörte. Da war ein überdimensionales Fight Club-Poster, das wie ein Warnschild für edgy Teenager an seine Zimmertür genagelt war. Ich schob sie auf und erkannte sofort, dass ich nicht mehr in Kansas war. An der Wand war ein Spiegel mit Bildern von Vanessa. Einige sahen aus, als wären sie aus ihren Social-Media-Accounts kopiert worden. Andere sahen aus, als hätte sie einen Stalker fotografiert. Die Bilder waren überall an den Wänden, in zufälligen Abständen und alle mehr oder weniger auf Augenhöhe. Der Raum war ein Durcheinander. Kleidung und Bücher und Geschirr, das dorthin geräumt worden war, wo gerade Platz war, erschwerten meine Suche. Ich überprüfte die offensichtlichen Stellen und hatte direkt Glück. Unter seiner Matratze, neben einem One-Hitter und einem Beutel Gras, befand sich ein gelbes Girly-T-Shirt. Eines, das aussah wie das, das Vanessa getragen hatte, als sie zuletzt gesehen worden war. Ich konnte diese schreckliche Ausrede für Musik aus morgens Autoradio plärren hören, als er in die Einfahrt bog, was mir viel Zeit gegeben hätte, wieder auf den Weg, über den ich hineingekommen war, herauszuschleichen. Aber das war das Letzte auf der Welt, das ich tun wollte. Stattdessen schloss ich die Zimmertür und wartete auf ihn in seinem Schrank, wobei ich die Schranktür gerade so weit offen hatte, dass ich noch hinausschauen konnte. Ich musste ihn sehen, bevor er mich sah. Ich musste seine Reaktion sehen, um sicher zu sein. Er brauchte nicht lange, um hineinzukommen. Er schloss die Zimmertür hinter sich und ging direkt zu seinem Computertisch, blieb dann aber auf halbem Wege stehen und murmelte: Was zur Hölle? Er war größer, als ich erwartet hatte. Mindestens 1 Zentimeter größer als ich. Lange, fettige, schwarze Haare und die Anfänge eines fleckigen Bartes. Mit dem Rücken zu mir. Und als er sich umdrehte, stand ich mit meiner Waffe direkt auf ihn gerichtet da, bereit für einen Mordanschlag. Er fiel zu Boden, Hände vorm Gesicht und schrie: Bitte, nein, scheiße, nein, bitte nicht, tu mir nichts, bitte! Halt die Klappe! Schrie ich ihn an. Was willst du? Oh Gott, Mann, du kannst alles haben, was ich habe, aber tu mir bitte nichts! Das war das Letzte, was er rausbekam, bevor er anfing zu schluchzen. Telefon, gib mir dein Handy. Was? Blubberte es hervor. Jetzt! Sorry. Er grub ein Handy aus seiner Tasche und hielt es mir hin. Leg es aufs Bett, fuhr ich ihn an. Er nickte und warf das Telefon auf seine schmutzige, nicht bezogene Matratze und ich hielt die Waffe auf ihn gerichtet, während ich hinüberging, um mir das Handy zu schnappen. Warum hast du die ganzen Bilder? Halt die Klappe! Rief ich, eilte zu der Stelle, an der er zu einem erbärmlichen Haufen zusammengebrochen war und schlug ihm mit meiner Waffe ins Gesicht. Es hat verdammt nochmal funktioniert. Er hat die Klappe gehalten. Aber nur um sicher zu gehen, drückte ich den Lauf der Pistole gegen sein Gesicht und machte ihm so richtig Angst. Wenn du noch ein Wort sagst, nur noch ein einziges Wort, streich ich diese Wände rot. Nick, wenn du verstanden hast. Er hatte verstanden und schloss die Augen und fiel weinend in einer fötalen Position auf die Seite. Ich fühlte mich schrecklich, dem armen Kind das anzutun, aber das war der einzige Weg, denjenigen, der diese ganze Sache geplant hatte, davon zu überzeugen, dass ich ihre kleine Scharade glaube. Er hätte es fast ruiniert, als er mich fragte, warum ich all diese Bilder von Vanessa aufgehangen habe. Ich bin nicht der klügste Mensch der Welt, aber ich müsste ein kompletter Idiot sein, um so eine Beweisorgie zu sehen und ihr zu glauben. Als ich in die Stadt gekommen war, war es mir sehr wichtig, erst einmal die persönliche Handynummer des Sheriffs zu besorgen. Genau für so eine Situation. Ich nahm morgens Telefon vom Bett und wählte die Nummer. Clyde antwortete und ich bin mir sicher, er war höllisch verwirrt, als ich erklärte, dass ich Vanessas Mörder gefunden hatte und ihm sagte, wo er morgen finden könne. Der Gesichtsausdruck des Kindes, als er den Raum betreten hatte, bewies, dass er keine Ahnung hatte, woher all diese Bilder kamen, aber die ganze Geschichte sah so schön und passend aus. Das perfekte, schreckliche Ende der Geschichte. Komplett mit einem Bösewicht, einem Motiv und einer Auflösung, die den Detective, der zu viele Fragen stellte, befriedigen würde. Der Sheriff sagte, ich solle vor Ort bleiben. Ich log und versprach ihm, dass ich das tun würde. 5 Minuten später saß ich im Honda, fuhr so schnell ich konnte, ohne Verdacht zu erregen und versuchte zu entscheiden, wohin zum Teufel ich eigentlich wollte. Die Geschichte nahm auf die schlimmste Weise Gestalt an. Vanessa musste irgendwie mit dem Geheimnis der Stadt in Verbindung stehen. Was auch immer mich heute Morgen reingelegt und den Truck verschwinden lassen hatte, passte nun seine Strategie an. Es hatte mir einen Ausweg angeboten und alles, was ich tun musste, war die Geschichte zu schlucken. Aber ich hatte bereits entschieden, dass es nichts gab, was mich dazu bringen würde, aufzuhören.
bis ich entweder herausgefunden hatte, was mit Vanessa passiert war, oder ich unter der Erde lag. Ich versuchte nachzudenken, während ich ziellos durch diese Dreckstadt fuhr, konnte aber nichts zustande bringen, was es wirklich wert gewesen wäre, einen Plan zu nennen. Nach ein paar Minuten auf den Nebenstraßen kam ich an einer alten Eisenwarenhandlung vorbei und erinnerte mich daran, was Peter als Roger erzählt hatte. Über sie, die mir einige der offenen Fälle in der Stadt anhängen würden. Nach dem, was ich gerade gesehen hatte, hatte ich keine Zweifel daran, dass seine Warnung echt war, also beschloss ich, auf Nummer sicher zu gehen und fuhr auf den näheren Parkplatz, um einzukaufen. 30 Minuten später hatte ich einen Korb voll mit Zubehör für fast jede Situation. Klebeband, Pfeifenreiniger, Seil, Zange, Hammer, Handschuhe, Taschenlampe, Sekundenkleber und einige andere verschiedene Kleinigkeiten. Wenn es um das Unbekannte geht, kann man gar nicht zu vorbereitet sein. Es wurde bereits dunkel, als ich den Laden verließ, und ich hatte den Fehler gemacht, optimistisch zu sein. Das hat nicht allzu lange gehalten. Ich sah sofort die Silhouette auf dem Beifahrersitz von Vanessas Honda. Es gab keinen Zweifel. Die Gestalt in Tarnfleck gekleidet und mit Tarnschminke im Gesicht starrte mit einem leblosen Blick nach vorne. 1 Million Gedanken versuchten sich auf einmal durch meinen Verstand zu brechen, aber wie durch ein Wunder gelang es mir, mich an den einzigen zu klammern, der wichtig war. Bleib ruhig. Sei vernünftig. Denk nach. Fakten. Benutze die Fakten. Der Mann, der im Auto saß und auf mich wartete, sah genauso aus wie... Wie hieß er nochmal? Ned. Aber er war heute früh gestorben. Ich hatte es überprüft. Wie lange war ich drin gewesen? 1/2 Stunde? Wie haben sie mich gefunden? Wie haben sie seinen Körper in mein Auto geschleust, ohne dass ich es bemerkt habe? Und warum? Warum? Natürlich. Ich wusste warum. Die konnten kein Risiko eingehen. Selbst wenn Morgan die Schuld für Vanessas Verschwinden übernahm, war ich immer noch ein Problem. Was bedeutet, dass dies eine Falle war? Was bedeutet, dass die Polizei jede Sekunde hier sein würde? Denk nach. Jetzt. Option. Los. Ich kann wegrennen, den Tatort verlassen, später melden, dass das Auto gestohlen worden war. Aber die Karre war inzwischen voll mit meiner DNS. Wenn sie die Leiche finden würden, würde es direkt mit mir in Verbindung gebracht werden. Und welche Art von Geschichte könnte ich zu meiner Verteidigung erzählen? Ich habe ihn ja tatsächlich getötet. Also konnte ich schlecht die Wahrheit erzählen. Nein, vergiss das. Nächste Option. Steig ins Auto, mach die Fliege. Irgendwohin. Verlasse die verdammte Stadt, wenn es sein muss. Ich kann die Leiche hier rausschmeißen und... Nein, der alte Mann, der an der Kasse im Laden arbeitet, würde mich mit diesem Ort in Verbindung bringen. Okay. Nimm die Leiche mit. Die Polizei wird dich anhalten und wie erklärst du das dann? Nun, die Bullen sind noch nicht da. Das lässt mir also eine andere Möglichkeit. Ich ließ meine Sachen fallen, rannte zum Kofferraum des Autos, öffnete ihn, öffnete dann die Beifahrertür und überprüfte, nur um sicher zu gehen, Ned. Er war genauso tot wie beim letzten Mal, als ich ihn gesehen hatte. Das Einzige, was jetzt anders war, war das Einschussloch in seiner Stirn. Wer ihn auf den Sitz gesetzt hatte, hatte Wert darauf gelegt, Blut über das Armaturenbrett und den Boden zu spritzen, aber ich hatte nicht den Luxus, das jetzt wegzuwischen. Ich musste schnell sein. Ich zog ihn aus dem Sitz und legte ihn über meine Schulter. Ich verfrachtete ihn in den Kofferraum und schlug diesen in der gleichen Sekunde zu, in der der Wagen eines Deputies auf dem Parkplatz einbog. Ich atmete ein paar Mal tief durch, versuchte meine Nerven zu beruhigen und dann, als das nicht funktionierte, zündete ich mir eine Zigarette an und ging zurück zu dem Ort, wo ich meine Tasche fallen gelassen hatte. Guten Abend, Mr. Regan. Ich versuchte nicht unglaublich schuldig auszusehen, als ich den Neuling ansah, den ich erst gestern getroffen hatte. Franklin, richtig? Sagte ich, als ich meine Einkäufe nahm und zum Auto ging. Er folgte mir direkt hinterher. Das ist eine kleine Stadt, was, Deputy? Das ist sie wirklich, sagte er. Ich öffnete die Hintertür und legte die Taschen auf den Sitz, so lässig und cool wie möglich. Ich lehnte mich an das Auto und rauchte den Sargnagel langsam weiter, bot dann Franklin einen an, der den Kopf schüttelte und sagte, Nein, danke. Ich habe vor 5 Jahren aufgehört. Ich steckte die Packung ein und sagte, sind ein besserer Mann als ich. 1 Sekunde verging und ich konnte sehen, dass Franklin nervös wurde und versuchte, über meine Schulter in das Auto zu schauen. Stimmt etwas nicht, Franklin? Fragte ich unverblümt. Nein, alles in Ordnung. Sein Pokerface war heute genauso schlecht wie gestern. Nun, sagte ich, gibt es neue Entwicklungen bei Middleton? Ich weiß, dass Sie mir nichts erzählen sollen, aber
inoffiziell. Seid ihr näher dran, ihn zu knacken? Ach, das bezweifle ich. Ich nahm den letzten Zug meiner Zigarette und drückte sie auf der Ferse meines Stiefels aus. Dann steckte ich den Stummel in die Zigarettenpackung, während Franklin zusah. Schauen Sie, ich fühle mich geschmeichelt von der Aufmerksamkeit, aber etwas sagt mir, dass Sie nicht nur wegen meiner Weltklasse-Konversationsfähigkeiten hier sind. Haben Sie etwas auf dem Herzen? Franklin entspannte sich schließlich und ließ ein Lachen los. Sie haben mich erwischt. Jemand rief im Revier an, um zu melden, dass sich ein Mann vor der Eisenwarenhandlung aufhält, der versucht, Drogen aus dem Kofferraum eines Hondas zu verkaufen. Ich erwiderte sein Lachen. Kein Scheiß. Hat der Anrufer gesagt, wie der Kerl aussehen soll? Franklin fing dann an, mich zu beschreiben. Bis hin zur schwarzen Jacke und den Kratzern im Gesicht. Franklin und ich lachten noch einmal. Ich schätze, ich gehe wohl besser, sagte ich. Bevor noch jemand auf die falsche Idee kommt, was? Ja, aber ganz kurz. Warum lassen Sie mich nicht einen Blick in Ihren Kofferraum werfen? Nur damit ich es in meinen Bericht aufnehmen kann. Ich schüttelte den Kopf und sagte, sorry, Franklin. Sie müssen in Ihrem Bericht schreiben, dass ich mich geweigert habe, ihn ohne Durchsuchungsbefehl zu öffnen. Wissen Sie, aus Prinzip in der Sache. Franklin nickte ein paar Mal und sagte, ja, dann sollten Sie wohl langsam los, was? Für etwa eine ganze halbe Sekunde fühlte ich Erleichterung, bevor das Funkgerät an Franklins Gürtel mit einem Klang einer lauten Stimme zum Leben erwachte. Alle Einheiten sind auf der Suche nach einem Rondell an Kort. Nummernschild? Das Nummernschild von Vanessas Auto? Achtung, beim Fahrer handelt es sich um Eric Riggin. Er ist wahrscheinlich bewaffnet. Ich versuchte wieder zu lachen, aber Franklin fing schon an, nach seiner Waffe zu greifen, also verpasste ich ihm einen rechten Haken und traf seine Wange fest genug, um ihn zu Boden zu werfen und meine Knöchel aufzuschrauben. Das war aber nicht genug gewesen, um ihn auszuschalten, obwohl er mit dem Kopf auf den Beton geschlagen ist und anfing vor Schmerzen zu stöhnen. Ich versuchte mir direkt seine Waffe zu krallen, konnte sie aus dem Holster herausfummeln und warf sie auf das Dach des Ladens. Während er noch dabei war, seine Orientierung wiederzufinden, schnappte ich mir seine Handschellen und schaffte es, sie seinem linken Handgelenk anzulegen, bevor er sich wehren konnte, mich umschmiss und auf mir sitzend schrie und wilde Schläge austeilte. Er war ein miserabler Kämpfer und verließ sich ganz aufs Adrenalin. Ich beschützte mein Gesicht, bis er müde wurde, packte ihn an den Handgelenken und gab ihm einen festen Tritt in die Seite seines Knies. Er fiel wieder hin. Ich drehte ihn auf seinen Bauch und verdrehte seine Arme hinter seinem Rücken gerade so weit, dass ich die Handschellen fertig anlegen konnte. Ich sprang auf und drehte mich um zu sehen, woher das Geräusch gekommen war. Es war der alte Mann mit den weißen Haaren, der Kassierer aus der Eisenwarenhandlung. Er stand dort mit einer Schrotflinte in den Händen und zielte in die Luft. Das war nur ein Warnschuss, sagte er mit einem leichten Zittern in der Stimme. Der Nächste trifft, wenn Sie ihn nicht sofort gehen lassen. Als er das sagte, richtete er die Waffe auf mich. Das ist doch eine Hatfield Break Action Schrotflinte, sagte ich. Ja? Na und? Antwortete er und versuchte einschüchternd zu klingen, scheiterte aber. Also ich bin kein Idiot, alter Mann. Das Ding hat nur einen Schuss und den hast du gerade mit einer Warnung abgefeuert. Er zitterte leicht, weigerte sich aber die Waffe zu senken, also gab ich ihm einen kleinen Anreiz, zog meine eigene Pistole und richtete sie direkt auf ihn. Diese hier hat jedoch noch eine Menge Warnschüsse übrig. Er ließ die Flinte fallen und hielt seine Hände über den Kopf, während er sich hinkniete. Brav, sagte ich, während ich um die Vorderseite von Vanessas Auto herumging. Der Schuss dieses Idioten würde jeden gelangweilten Gesetzeshüter in der ganzen verdammten Stadt herlocken und ich musste schnell woanders hin. Ich weiß nicht, was mich dazu gebracht hat, meine Meinung über das Treffen mit Roger zu ändern. Ich war bereits zu dem Schluss gekommen, dass wenn dieser mental instabile Mann, der nur durch eine Puppe kommunizieren konnte, meine einzige Hoffnung war, ich sowieso ziemlich am Arsch war. Aber hier war ich nun, im Auto vor der Bowlingbahn und war im Begriff hineinzugehen, um mir anzusehen, ob und was er gefunden hatte. Ich war früh dran und umrundete das Gebäude ein paar Mal, nur um zu sehen, ob sonst noch jemand da war. Keine anderen Autos oder sonstige Aktivität. Der Laden sah aus, als sei er vor mindestens einem Jahrzehnt geschlossen worden. Es würde mich überraschen, wenn es drinnen überhaupt noch Strom gäbe. Das Einzige, was mir durch den Kopf ging, war, was für ein schöner Ort das hier war, um ermordet zu werden. Während ich also wartete, nahm ich den Pfeifenreiniger und benutzte ihn, um die Innenseite des Laufs meiner Pistole zu zerkratzen. Ein Trick, den ich von einigen meiner schäbigeren Kontakte in New Orleans gelernt hatte.
wenn sie einen Weg gefunden hatten, meine Waffe mit der Leiche im Kofferraum in Verbindung zu bringen, wäre es so zumindest unmöglich, den ballistischen Fingerabdruck der Waffe zu vergleichen. Oh, dachte ich. Ich muss noch einen Weg finden, die Leiche loszuwerden. Aber ein Schritt nach dem anderen. Das war ein Problem für später. Im Moment musste ich herausfinden, wer hier die Fäden in der Hand hatte. Niemand war bis 8 Uhr aufgetaucht. Um 8.05 Uhr entschloss ich, in die Bowlingbahn einzubrechen. Was ist schon ein weiteres Verbrechen in so einer Nacht? Die Hintertür war offen, also schlüpfte ich hinein mit meiner Taschenlampe in der einen Hand und der anderen Hand an meiner Pistole im Holster. Der ganze Ort roch wie ein vergammelter Teppich und die Luft war voller Staub. Ich folgte dem Flur in die Haupthalle, wo ich die vertraute Stimme der Puppe hörte, die irgendwo in der Dunkelheit sprach. Nun, nun, Detective. Du hattest heute wirklich viel zu tun, nicht wahr? Weißt du, wenn diese ganze Privatdetektiv-Sache nicht klappen sollte, hast du, glaube ich, eine große Karriere als Terrorist vor dir. Peter, sagte ich, wo bist du? Eine Gestalt tauchte auf der anderen Seite des Raumes auf und wieder einmal war es nicht das, was ich erwartet hatte. Ich konnte die altbekannte Holzpuppe sehen, die mich direkt anstarrte, als sie immer näher kam. Aber die Person, die sie trug, war nicht der Mann, der sich heute im Wohnzimmer meiner Familie eingefunden hatte. Roger wurde von einer stark übergewichtigen jungen Frau mit brauner Haut und Zöpfen festgehalten und bewegt. Sie starrte Roger an, während er mit der gleichen Stimme sprach, die er schon immer benutzt hatte. Wer zum Teufel ist Peter? Hast du einen Freund erwartet? Denn ich erinnere mich genau, dass ich dir gesagt habe, du sollst alleine kommen. Ich leuchtete mit meiner Taschenlampe auf das Mädchen und sagte, was ist hier los? Wer bist du? Sie bedeckte ihre Augen mit einer Hand, benutzte die andere, um mit der Puppe zu hantieren und sagte, kümmere dich nicht um sie. Das ist Tristessa. Ich muss deinen neuen Wirt finden, nachdem der Hausmeister seinen kleinen Zwischenfall hatte. Ein neuer Wirt? Hier, du wirst das hier an dich nehmen wollen. Sein Kopf drehte sich zur Seite, schaute auf das Mädchen, Tristessa, und nickte ihr zu. Das muss ihr Stichwort gewesen sein, ein Handy aus der Tasche zu ziehen und es mir anzubieten. Ich nahm es an. Ich weiß, dass du klug genug bist, um inzwischen herausgefunden zu haben, dass dein altes Handy auf Teufel komm raus verwanzt ist. Behalte das hier, damit ich dich erreichen kann, wenn ich muss. Es war unheimlich. Ihre Lippen bewegten sich absolut nicht. Die Puppe, so schloss ich, muss irgendwie aus der Ferne eingesprochen werden und das Mädchen bewegte irgendwie die Lippen perfekt synchron zu den Worten. Das war verrückt. In Ordnung, was genau bist du, Roger? Ich würde gerne wissen, mit wem ich es wirklich zu tun habe. Roger ließ ein fröhliches Gackern los und sagte, nun, wir wissen nur selten, mit wem wir wirklich sprechen. Meinst du nicht auch? Schau, ich wette, du hast eine Menge Fragen. Aber ich habe nur Zeit, dir die wichtigsten Dinge zu sagen. Den Rest musst du selbst herausfinden. Wenn du dich mit diesem Arrangement nicht wohlfühlst, dann kannst du jetzt abhauen, denn die einzigen Antworten, die ich dir gebe, sind bezüglich Vanessa. Wie ursprünglich vereinbart. Ich schüttelte den Kopf und sagte, was auch immer, halten wir uns an den Plan. Was hast du gefunden? Es geht nicht um das, was ich gefunden habe, Detective. Roger drehte seinen Kopf zu Tristessa und nickte erneut und signalisierte ihr, mir einen dicken Manila-Ordner mit der Aufschrift V. Riggin zu geben. Ich nahm ihn und fing an, ihn durchzublättern. Roger, oder wer auch immer Roger wirklich kontrollierte, hatte eine erstaunlich umfangreiche Liste an Infos zusammengestellt. Ihre Herkunft, ihre Kindheit, Familie, Zeugnisse, Schulaufsätze, ihr ganzes Leben war auf diesen Seiten katalogisiert. Es war eine beeindruckende Arbeit. Ich hielt auf einer Seite inne mit der Überschrift Passwörter, gefolgt von einer entsprechenden Liste. Woher hast du ihre Passwörter? Ziemlich einfach, wirklich. Man muss nur die Antworten auf einige sehr grundlegende Sicherheitsfragen kennen. Der Mädchenname der Mutter, bester Freund in der Kindheit, Lieblingsfarbe, das erste Haustier. Was nützt es, ein sicheres Passwort zu haben, wenn man so einfach drumherum kommt? Ich überflog die Liste, bis ich einen 6-stelligen Code mit der Notiz Handy fand. Dann spürte ich plötzlich den Drang, alle meine Passwörter zu ändern und mich dauerhaft aus dem Internet zu verabschieden. In Ordnung, sagte ich. Du sagst, es geht nicht darum, was du gefunden hast. Möchtest du das näher ausführen? Er führte aus. 1604.
explodierte ein Stern und erschuf die Kepler-Supernova. Es wurde in der ganzen Welt berichtet und aufgezeichnet. Ein brandneuer Stern am Nachthimmel. Das war eine große Sache. Religionen beansprucht es als Beweis für ihre Götter. Musiker schrieben Lieder darüber. Die Leute haben ihren verdammten Verstand verloren. Genug, dass wir 400 Jahre später immer noch darüber reden. Menschen verbringen ihr Leben damit, in dieser Leere ein neues Objekt zu finden. Aber was meiner Meinung nach daran lustig ist, ist, dass es in den letzten 10 Jahren Dutzende von Sternen verschwunden sind. Das ist ein ebenso bemerkenswertes Phänomen, nicht wahr? Die sternenklare Nacht ist immer noch unwiderruflich verändert. Aber niemand erzählt Geschichten, wenn etwas Altes verschwindet. Nur, wenn etwas Neues auftaucht. Ich frage mich, was das über die Menschheit aussagt. Du sagst also, dass der Schlüssel hier nicht darin besteht, etwas zu finden, das nicht da sein sollte, sondern etwas zu finden, das da sein sollte, aber es nicht ist. Bingo! Jetzt klingst du wie ein Detektiv. Okay, sagte ich und hielt den Ordner hoch. Willst du mir sagen, was hier drin sein sollte? Die Mutter. Ich beobachte das Mädchen, Tristessa, auf jegliche Form von Emotion, aber ich konnte sie nicht lesen. Und ich war mir sicher, dass ich nicht nach Emotionen bei einer Puppe zu suchen brauchte. Was soll mit ihr sein? Man findet praktisch nichts über sie. Sie ist wie ein Stein, der in einen Teich fällt und keine Wellen schlägt. Wo ist sie? Warum versetzt sie nicht Himmel und Hölle in Bewegung, um zu versuchen, ihre vermisste Tochter zu finden? Ich klemmte den Ordner unter meinen Arm, packte meine Zigaretten aus, zündete eine an und antwortete. Du scheinst viel zu wissen. Weißt du, was man unter dem Capgrass-Syndrom versteht? Das tue ich nicht, aber bitte, ich lebe, um zu lernen. Das Capgrass-Syndrom ist eine psychische Beeinträchtigung, bei der man denkt, dass jemand, den man kennt, jemand, den man liebt, ersetzt wurde. Vanessas Mutter leidet unter einem schweren Fall davon. Sie hat mir so Scheiße erzählt wie, ich weiß, dass es genauso aussieht wie sie. Es spielt, spricht und riecht genau wie sie, aber das Ding ist nicht meine Vanessa. Nichts, was jemand tun könnte, würde sie vom Gegenteil überzeugen. Es war schlicht einfach etwas falsch daran, wie ihre Neuronen gefeuert haben. Wow, das ist scheiße. Ja, danach sagte er eine Weile nichts mehr. Und ich nahm mir die Zeit, meine Zigarette fertig zu rauchen. Als sie endlich fertig war, fragte ich, war's das? Detective, ich glaube nicht, dass Sie die Schwere dessen erkennen, was Sie mir gerade gesagt haben. Oh, wirklich? Ja, das ist der Schlüssel zur ganzen Sache. Deshalb haben sie sich für Vanessa entschieden. Sie haben erstaunliche Arbeit geleistet, ihre Mutter so gut zu verstecken, dass selbst ich ihren Namen nirgendwo finden kann. Warte, sagte ich. Halt dich mal eine Sekunde zurück. Was meinst du mit, deshalb haben sie Vanessa gewählt? Was weißt du, dass ich nicht weiß? Irgendwo weit hinter mir, im Dunkeln, ertönte das Geräusch eines Schlags gegen Metall. Eine Tür war gerade aufgestoßen worden. Oh, Scheiße, sagte Roger in gedämpftem Ton. Riechst du das? Sie haben eines dieser großen Dinger hierher geschickt. Hier haben sie uns gefunden, Detective. Ich weiß, dass du nicht dumm genug warst, dich abhören zu lassen, oder? Ich schaltete meine Taschenlampe aus, zog meine Waffe und zeigte sie in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Fick dich, flüsterte ich. Woher weiß ich, dass du niemanden mitgebracht hast? Es war fast pechschwarz da drin, aber ich konnte es riechen. Es war übelkeitserregend, entsetzlich wie verrottendes Fleisch und verfaulte Scheiße. Es kam uns mit den Geräuschen schwerer Schritte näher. Ich konnte es laut atmen hören. Es klang wie ein kehliges, tierisches Knurren. Detective, hinter uns liegen 3 Ausgänge. Unsere beste Chance, hier lebend rauszukommen, ist, dass wir uns trennen und wie der Teufel rennen. Ausnahmsweise waren wir einmal der gleichen Meinung. Ich hatte mir den nächstbesten Fluchtweg zurechtgelegt, noch bevor das Gespräch überhaupt begonnen hatte, und ich rannte bereits, als ich Rogers Stimme jetzt schreien hörte. Das Ding, was auch immer es war, begann zu rennen. Ich warf Vanessas Ordner hinunter und machte die Taschenlampe wieder an, als ich zu einer der Seitentüren rannte. Ich konnte nicht sagen, in welche Richtung das Mädchen gerannt war, aber das Ding war direkt hinter mir. Es jagte mich und der Abstand zwischen uns schrumpfte. Ich rammte die Doppeltüren mit voller Geschwindigkeit und sie flogen auf. Ich stürzte die 3 Stufen auf der anderen Seite hinunter und landete auf dem zerbrochenen Betonboden. Ich drehte mich auf meinen Rücken und richtete die Waffe in Richtung der Tür hinter mir. Was auch immer das gerade gewesen war, es war jetzt verschwunden.
und ich hatte keine Lust zu warten, um zu sehen, wohin es gegangen war. Ich rannte zurück zum Auto und machte mich vom Acker. Ein Teil von mir wollte einfach auf die Autobahn und nie wieder zurück. Aber der stärkere Teil von mir erkannte, wie erbärmlich das wäre. Was zur Hölle war das für ein Ding da hinten? Eine Art Killer? Es schien, als hätten sie den Plan wieder geändert, nachdem der untergejubelte Mordfall nicht funktioniert hatte, und jetzt versuchten sie sich am guten alten Mord. Ich wusste, dass ich nicht lange auf der Straße bleiben konnte, solange das Auto zur Fahndung ausgeschrieben war, und ich konnte noch nicht zu Jamie zurückkehren, weil die Polizei mit Sicherheit dort auf der Lauer liegen würde. Mir waren schon vor einiger Zeit alle guten Optionen ausgegangen, aber als ich an der Bar vorbeifuhr und sah, dass sie jetzt offen war, wurde mir klar, wie verzweifelt ich war. Ich habe früher Kopfgeldjägern geholfen, bei einigen Gelegenheiten Dreckskerle aufzuspüren, und es hörte nie auf, mich zu erstaunen, wie dumm die Leute sein können, wenn sie auf der Flucht sind. Hätten sie nur den Kopf unten gehalten, sich versteckt, wären sie nicht erwischt worden. Ich an ihrer Stelle hätte mich anders verhalten, dachte ich mir damals immer. Hättet ihr mir vor einer Woche gesagt, was ich vorhabe, hätte ich gedacht, dass ihr verrückt seid. Ich könnte doch niemals so dumm sein. Ich fuhr auf den Parkplatz der Bar und parkte direkt neben dem Ding, das meine Aufmerksamkeit von der Straße auf sich gezogen hatte. Dort stand ein Jeep des Sheriff-Büros rückwärts eingeparkt. Ich habe das Nummernschild überprüft, um sicher zu gehen, und ich hatte recht. Das war derselbe Jeep, in dem ich früher an diesem Tag bereits gesessen hatte. Ich ging hinein und schaute durch den Raum. Es war ein kleiner, schlecht beleuchteter Ort mit einem zerschlissenen Billardtisch, einer kaputten Jukebox, Hirschköpfen an jeder Wand und Country-Musik, die über Lautsprecher an der Decke plärrte. Ein paar der örtlichen Kotzbrocken saß auf ihren Hockern und sahen schweigend etwas im Fernsehen an. Die Barkeeperin war ein altes Mädchen, das aussah, als wüsste sie nicht, wie man lächelt. Sie lehnte sich mit verschränkten Armen gegen die Bar und trug eine Blue-Jeans-Jacke mit abgeschnittenen Ärmeln. Und in der hinteren Ecke an einem kleinen Tisch, für sich allein, sah O'Brien etwas auf ihrem Handy an. Ich ging direkt zur Bar und machte meine Bestellung. Ich nehme einmal das, was die Frau da in der Ecke trinkt. Die Barkeeperin sah zu ihr hinüber, gab mir dann einen missbilligenden Blick und sagte: Irgendwas für Sie? Ich nehme eine Jackie Cola. Ohne Jackie. Bin heute Abend der Fahrer. Sie rollte mit den Augen und füllte die Bestellung ab. Eine Limo und ein dunkles Bier. Dann sagte sie: Wissen Sie, es geht mich ja nichts an. Aber Sie sollten nicht mit ihr. Sie wissen schon, Schätzchen. Ich weiß, das ist vielleicht nicht politisch korrekt oder was auch immer. Aber Rassenmischung ist falsch. Aber das ist ja nur meine Meinung. Inmitten all der verrückten Scheiße, die an diesem Tag passiert war, hatte ich fast vergessen, wie sehr ich diese beschissene kleine Stadt hasste. Aber nichts ging über eine frische Dosis altmodischen Rassismus, um mich daran zu erinnern. Sie stellte die Getränke vor mich und ich ließ etwas Geld auf die Bar neben ihnen fallen und sagte: Sie haben recht. Es geht sie nichts an. Ich stellte das Bier vor ihr ab, nahm Platz und wartete gespannt darauf herauszufinden, ob ich einen weiteren Fehler gemacht hatte. O'Brien blickte von ihrem Telefon auf und starrte mich eisig an, und ich erwiderte den Blick mit einem Lächeln. Das war wahrscheinlich das größte und dümmste Glücksspiel, das ich seit meinem Erscheinen in diesem Drecksloch gemacht hatte, aber mein Bauchgefühl sagte mir, dass sie nicht dazugehörte, und mein Bauch hatte eine ziemlich hohe Erfolgsquote. Also, da waren wir. Sie begann zu lachen und verriet damit sofort, wie betrunken sie war. Okay, soweit, so gut. Danke, Nagellack, ich bin erwachsen. Ich kann mir meine eigenen Roofies besorgen. Ich wollte mich nur dafür bedanken, dass sie mich vorhin herumgefahren haben. Nun, sind sie nicht ein Gentleman. Nein, natürlich nicht. Ich schwöre es. Sie lachte wieder und legte ihr Handy weg. Das war der Moment der Wahrheit. Wollte sie mich verhaften oder... Sie leerte das halbleere Bier vor sich und stellte das Glas neben ein paar andere, schnappte sich dann das, was ich ihr gegeben hatte, und nahm einen gesunden Schluck. Ich nahm einen Schluck von meinem Drink und wartete darauf, dass ich sprach. Hatten Sie heute Glück, Detective? Nee, aber dafür eine Menge Pech. Und ich nehme an, Sie erwarten, dass sich Ihr Glück jetzt ändert. Nun, es kann nicht viel schlimmer werden, oder? Ich blickte zurück auf die Bar und erwischte die Barkeeperin, wie sie uns angewidert anstarrte. Nun, Sie können nicht sagen, dass sie nicht gewarnt hätte. Danke für den Drink. Aber vielleicht sollten Sie aus dieser Stadt verschwinden, bevor jemand mit der Neigung, Sie zu verhaften, herausfindet, dass Sie in der Kneipe sind. Jemand wie Sie, Deputy? Definitiv nicht jemand wie ich. Wie Sie deutlich sehen können. Sie deutete auf die leeren Gläser auf dem Tisch. Bin ich nicht im Dienst. Und in meiner Freizeit kannst du mich einfach Amelia nennen. Schauen Sie, ich weiß, das wird ziemlich gewagt klingen, aber macht es Ihnen... Macht es dir etwas aus, wenn ich dir ein paar Fragen stelle? Sie lachte laut auf. Es war ein echtes, tiefes, betrunkenes Lachen, und es ließ mich erkennen, dass ich unter anderen Umständen wahrscheinlich wirklich gerne ein paar Drinks nehmen und die Nacht mit Amelia O'Brien vergeuden würde. Sicher, warum nicht? Aber darf ich dir auch ein paar Fragen stellen? Klingt fair. Also, gibt es eine Frau, Nagellack? Ach, da war mal was. Ein paar Mal sogar, aber
Da ist einfach etwas am Versagersein, das ihnen nicht gefallen hat in ihrem zukünftigen Ehemann. Und hier habe ich angenommen, es ist deine brutale Ehrlichkeit war, die die Dame abgeschreckt hat. Also eigentlich ist das meine charmanteste Eigenschaft. Sie lachte wieder und ich entspannte mich ein wenig. Also, was bringt ein Stadtmädchen wie dich in eine Hinterwäldlerstadt wie diese hier? Bin mir nicht ganz sicher. Manchmal glaube ich, dass ich gestorben bin. Das ist die Hölle. Klingt nach einer vernünftigen Theorie. Du musst bei mir nicht um den heißen Brei herumreden, Regan. Ich weiß, was du fragen willst. Was ist hier los? Nun, ich kann dir nicht helfen, weil ich immer noch versuche, das selbst herauszufinden. Ich bin vor einem Monat hier gelandet und jede Nacht gehe ich schlafen und denke, dass das nächste Mal unmöglich seltsamer sein könnte. Und jeden Tag wird mir das Gegenteil bewiesen. Du kannst mich auch Eric nennen. Sicherlich nicht, Manny Paddy. Aber wenn du mich eine rauchen lässt, werde ich dir sagen, was ich weiß. Nicht, dass es dir irgendwie helfen würde. Ich kramte zwei Zigaretten hervor und zündete ihre für sie zwischen ihren Lippen an. Nach ihrem ersten Zug hustete sie und lachte und löschte sie wieder aus. Sie war eindeutig keine Raucherin. Okay, ich weiß, dass es wahrscheinlich schwer zu glauben ist, aber ich bin heute Morgen nicht freiwillig in den Wald gegangen. Ich bekam einen Anruf von jemandem, der behauptete, mein Bruder zu sein. Die einzige Sache ist, dass der seit 4 Jahren tot ist. Dann hörte ich etwas im Wald und es ist eigentlich schwer zu erklären, aber als ich dann da draußen war, fing die Luft an, sich zu erwärmen, als würde ich lebendig gekocht werden. Sie hörte sich das alles aufmerksam an und bis jetzt hatte ich sie noch nicht verloren. Ich überlegte, die Geschichte fertig zu erzählen, wusste aber, dass die Wahrheit im Moment zu viel wäre. Selbst wenn sie mir die Sache abkaufte, konnte nichts Gutes passieren, wenn sie von den toten Hinterwäldlern im vermissten Truck wusste. Weißt du was? Ich glaube dir. In der ersten Woche, die ich hier war, wurde das Büro mit Anrufen von Einheimischen überflutet, die sagten, dass sie von ihren toten Angehörigen kontaktiert wurden. Wir dachten, es wären nur ein Haufen Kinder, die einen Streich spielen. Aber es dauerte nicht lange, bis wir herausfanden, dass es etwas wirklich im großen Stil geschah. Großmutter Gertrude rief an, um dem kleinen Timmy zu sagen, dass sie nicht wusste, wo sie war. Aber sie hätten sie geholt und ihr Gehirn in ein Glas gesteckt. Oder irgend so ein Mist. Die Leute sind wirklich ausgeflippt. Dann bekomme ich eines Tages den Befehl, die ganze Sache fallen zu lassen. Und ich werde gewarnt, nicht darüber zu reden. Ich habe ein bisschen Widerstand geleistet. Und dann haben sie mir den Tankstellendienst aufgezwungen. Und der Rest ist Geschichte. Sie nahm einen weiteren großen Schluck. Sie hatte bereits die Hälfte ihres Bieres leer getrunken, bevor sie weitermachte. Weißt du, was ein Hitzeausbruch ist? Nein, aber ich denke, ich kann aus dem Namen schließen, dass es eine offizielle Erklärung dafür sein wird, was in diesen Wäldern passiert ist. Wenn du zu lange hier bist, fängst du an, Muster zu sehen. Egal was passiert, egal wie verrückt es ist, es wird immer eine offizielle Erklärung geben. Nichts Übernatürliches passiert jemals. Ein Hitzeausbruch ist ein seltenes Wetterphänomen, das in diesen Gegenden auftreten kann. Manchmal steigen die Temperaturen auf 40, 45 Grad oder mehr. Ohne guten Grund. Willst du wissen, warum ich das weiß? Ich zuckte mit den Schultern. Sie haben letzte Woche im Radio drüber gesprochen. Letzte Woche. Das ist ein ziemlich seltsamer Zufall, findest du nicht? Aber was soll es sonst sein? Du denkst, jemand wusste, dass ich vor einer Woche Radio hören würde und wollte sicher gehen, dass ich diese Geschichte heute Abend glauben werde, nur für den Fall, dass du hier sitzt und denkst, ich frag mich, ob etwas Übernatürliches passiert. Meine Zigarette war am Ende, also steckte ich den Stummel in den Aschenbecher und versuchte darüber nachzudenken, was ich sagen sollte. Aber dann fühlte ich, wie etwas in meiner Tasche vibrierte. Ich zog das Telefon heraus, das Roger mir gegeben hatte und las die SMS. Chris ist tot. Das Ding hat sie erwischt. Ich werde einen neuen Wirt finden. Bleib auf der Hut. Ich machte mir eine geistige Notiz, um später ein Glas auf das arme Mädchen zu erheben. Wenn sie wirklich tot war, wäre das eine verdammte Schande und ich wollte nichts anderes, als die verantwortliche Person zu finden und ihm die Zähne einzuschlagen. Aber genau wie der Schmerz in meinem Bein und der Schock, dem Tod um Zentimeter mehr als einmal entkommen zu sein, müsste ich diesen Gedanken in eine Schublade irgendwo in meinem Kopf legen und ihn dort liegen lassen bis... Bis was? Verdammt, nicht mal ich wusste es. Schau, Regan, ich stehe genauso auf eigenwillige Auslegung von Regeln wie jeder andere. Aber ich kann einem Flüchtigen nicht helfen oder ihn unterstützen. Ich gehe kurz für kleine Mädchen und wenn ich zurückkomme, bist du weg. Und dann, vielleicht nachdem ich diesen Drink ausgetrunken habe, rufe ich Clyde an, sag ihm, dass du vorbeigekommen bist. Denkst du, das gibt dir genug Zeit, um von hier zu verschwinden und den besten Anwalt, den du kennst, zu kontaktieren? Ja, das könnte ich tun. Aber die Sache ist die. Es gibt immer was, nicht wahr? Das wird dir nicht gefallen. Aber ich werde einen großen Gefallen brauchen. Ich hatte recht. Es gefiel dir nicht. Im Zentrum der Stadt befindet sich ein alter Friedhof, der zu einer Baptistenkirche gehört.
Dahinter führt ein Pfad in den Wald, an welchem ein verfallenes Hausmeisterhäuschen liegt, das seit den 50er Jahren leer steht. Als ich noch in der Schule war, war das ein beliebter Ort bei den Jugendlichen, um rumzumachen oder high zu werden. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass Teenager heute sich immer noch dort treffen, wo doch der Wald inzwischen jeden Anschein von Zivilisation verschluckt hatte. Der Weg war zugewachsen und schmal und mit niedrigen Ästen, die wirkten, als würden Waldriesen die Pranken nach dir ausstrecken und die das Auto auf beiden Seiten zerkratzten, als ich langsam durchfuhr. Ich fuhr mit O'Briens Wagen tief genug hinein, damit ihn niemand von der Hauptstraße aus mehr sehen konnte, schaltete dann die Lichter und den Motor aus und machte mich an die Arbeit. Ich benutzte die Nummer, die ich in Vanessas Akte gesehen hatte, um ihr Telefon zu entsperren und E-Mails und Textnachrichten zu durchsuchen. Es gab nicht allzu viel zu sehen, aber da war ein langer Gesprächsverlauf mit jemandem namens Toulouse. Sie hatten vor ein paar Monaten mit dem Chatten begonnen. Ich hatte gestern eine gute Zeit. Ich freue mich schon voll auf unsere nächste Abhängsession. Wow, so verzweifelt. Lol, leck mich am Arsch. Ich versuche dir ein Kompliment zu machen. Was zum Teufel ist ein Kompliment? Ist das eine Art Sandwich? Gott, bist du seltsam. Willst du heute Abend rüberkommen und Smash Bros. Spielen? Kann ich nicht. Ich hab da eine Sache. Super mysteriös, aber verfickt wichtig. Klingt faszinierend. Krieg ich einen Hinweis? Ich muss einem Kerl helfen, ein paar Leichen loszuwerden. Nun, wenn du fertig bist, komm rüber und wir spielen Smash Bros. Und bringen Bier mit. Ich erspare euch die Details, aber es gab ein paar Mal, in denen ich das Telefon weglegen und mit den Augen rollen musste. Flirten Kinder heutzutage so? Toulouse wirkte harmlos, aber selbst für einen Teenager unreif. Ich konnte ehrlich gesagt nicht sagen, was Vanessa an ihm oder ihr fand, aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden und Toulouse sorgte dafür, dass sie so oft LOL tippte, dass sie seine Gesellschaft genossen haben muss. Da war nichts offen Sexuelles in ihren Nachrichten, nur der starke Subtext zweier wuschiger Jugendlicher, die versuchten, sich selbst zu entdecken. Ich fühlte mich wie ein richtiger Widerling, erinnerte mich aber dann daran, dass ich mit solchen Dingen meinen Lebensunterhalt verdiente. Paare beschatten, darauf warten, dass sich der betrügende Part offenbart und ein paar Fotos schießen, während sie beschäftigt sind. Der einzige Unterschied hier war, dass ich die Person kannte, in deren Leben ich herumschnüffelte. Aber trotzdem konnte ich diesen unguten Gedanken nicht abschütteln. Das fühlt sich falsch an. Vanessa und Toulouse Texte waren nicht so aussagekräftig, wie ich gehofft hatte. Eine ganze Menge von "Bis morgen" erweckte bei mir den Eindruck, dass sie Toulouse von der Arbeit kannte. Ein paar "Ich hatte gestern Abend Spaß" erzählten mir, dass sie für ein paar Nicht-Dates ausgegangen waren. Eine Tonne Emojis hin und her erinnerten mich daran, wie unvertraut ich mit dieser Generation war. Und dann endete die ganze Sache abrupt mit ein paar Nachrichten von Vanessa. Hey, was machst du so? Bist du da? Mir ist langweilig. Willst du was unternehmen? Hallo? Ich schätze, du redest nicht mehr mit mir, was? Lösch meine Nummer. What the fuck? Was zum Teufel habe ich getan? Vanessa war eine Freundin von mir, du Arschloch. Ich hätte auf die hören sollen, die mir gesagt haben, dass mit deinem Gehirn etwas nicht stimmt. Du bist das Arschloch. Oh, tut mir leid. Autocorrect. Was ich sagen wollte war, Vanessa war eine Freundin von mir, du Trottelwaffel McFuckface. Das war das Ende. Das Datum der letzten Nachricht setzte den Zeitpunkt des Gesprächs auf etwa eine Woche vor ihrem Verschwinden fest. Ich speicherte Toulouse' Nummer auf dem Wegwerfhandy, das ich von Roger bekommen hatte, und plante schon, die Nummer zurückzuverfolgen, sobald ich die Zeit dafür hätte. Der nächste Schritt war, ihr Handy nach Bildern zu durchsuchen. Ich öffnete die Galerie, scrollte ein wenig nach unten und fing an, in chronologischer Reihenfolge durch die Fotos zu wischen. Vanessa war eine normale Jugendliche und sie hatte eine durchschnittliche Menge an Selfies. Eins pro Tag etwa. Ich nahm die Fotos genau ins Auge und suchte nach irgendeiner Art von Hinweis oder Indikator, dass etwas nicht stimmte oder sich zusammenbraute. Aber sie sah immer glücklich aus. Immer mit der gleichen alten braunen Jacke und dem gleichen typischen Teenagerinnen-Lächeln. Ich musste schmunzeln, als ich zum ersten Mal die Jacke sah. Ich erkannte sie sofort wieder. Es war die Jacke, die Donnie die ganze Zeit getragen hatte. Sie war ein wenig zu groß für sie, aber sie hat es geschafft, dass das Outfit funktioniert hat. Vor etwa einem Monat nahm die Anzahl der Bilder zu. Jeden Tag 4, 5 oder mehr. Aber nicht unbedingt Selfies. Jemand anderes machte Fotos von ihr mit ihrem Handy, während sie in die Kamera blickte und lachte. Das letzte Foto auf ihrem Handy wurde 1,5 Wochen vor ihrem Verschwinden gemacht. 2 Tage vor ihrer Trennung mit Toulouse. Und dieses letzte Bild war das einzige, das ich sehen musste.
Was für ein Hurensohn. Auf dem letzten Foto war sie zusammen mit Toulouse, Wange an Wange, lächelnd in einem gemeinsamen Selfie. Ich erkannte sofort den Kerl, mit dem sie da zusammen war. Als ich ihn am Tag zuvor getroffen hatte, hatte er gesagt, dass er sie nicht wirklich gut gekannt habe. Der einzige Unterschied ist, dass ich ihn als Jerry kennengelernt hatte und mir gingen schnell die Gründe aus, diesen Kerl nicht zu verprügeln. Ich zündete eine Zigarette an, um meine Nerven zu beruhigen. Dann erinnerte ich mich daran, dass ich nicht in meinem eigenen Auto saß und O'Brien wäre vielleicht nicht allzu barmherzig, wenn ich ihr Auto mit frischem Tabakgeruch zurückgäbe. Ich kurbelte also das Fenster runter und da roch ich es. Dieser saure, faulige Gestank. Der von der Bowlingbahn. Ich machte die Scheinwerfer an und erleuchtete den Waldweg vor mir, aber soweit ich sehen konnte, war er leer. Dann hörte ich es. Etwas stampfte durch den zugewachsenen Pfad hinter mir. Es bewegte sich vom Friedhof aus auf den Wagen zu und ich realisierte, warum O'Brien ihren Wagen immer mit der Schnauze in Richtung Straße parkte. Ich konnte nicht sehen, was es war, aber ich hätte es aus einem Kilometer Entfernung riechen können. Das Ding, was auch immer es war, kam näher. Immer näher und näher. Der Umriss seiner Gestalt nahm in der Dunkelheit langsam Form an. Ein unnatürlicher Riese, groß, breit, dunkel und etwas hinter sich herschleppend, das mit jedem Schritt auf der Straße schabte. Aus dieser Entfernung war es für mich nicht möglich, genau zu erkennen, womit ich es zu tun hatte. Es wurde von den Schatten geschützt und was auch immer für ein Monster das war, eines war offensichtlich. Ich wollte nicht allein mit ihm hier draußen sein. Ich ließ den Motor an, griff dann nach dem Ganghebel und hörte das Geräusch, das die Füße dieses Dings machten, als sie gegen den Boden schlugen und es mit unmöglicher Geschwindigkeit begann, in meine Richtung zu sprinten. Als ich den Gang eingelegt hatte, war es bereits da. Das Auto schaukelte, als die Heckscheibe in Stücke zerbrach, das Dach sich eindellte und plötzlich die Frontscheibe zu einem Spinnennetz aus zerbrochenem Sicherheitsglas wurde. Ich ließ meine angezündete Zigarette auf meinen Schoß fallen und versuchte herauszufinden, was zum Teufel los war. In der Mitte des zerschlagenen Glases bewegte sich ein riesiges Stück Metall, befreite sich, erhob sich und verschwand dann in den Himmel, nur um krachend wieder auf der Windschutzscheibe aufzuschlagen und in Folge mein ganzes Sichtfeld mit gesprungenem Glas zu füllen, während es sich schon wieder erhob. Ich realisierte meine Situation und schrie: Oh Scheiße! Dieses Ding stand auf dem Dach des Wagens und schwang eine Art riesigen Hammer gegen die Windschutzscheibe und es sah so aus, als hätte ich nicht mehr viel Zeit, bis die Barriere zwischen meinem Kopf und dem Hammer beseitigt war. Fahr! Ich konnte nichts vor mir sehen und selbst wenn ich es könnte, wusste ich, dass ich nirgendwo hin konnte. Der Pfad vor mir verläuft sich im Wald und dann wäre ich sowas von gefickt. Der Rückwärtsgang war auch keine bessere Option. Die Heckscheibe war herausgebrochen, aber ich hatte kein Licht. Das wäre ein kompletter Blindflug. Zum Umdrehen war kein Platz und ich würde sicher nicht die schnell abnehmende Sicherheit verlassen, die mir das Auto noch bot. Das Stück Metall, das in das Verbundglas vor meinem Gesicht eingeschlagen war, begann sich zu bewegen, als würde das Ding auf dem Dach sich darauf vorbereiten, erneut auszuholen, und ich traf eine Entscheidung im Sekundenbruchteil. Ich legte den Rückwärtsgang ein und trat das Gaspedal durch. Wir rasten schlingernd den Pfad hinunter in Richtung Straße, aber irgendwie schaffte es das Ding auf dem Dach nicht herunterzufallen. Eine riesige Hand von der Größe eines Baseballhandschuhs griff durch das offene Fenster auf meiner Seite. Dicke, graue, unmenschliche Finger packten nur wenige Zentimeter neben meinem Gesicht das Dach und ich konnte sehen, wie die andere Hand auf der Beifahrerseite durch das Fenster schlug. Dieser titanische Hurensohn lag flach auf dem Auto mit einer Armspannweite, die groß genug war, dass er gleichzeitig in beide Seitenfenster greifen konnte. Ich hielt meinen Fuß fest auf das Gaspedal gedrückt, während ich meine Beretta herauszog, sie gegen das Dach drückte und drei Schüsse abfeuerte. Ich hätte einen vierten abgefeuert, aber das Auto überfuhr einen Grabstein und wir fingen an zu schleudern. Ich riss das Lenkrad in die andere Richtung und gewann die Kontrolle zurück, ohne auch nur etwas an Geschwindigkeit zu verlieren. Wir hatten den Waldweg verlassen und waren nun auf dem Friedhof, fuhren über Gräber, rammten Grabsteine, überfuhren die kleinen und breiten von den großen ab, dann durch eine Hecke und bevor ich mich versah, waren wir durch den Graben und wieder auf der Hauptstraße. Hier gab es Straßenlaternen und ich konnte endlich den Weg vor mir sehen. Ich drehte wieder heftig am Lenkrad und legte eine fast perfekte 90-Grad-Drehung hin, nach der das Auto genau in Fahrtrichtung der Straße zeigte. Wir gewannen an Fahrt und in kürzester Zeit war der Drehzahlmesser im roten Bereich, aber das Ding auf dem Dach konnte sich immer noch festhalten. Die Straße war kurz davor, eine scharfe Kurve nach links zu nehmen und trotz meiner bisherigen Leistung war ich mir nicht so sicher, ob ich bei dieser Geschwindigkeit im Rückwärtsgang eine weitere Kurve schaffen würde.
Würde ich geradeaus weiterfahren, würde ich in einem anderen, dichteren Waldabschnitt landen. Also traf ich erneut eine blitzschnelle Entscheidung. Ich hob meine Waffe auf, drückte sie wieder gegen das Dach. Ich schoss und trat im gleichen Moment auf die Bremse und brachte das Auto so ins Schleudern. Das Quietschen der Reifen war laut genug, um die Toten zu wecken. Das Ding flog endlich vom Dach des Autos und landete irgendwo mit lautem Krachen zwischen den Bäumen auf der anderen Seite des Grabens. Ich richtete sofort die Waffe in die Richtung und wartete, um zu sehen, ob es aufstehen würde. Die einzigen Geräusche waren das ungesunde Klappern des Motors und mein eigener Herzschlag, der in meinen Ohren dröhnte. Ich hatte es immer noch nicht genau gesehen und jetzt konnte ich nicht einmal mehr sagen, wo das Ding war. Was machst du da? Hau schleunigst ab! Ich drehte mich um, nach vorne zu schauen und stellte fest, dass ich immer noch nicht aus der Windschutzscheibe schauen konnte. Es war unmöglich, etwas durch das zerbrochene Verbundglas zu sehen. Ich richtete meine Waffe darauf und hielt dann inne. Das wird nicht funktionieren, das ist kein verdammter Film. Okay, also was sind meine Optionen? Es gab keine. Ich musste die Windschutzscheibe loswerden, sonst war das Auto nutzlos. Ich stellte den Wagen auf Parken, öffnete meine Tür, atmete durch und stieg aus auf die Straße, um mich für einen weiteren Angriff zu wappnen. Das Ding war nicht weit weg, das sagte mir der schreckliche Geruch, der seinen Angriff auf meine Nase fortsetzte. Meine Waffe würde in meiner Hand bleiben, bis ich mindestens 10 Kilometer die Straße runter war. Als ein paar Sekunden vergangen waren, wandte ich schließlich die Hälfte meiner Aufmerksamkeit vom Wald ab und schaute auf den Wagen des Deputy. Das Fahrzeug sah aus, wie ich mich fühlte. Einmal zur Hölle und zurück und nur noch durch Dämpfe und Gebete am Laufen gehalten. Die Seiten waren zerkratzt und mit Schmutz bedeckt. Die Karosserie war so stark eingebeult, dass jede vernünftige Versicherung das als doppelten Totalschaden bezeichnen würde. Aber irgendwie lief der Motor noch und der Wagen konnte noch fahren. Im Moment war das alles, was ich wissen musste. Ja, wenn ich das alles überlebe, würde O'Brien mich umbringen. Bei der Mammutkeule, die noch in der Windschutzscheibe steckte, handelte es sich um einen Vorschlaghammer mit Metallgriff. Ich kletterte auf die Motorhaube des Autos und packte den breiten Griff mit einer freien Hand und zog, bis er anfing, sich aus dem Glas zu lösen. Das würde nicht einfach werden. Das Ding musste eine Sonderanfertigung sein. Eine Stahlstange, dick genug, dass ich sie kaum mit einer Hand greifen konnte, angeschweißt an einem Metallblock. Eine Waffe für jemanden oder etwas viel Stärkeres als mich. Bald wurde mir klar, dass ich für dieses schwere Scheißding zwei Hände brauchen würde. Ich steckte meine Waffe widerstrebend in meinen Holster und zog mit aller Kraft am Hammer, um diesen aus dem Glas zu befreien und ihn auf die Straße zu zerren. Das Ding wog ganz ohne Zweifel ein gutes Stück mehr als ich. Immerhin war das Loch, das der Vorschlaghammer in der Scheibe hinterlassen hatte, groß genug, dass ich hindurchschauen konnte. Ich vergeudete keine Zeit, um etwas Abstand zwischen mich und das Ding im Wald zu bekommen. Ich stellte den Wagen hinter der Kindertagesstätte ab, nur ein paar Blocks von Vanessas und Jamies Haus entfernt, machte mich dann auf den Weg durch Hinterhöfe und Gärten und betete, dass es auf dem Weg keine freilaufenden Pitbulls geben würde. Ausnahmsweise war das Glück auf meiner Seite und ich kam problemlos in den Hinterhof meines Bruders. Ich ärgerte mich, als ich feststellte, dass die Hintertür unverschlossen war. Es war klar, dass Jamie viel zu vertrauensselig war, um in dieser Stadt allein zu leben. Und das bestärkte mich nur darin, dass das, was ich im Begriff war zu tun, die richtige Entscheidung war. »Hey, Kleiner!« rief ich in der Küche stehend und bemerkte plötzlich zum ersten Mal, dass etwas mit meinen Ohren los war. Ich schnippte mit meinen Fingern neben meinem Kopf, um zu bestätigen, dass ich auf dem rechten Ohr taub war. Er kam aus dem Schlafzimmer und sah mich an, bevor er sagte, »Du siehst aus, als wärst du in einen Streit geraten.« Ich drehte meinen Kopf leicht, um mein gutes Ohr auf ihn zu richten und antwortete, »Du solltest erstmal den anderen Kerl sehen. Könnte vorübergehend sein. Vielleicht auch nicht. Es ist seltsam, dass ich es so weit geschafft hatte, ohne zu merken, dass meine Ohren am Arsch waren. Schätze, Adrenalin ist wirklich eine Wunderdroge. Wir müssen dich aus der Stadt schaffen,« sagte ich. »Sofort.« »Was? Warum?« »Wir haben keine Zeit, um darüber zu diskutieren. Ich erkläre es dir im Auto. Pack nur das, was du unbedingt brauchst und ohne dass du die nächsten 48 Stunden nicht leben kannst. Verstanden? Lass dein Handy und alle anderen elektronischen Sachen hier. Du hast 30 Sekunden zum Packen. Jetzt beweg dich.« »Onkel Eric, ich glaube nicht, dass ich...« »28 Sekunden. Stottere ich.« Er rannte zurück in sein Zimmer und ich zog das Handy hervor, das ich von Roger bekommen hatte, und rief O'Brien an. Sie nahm nach dem ersten Klingeln ab. »Ja?« »Ich brauche diesen Gefallen. So schnell du kannst.« »Sag aber später nicht, dass ich nie etwas für dich getan habe.« Sie legte auf und ich ging ins Wohnzimmer zu den Jalousien und schaute hinaus. Die Deputies, die draußen in den unmarkierten Autos saßen, hätten nicht offensichtlicher sein können. Selbst wenn sie es versucht hätten. Ich konnte Williams sehen, wie er sich in seinen Vordersitz lehnte und ein Spiel auf seinem Handy zockte. Wenn das alles ist, womit ich es zu tun hatte, wäre es eine Schande, erwischt zu werden. Aber die wirkliche Bedrohung war immer noch da draußen. Und
Ich muss jetzt zuerst mal diesen Typen entkommen. Ich konnte sehen, wie Williams einen Funkspruch erhielt, sich aufrichtete und antwortete. Im Anschluss stellte er den Motor an und fuhr weg, gefolgt von zwei weiteren Autos. O'Brien hatte gerade Verstärkung angefordert. Schüsse in der Highschool. Eric Riggin hatte den Verstand verloren und verteilte überall Blei. Sie war in die Ecke gedrängt und brauchte Unterstützung. Das Ablenkmanöver würde uns genug Zeit verschaffen, um hier rauszukommen. Ich rief, 10 Sekunden, Junge, vergiss deine Jacke nicht. Das war der Moment. Der Moment, in dem die Puzzleteile ineinander griffen. Man sagt, dass dein Unterbewusstsein weiter an Problemen arbeitet, auch wenn du nicht weißt, wonach du eigentlich suchst. Es geht nicht darum, was da ist, sondern was nicht. Ich hatte den Bericht über Vanessa öfter gelesen, als ich zählen konnte. In der Nacht, in der sie verschwand, war es kühl draußen. Und verdammt, fast jedes Bild von ihr auf diesem Telefon hatte eine Gemeinsamkeit. Sie trug immer Donnys alte braune Jacke. Jamie kam mit einem über die Schulter geworfenen Rucksack aus seinem Zimmer und sagte, okay, ich bin bereit. In der Nacht, als deine Schwester verschwunden ist, sagtest du, sie würde ein gelbes T-Shirt tragen? Die Frage überraschte ihn. Ja, und? Hatte sie ihre Jacke an? Er schüttelte den Kopf. Nein, ich glaube nicht. Glaubst du? Oder bist du dir sicher? Ich bin mir sicher. Absolut sicher. Sie trug nicht Papas Jacke. Seine Lippe zitterte und ich hatte das Gefühl, dass er vielleicht etwas verheimlichte. Jamie, sieh mich an. Gibt es etwas aus dieser Nacht, das du mir nicht sagst? Nein. Er log. Er stand ihm ins Gesicht geschrieben. Er starrte auf den Boden und sagte, können wir einfach gehen? Ich ging an ihm vorbei zu Vanessas Zimmer. Wir haben ihr wertvolle Sekunden verloren, aber das war wichtig. Ich wusste, dass ich an etwas dran war. Ich war mir nur noch nicht sicher, was es zu bedeuten hatte. Es geht darum, was da sein sollte, aber nicht ist. Ich hatte bereits alles in diesem Raum durchsucht, aber ich musste sicher gehen, ob ich es vielleicht irgendwie übersehen hatte. Donnys alte Jacke hatte einen Nerv getroffen, als ich sie auf den Bildern gesehen hatte. Ich habe sie sofort wiedererkannt. Ich hätte die gleiche Reaktion gehabt, wenn ich sie davor in ihrem Zimmer gesehen hätte. Hatte ich aber nicht. Jamie kam in den Raum, während ich durch die Kleidung in ihrem Schrank ging. Was ist los? Fragte er. Hat deine Schwester noch sonst irgendwo Wäsche? Nein, sie hat am Tag, bevor sie verschwunden ist, noch eine Ladung gewaschen. Was ist mit ihrer Jacke? Hast du sie irgendwo gesehen? Weißt du, wo sie gelandet ist? Nein. Vielleicht hat sie sie in ihrem Auto gelassen? Ich wusste ganz sicher, dass sie nicht im Auto war. Und sie war nicht hier in ihrem Zimmer. Und sie hat sie nicht getragen, als sie verschwunden ist. Dieses Teil war für sie eindeutig mehr als nur ein Kleidungsstück. Sie war zu groß, aber sie trug sie trotzdem jeden Tag. Die Jacke musste einen sentimentalen Wert für sie haben. Also, wo zum Teufel war sie? Jamie, das ist wichtig. Bist du dir sicher, dass du nicht weißt, wo die Jacke ist? Ich schwöre es. Ich habe keine Ahnung. Warum? Keine Sorge. Wir müssen jetzt los. Wir nahmen die Nebenstraßen und fuhren in die entgegengesetzte Richtung der Highschool. Jamie war so nett, keine große Sache daraus zu machen, wie schmutzig das Auto war, ignorierte die Fastfood-Verpackung und leeren Schnapsflaschen auf dem Boden. Ich behielt den Rückspiegel im Auge und wartete, bis wir ein paar Kilometer von seinem Haus entfernt waren, bevor ich anfing, der Ursache des verdächtigen Blicks auf den Grund zu gehen, den er mir vorhin gegeben hatte, nachdem ich gefragt hatte, ob es noch etwas gab, das er verschwieg. Jamie, ich muss dir noch ein paar Fragen stellen. Okay, gut. Ich weiß, dass es schwer ist, aber ich brauche jetzt deine Hilfe, um nochmal in die Nacht, in der Vanessa verschwunden ist, zurückzukehren. Kannst du mich noch einmal durch die Ereignisse führen? Was ist das Erste, woran du dich an diesen Tag erinnerst? Ich weiß es nicht. Okay, dann der Abend. Du hast Fern gesehen und sie kam aus ihrem Zimmer, sagte kein Wort und ging direkt aus der Tür. Ist das richtig? Ja, so war's. Okay, was hast du dir angeschaut? Ich... stammelte er. Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht mehr. Aber du erinnerst dich genau, was sie anhatte. Ja. Das ist ein bisschen seltsam. Dein Gedächtnis war in dieser Nacht wirklich selektiv, was? Ich hasste das, aber es musste getan werden. Du kannst ihn nicht wie Familie behandeln. Er ist ein Zeuge und er verheimlicht etwas, also versuche es und leg die Klemmschrauben an. Schau, ich hab dir alles Wichtige gesagt. Alles Wichtige? Was verschweigst du mir, Junge? Er war still, also trat ich auf die Bremse und schrie, hey, sag mir, was du geheim hast. Ich habe die letzten 2 Tage damit verbracht, mir von jedem verfickt seltsamen Ding in dieser Stadt die Scheiße aus dem Leib prügeln zu lassen. Das Letzte, was ich jetzt brauche, ist, dass mein eigen Fleisch und Blut mich anlügt. Ich lüge nicht, rief er mit Tränen in den Augen zurück. Es war einfach nicht wichtig, okay? Blödsinn. Ich entscheide, was wichtig ist. Du sagst mir einfach die Wahrheit.
Die Tränen liefen über das Gesicht, als er sagte: Wir hatten einen Streit, okay? Worüber denn? Ich weiß es nicht mehr. Ein paar dumme Sachen. Ich dachte, sie hätte sich seltsam verhalten, als ob mit ihr was nicht stimmt. Und dann... Das Letzte, das ich zu ihr gesagt habe... Er verlor an diesem Punkt die Fassung und schluchzte laut in seine Hände. Es brach mir das Herz, aber ich wusste, dass wir auf der richtigen Spur waren. Schau, ich habe deinen Vater geliebt, okay? Und ich weiß, dass er mich auch geliebt hat. Er war mein einziger Bruder und wir haben uns früher ständig gestritten. Teilweise ernsthaft gekämpft. Beim gemeinsamen Aufwachsen lernt man, was man als Munition verwenden kann, um jemanden dort zu treffen, wo es wirklich wehtut. Wir zerrissen uns in der Luft, aber am Ende des Tages wusste ich, dass wir eine Familie sind und nichts konnte das ändern. Deine Schwester liebt dich und wird ein ganzes Leben lang deine große Schwester sein. Das wird nicht wegen eines dummen Streits ausgelöscht werden. Du verstehst nicht! Das Letzte, was ich zu ihr sagte, war, dass Mama recht hatte! Scheiße. Was hast du damit gemeint? Ich hab gesagt, dass ich nicht wirklich glaube, dass sie meine Schwester ist. Und dann ist sie gegangen. Und das ist das letzte Mal, dass sie jemand gesehen hat. Ich glaube, ich habe sie dazu gebracht, dass sie... Nein, halt die Klappe. Wage es nicht, das zu sagen. Denk nicht mal dran. Deine Schwester ist schlauer als ich. Sie hat nichts dergleichen gemacht. Du hast sie zu nichts gezwungen. Jemand hat sie mitgenommen. Und wenn ich herausfinde, wer es war, werde ich ihn dafür bezahlen lassen. Glaubst du, dass sie noch am Leben ist? Ich habe nicht geantwortet. Ich fing wieder an zu fahren und hatte meine Augen auf die Straße gerichtet. Was zur gottverdammten Hölle soll das? Schrie O'Brien, während ich mit Jamie an meiner Seite vor ihrer Tür stand. Wir konnten nirgendwo anders hin. Buchstäblich! Überall sonst auf der ganzen Welt, Eric, aber nicht mein Haus! Hey, sie hat mich Eric genannt. Ich ließ sie schreien und toben und aus der Sache eine Riesennummer machen. Und als sie fertig war, wies ich darauf hin, dass dies nicht für mich war, sondern für meinen 15-jährigen Neffen, und dazu konnte sie nicht wirklich Nein sagen. Sie war in den paar Stunden seit der Bar, in der ich sie überzeugt hatte, die Scheinschießerei in der Schule zu melden, viel nüchterner geworden. Ich hatte sie danach in Vanessas Auto nach Hause gefahren, ihre Schlüssel geklaut, war zurück zur Bar gefahren und hatte dort ihren Wagen gestohlen. Davon wusste sie allerdings noch nichts und meiner Meinung nach war es vollkommen okay, da sie den Teil erst später herausfindet, nachdem ich tot oder aus der Stadt verschwunden war. Als Jamie und O'Briens Haus in Sicherheit war, drehte ich mich um zu gehen. Kommst du nicht auch rein? Nein. Ich habe zuerst jemanden, mit dem ich reden muss. Zu schade. Tu mir einen Gefallen, versuch nicht zu sterben. Mein nächster Halt war die heruntergekommene Tankstelle am Rand der Stadt. Ich fuhr auf den Parkplatz und sah sofort Toulouse, der eine Zigarette rauchend mit einem Wasserschlauch die Betonfläche abspritzte. Ich parkte, stieg aus, ging zu ihm hinauf, schnappte ihn dann am Hals und drückte ihn an die Wand. Er nahm ruhig die Zigarette aus dem Mund, lächelte mich an und sagte: Hey Detective, was ist los? Ich hielt Vanessas Handy vor sein Gesicht. Das Bild auf dem Bildschirm war das Selfie, den er mit ihr aufgenommen hatte. Das letzte Bild, das gemacht worden war, bevor sie verschwunden ist. Willst du mir vielleicht etwas sagen? Fragte ich. Nicht unbedingt, aber wenn es dich davon abhält, mir in den Arsch zu treten, sag ich dir, was du willst. Das wird es, log ich. Okay, also die Sache ist die. Van und ich standen uns nahe. Aber du bist so ziemlich sowas wie ihr Vater und ich kann nicht gut mit Eltern umgehen. Du hast 3 Sekunden, um mit dem Scheiß aufzuhören, bevor ich dich zwinge, dieses Telefon zu essen. Okay, gut, du hast mich erwischt. Ich hab dich angelogen, weil ich nicht wusste, ob du wirklich nach ihr suchst oder ob du einer von ihnen bist. Hör mir den vagen Pronomen auf. Was meinst du mit ihnen? Ich hab keine Ahnung. Diejenigen, die Van entführt haben. Ich steckte das Telefon in meine Tasche, zog meine Beretta und drückte sie ihnen an den Kopf, nur für den Fall, dass es Unklarheiten darüber gab, ob ich es ernst meinte oder nicht. Aber Jerry kicherte nur und sagte sarkastisch: Oh nein, nicht schon wieder eine Knarre gegen meinen Kopf. Schau, Detective, glaub es oder nicht, das ist nicht mein erstes Rodeo. Sag mir einfach, was du weißt. Nun, du hättest es mir gestern nicht geglaubt, aber vielleicht bist du heute bereit. Die Wahrheit ist, dass jemand Van entführt hat, aber nicht vor 2 Wochen.
Es war vor etwa einem Monat. Ich habe es sofort gemerkt. Das Ding, das am nächsten Tag zur Arbeit kam, das war nicht sie. Sicherlich sah es so aus wie sie und es verhielt sich wie sie, aber ich ließ mich nicht täuschen. Nun, ich weiß, dass du das nicht glauben wirst, aber ich habe ein wenig Erfahrung mit Klonen und sie war kein sehr guter. Ich versuchte herauszufinden, was ich davon halten sollte. Ehrlich gesagt konnte ich mich nicht entscheiden. Toulouse nutzte mein Zögern als Gelegenheit, seine Zigarette wieder in den Mund zu stecken und daran zu ziehen. Ich ließ seinen Hals los, legte dann meine Waffe zur Seite und fragte, warum sollte jemand Vanessa klonen wollen? Ist das nicht offensichtlich? Sie war der Testlauf. Wenn sie Vanessas wirkliches Leben infiltrieren könnten, ohne Verdacht zu erwecken, dann würden sie wissen, dass ihr Rezept funktioniert. Aber das tat es nicht, also musste sie verschwinden, bevor jemand, dem man auch glauben würde, erkannte, was passiert war. Das war vor ein paar Wochen. Es ist durchaus möglich, dass sie immer noch Leute austauschen. Vielleicht haben sie die Macken an Vanessas Klon behoben und jetzt wissen nicht einmal mehr wir, wer echt ist und wer ersetzt wurde. Was bringt es, die Leute mit Klonen auszutauschen? Na, Mann, das ist eine Invasion. Er zog ein letztes Mal an seiner Zigarette und schnippte sie ins Gras. Dann fragte ich, in der Nacht, in der Vanessa verschwunden ist, in der Nacht, in der sie wirklich verschwunden ist, vorausgesetzt, dass es wahr, hast du sie da gesehen? Ja, wir waren zusammen. Erinnerst du dich, was sie anhatte? Was? Kannst du mir sagen, was sie in der Nacht trug, als sie tatsächlich verschwand? Jerry dachte eine Sekunde nach, dann sagte er, warte eine Sekunde. Bevor er nach seinem Handy kramte, durch ein paar Fotos scrollte und es mir dann aushändigte. Es zeigte ein Video, das er von Vanessa aufgenommen hatte. Sie wechselten sich ab, sich eine 2 Liter Limo-Flasche zuzuwerfen und zu versuchen, sie mit einem Samurai-Schwert zu halbieren. In diesem Video trug sie Jeans, einen grünen Pulli und Donnys braune Jacke. Als es fertig war, lächelte Toulouse stolz vor sich hin und steckte er das Telefon wieder in seine Tasche. Das war die letzte Nacht, bevor sie, laut dir, entführt und ersetzt wurde? Ja, ich hatte gerade erst dieses Schniekel-Schwert bekommen und bin hergekommen, um es auszuprobieren. Wir haben es 2 Tage später zerbrochen, aber es hat sich echt gelohnt. Das alles hörte sich wie die Textbuchbeschreibung von verrückt an, aber was er sagte, machte irgendwie Sinn. Die Fakten ließen sich nicht leugnen. Nach dieser Nacht von Toulouse Video begann Vanessa sich anders zu verhalten. Ihre beste Freundin hatte es bestätigt. Ihr Bruder hatte es bestätigt. Sogar ihr Telefon hat es bestätigt. Sie hatte aufgehört, Selfies zu machen. 2 Wochen lang war es, als wäre sie eine andere Person. Und dann sagte sogar ihr eigener Bruder, dass er wusste, dass sie nicht die echte Vanessa war. Und dann... Was? Sie wird da rausgeholt, bevor jemand anderes die Chance hat, sie zu verdächtigen? Boah, Alter! Was ist denn das für ein Gestank? Fragte Toulouse. Ich fuhr hoch, erkannte, was er meinte und zog meine Waffe. Dieses Ding. Das Monster. Es war hier. Und vom Geruch her wusste ich, dass es irgendwo in der Nähe sein musste. Geh rein und schließ die Türen ab, sagte ich. Okidoki, antwortete er, bevor er ins Tankstellengebäude ging. Ich richtete die Waffe nach oben und suchte die Ränder des Parkplatzes ab. Dort, wo die Lichter auf die Dunkelheit trafen. Und dann hörte ich es, wie es sich durch den Wald auf der gegenüberliegenden Seite bewegte. Ich hielt die Waffe in die Richtung gerichtet, aus der der Lärm kam. Ein seltsamer, unmenschlicher, gurgelnder Atem und das Geräusch von etwas Schwerem, das durch das Unterholz gezogen wurde. Ich ging in Richtung der Geräusche. Das hier sollte ein Showdown werden und falls mich das Ding umbringen sollte, wollte ich nicht, dass es auch Toulouse ausschaltete, nur weil er gerade in der Nähe war. Dann trat es aus dem Wald und zum ersten Mal sah ich es. Und das Blut gefror mir in den Adern. Das Ding. Der Riese sah fast menschlich aus. Ganz so wie eine Kreidezeichnung eines Kindes, fast wie ein Pferd aussehen konnte. Alles war irgendwie da, aber die Proportionen passten einfach nicht zueinander. Es war etwa 2,10 Meter groß, selbst mit der deutlich gekrümmten Wirbelsäule und dem Buckel. Sein Körper war unmenschlich breit, wie ein aufrecht stehender Grizzlybär. Die aschgrauen Hände waren behaart und bestanden aus Fingern, die wie Würste aussahen und Nägel, die durch Blutergüsse schwarz gefärbt waren. Während er den Vorschlaghammer über den Bürgersteig zog, bewegte er sich mit einem arithmetischen Gang, als ob er noch lernte, auf 2 unterschiedlich großen Beinen zu laufen. Wie eine Chimäre aus den alten Geschichten bestand diese Kreatur, die immer näher rückte, aus ungleichen Teilen.
Der Kopf kam nicht annähernd an etwas entfernt Menschliches heran, aber sein Gesicht hat sich ins Innerste meines Gedächtnisses eingebrannt. So tief, dass keine Therapie mich das jemals vergessen lassen würde. Das Gesicht, wenn man das so nennen kann, war mit schwarzen Schuppen bedeckt und bestand aus einer länglichen Schnauze, die den Oberkiefer bildete. Der Unterkiefer war etwa gleich lang und mit einem alligatorartigen Gelenk mit dem Rest verbunden. Elfenbeinhauer wuchsen in alle Richtungen aus dem Maul. Wenn das Monster irgendwelche Augen hatte, konnte ich sie nicht sehen. Das lippenlose Maul hing offen und enthüllte eine nasse Zunge, die sich in den zerklüfteten Zahnreihen verfangen hatte. Die Zähne waren wie ein Krebsgeschwür gewachsen und es gab keine Möglichkeit, dass sich das Maul jemals schließen konnte, ohne das Zahnfleisch in Stücke zu reißen. Ich weiß nicht, wie es gegessen hat und ich wollte es nicht herausfinden. Das Geräusch, das aus seinem Innern kam, war ein keuchendes Gurgeln, beständig mit jedem flachen Atemzug. Ich kann nicht verstehen, warum sich jemand die Mühe gemacht hatte, ihm Kleidung anzuziehen, selbst wenn mein Leben davon abhängen würde. Er trug einen extra langen schwarzen Kittel, darunter ein langärmeliger blauer Overall und an den Füßen hatte er ein neues Paar riesiger schwarzer taktischer Stiefel. Es lag eine Art Nebel über der Kreatur und als sie näher kam, wurde mir klar, dass die summende Wolke um ihr Gesicht herum eigentlich ein dichter Schwarm von Fliegen war. Infizierte Geschwüre an seinem Hals waren voller zappelnder Maden und mir wurde schwindelig, als ich versuchte zu ergründen, was ich da sah. Das muss das gewesen sein, woran die Leute gedacht hatten, als sie das Wort Abscheulichkeit erfunden hatten. Ich hielt meine Beretta ruhig und wartete darauf, dass das Ding losstürmte. So wie das Ding in der Bowlingbahn und auf dem Friedhof gerannt ist, hatte ich wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur den Bruchteil einer Sekunde, um es auszuschalten. Die Waffe war auf das Massenzentrum, seine Brust gerichtet, wo ich direkt eine Gruppe von Einschusslöchern bemerkte, die den Overall schwarz gefärbt hatten. Sieht so aus, als hätte ich ihn schon getroffen. Was auch immer dieses Ding war, meine erbärmlichen 9mm würde nicht mehr zustande bringen, als es zu nerven. Aber zu diesem Zeitpunkt war Wegrennen einfach keine Option mehr. Weder einmal hatte ich das vertraute Gefühl, auf einem Präsentierteller zu sitzen. Denk nach, dir läuft die Zeit davon. Option? Wegrennen? Verstecken? Nein. Nein, dafür ist es zu spät. Erschießen. Das Ding hat es bereits 4-mal in die Brust erwischt, bevor du es vom Auto abschütteln konntest. Das wird nicht einfach nach ein paar weiteren verrecken. Es sei denn, Kopfschuss. Könnte funktionieren. Versuche es zu entwaffnen? Auf die Hände schießen? Auch valide Option, aber auch ohne den Hammer wäre ein Schlag von diesem Ding, als würde man von einem LKW überfahren werden. Ich muss es aufhalten. Aufhalten. Das ist die Idee. Ich kann meinen Abstand zum Hammer halten, aber nur wenn dieses Ding nicht losrennt. Ich richtete die Waffe auf sein Knie und feuerte 6 Schüsse in schneller Folge ab. Die Fliegenwolke flog beim ersten Aufprall auseinander und die Kreatur blieb stehen. Aber sie ging nicht in die Knie. Sie stand still. Das ausdruckslose Reptiliengesicht starrte mich an. Ich wartete ab. Nach einer winzigen Ewigkeit verlagerte das Ding sein Gewicht auf das gute Bein und hob das Verletzte an, bewegte es ungeschickt nach vorne und setzte es ab. Ich hielt den Atem an und beobachtete, wie es die Stabilität des verletzten Körperteils testete. Dann zog es seine metallische Waffe weiter nach vorne und bewegte sein anderes Bein. Es hatte gerade einen weiteren Schritt getan und all diese Schüsse hatten erfolgreich einen Scheiß bewirkt. Die Wolke aus Fliegen war wieder zum Monster zurückgekehrt und ich bereitete mich darauf vor, kämpfend unterzugehen. Wenn es einen Grund gibt, warum Gott beschlossen hat, mich nicht sofort dann und dort sterben zu lassen, weiß ich nicht, was das für einer sein könnte. Ich bin kein guter Mensch. Ich habe in meiner Zeit auf dieser Erde kaum etwas getan, damit mich jemand vermissen würde. Aber was auch immer der Grund war, das war nicht der Moment, in dem ich mich meinen Schöpfer stellen musste. Die teilweise Taubheit durch die Schüsse in Verbindung mit meiner Fokussierung auf das Ding hatte dazu geführt, dass ich den schwarzen Lieferwagen erst bemerkte, als er mir vorbeigefahren und mit quietschenden Reifen zum Stehen gekommen war. Ich habe nicht gesehen, woher die Rauchgranate gekommen war, aber der Parkplatz wurde in Sekundenschnelle von dickem Grau verschluckt. Das Letzte, was meine Augen sehen konnten, war, dass der Riese mit seiner Waffe ausholte. Ich landete auf dem Boden in dem Moment, in dem das Schießen begann. Wenn ich richtig gezählt hatte, hatte ich es mindestens mit einem halben Dutzend vollautomatischer Waffen zu tun. Ich hielt den Atem an und begann vom Kampf davonzukriechen. Das Nächste, an das ich mich erinnern kann, war, dass ich auf dem Boden eines fahrenden Fahrzeugs aufgewacht bin.
Meine Seite schmerzte furchtbar und ich erinnerte mich an all den Scheiß, den mein Körper diese letzten Tage durchgemacht hatte. Ich lag auf dem Rücken, als ich zu mir kam und setzte mich gerade hin. Wie zum Teufel bin ich hierher gekommen? Der Van schaukelte hin und her, als wir fuhren. Es gab hier hinten keine Fenster, nur Sitzbänke an den Wänden und 5 schwer bewaffnete Männer in Tarnanzügen und taktischer Ausrüstung. Vor mir stand ein 6. Mann. Nur hatte er keine Waffe, keinen Helm und keine Ausrüstung. Er trug ein hellbraunes T-Shirt und Jeans und als er sah, dass ich wach war, lächelte er und sagte: Er ist wach. Gut. Willkommen zurück. Wo bin ich? Ich griff instinktiv nach meiner Seite, fand aber nichts als ein leeres Holster. Einer der bewaffneten Männer legte eine feste Hand auf meine Schulter. Und das war wohl seine Art zu sagen: Immer mit der Ruhe und keine plötzlichen Bewegungen. Keine Sorge, Sie sind jetzt in Sicherheit, sagte der Mann in Jeans. Das ist nicht das, wonach ich gefragt habe, erwiderte ich. Wer seid ihr? Wir beobachten Sie schon eine Weile, Detective. Sie haben Glück, dass wir aufgetaucht sind, als wir es taten. Das ist es. Ich werde endlich den Mann hinter den Kulissen treffen. Wo ist Vanessa? Fragte ich. Wow, warf der Typ zurück. Wir haben wirklich keine Ahnung, was los ist, oder? Ich weiß genug. Ich weiß, dass du Teil einer zwielichtigen Organisation mit Einfluss und Macht bist. Ich weiß, dass du an etwas Großem arbeitest und bereit bist zu töten, um es unter Verschluss zu halten. Und ich weiß, dass meine Nichte irgendwie beteiligt war. Ich zeigte damit meine Karten, aber es war mir egal. Sie haben mich auf frischer Tat erwischt und selbst wenn ich mich dumm anstellen würde, gab es keine Chance, dass sie mich mit einer Warnung davonkommen lassen würden. Ich weiß auch, dass du für das verantwortlich bist, was in dieser Stadt passiert. Das Verschwinden, die Telefonate von den Toten, das Wetter. Ich weiß nicht wie, aber ich weiß das. Lassen Sie mich mal hier unterbrechen, unterbrach er. Sie blamieren sich gerade selbst, denn nicht ein Teil davon war korrekt. Ja, hier geht etwas vor sich, aber wir sind nicht Teil davon. Wir haben Vanessa nicht entführt. Wir versuchen seit Jahren herauszufinden, wer oder was eigentlich für all das verantwortlich ist. Blödsinn. Du wirst mir erzählen, dass diese beschissene Kleinstadt zufällig 2 geheime paramilitärische Organisationen hat? Er lachte. Nein, nein, nein. Definitiv mehr als 2. Der Van machte eine scharfe Rechtskurve und ich begann Sekunden zu zählen. Ich konnte mir nicht sicher sein, wie lange ich bewusstlos gewesen war oder wie sie mich überhaupt ausgeschaltet haben, aber wenn ich es erstmal lebendig aus diesem Van geschafft hätte, könnte ich meine Schritte zurückverfolgen. Lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen, Detective. Wie viel Zeit haben Sie an dieser Tankstelle verbracht? Ich meine, insgesamt. Weil es so aussieht, als hätten Sie dort tatsächlich geschlafen. Dieser Ort bringt Ihren Kopf durcheinander, wissen Sie? Die meisten Leute können es nicht länger als ein paar Stunden auf einmal dort aushalten. Ich ignorierte seine Frage und stellte meine eigene. Wenn ihr also nicht diejenigen seid, die Vanessa entführt und mich hier reingelegt haben, wer zum Teufel seid ihr dann? Sie können uns als eine interessierte dritte Partei betrachten. Ja, antwortete ich und schloss mich Spencers Worten von gestern an. Es scheint ziemlich viele von denen in dieser Stadt zu geben. Der Mann zog eine Waffe unter seinem Sitz hervor und richtete sie auf mich. Bevor ich mich bewegen konnte, packten die Männer zu meinen Seiten mich an den Schultern, drückten mich nach unten und hielten mich auf meinem Platz. Ich blickte auf die Waffe und erkannte sie als meine eigene Beretta. Du bist in der Armee? Fragte der Mann. Ich kannte diesen Kerl. Er war Ranger in der Armee. Du erinnerst mich an ihn. Nein, nein, ich bin nicht aus der Armee. Der Mann nickte, dann starrte er auf den Boden, als ob er versuchte, sich zu entscheiden, was er als Nächstes sagen sollte. Der Van machte eine weitere Rechtskurve und ich startete meine Zeitzählung neu. Es ist schon seltsam. Du bist so vorsichtig, kontrollierst ständig deinen Rückspiegel, wechselst Autos, hast immer ein Ohr am Boden und trotzdem hast du das Ortungsgerät nicht gefunden, das sie in deiner Waffe versteckt hatten. Keine Sorge, wir haben es rausgenommen. Sie haben keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Sie? Diejenigen, die tatsächlich deine Nichte entführt haben. Ich habe ihm diese Geschichte keine Sekunde lang abgekauft. Nach allem, was sie bisher unternommen hatten, um mich von der Spur zu bringen, war das ja nur der neueste aufwendige Versuch. Aber warum? Warum lässt du mich nicht einfach von diesem Ding töten und hast dann eine Ruhe vor mir? War das ein Test, um herauszufinden, wie viel ich weiß? Wie viel wusste ich? Wir haben versucht, sie zu finden, wenn das etwas zählt. Aber diese Kerle sind vorsichtig. Sie verwischen ihre Spuren, vermeiden jede Kamera, hinterlassen keine Fußspuren. Dann kamst du und sie wurden schlampig. Sie wurden frustriert. Und sie schickten einen Springer, um einen Bauern zu erledigen. Nichts für ungut. Oh, fick dich. Er fuhr fort.
Wir haben endlich einen ihrer großen Jungs gefangen genommen. Und alles, was wir tun mussten, war, uns in ihr Ortungsgerät einzuklinken und dir zu folgen, bis es in Erscheinung trat. Also eine große Sache für uns. Der Wagen bog nach rechts. Sie fahren im Kreis. An diesem Punkt wusste ich, dass es zwei Möglichkeiten gab. Entweder sagte dieser Typ die Wahrheit oder er log. Und ich konnte mich nicht entscheiden, was schlimmer war. Aber trotzdem war eines klar. Ich musste aus diesem Van verschwinden, wenn ich am Leben bleiben wollte. Wenn sie fertig waren mit meiner Befragung, wäre ich nur ein weiteres loses Ende. Okay, sagte ich und versuchte Zeit zu gewinnen. Ihr seid die Guten. Du willst die andere Geheimorganisation ausschalten? Du musst mehr über sie wissen als ich, oder? Hast du schon mal vom Planet X gehört? Wissenschaftler wissen seit Jahren, dass es einen anderen Planeten gibt, weil sie die Auswirkungen sehen können. Jesus Christus, spricht jeder Mensch in dieser Stadt in Predigten. Ne? Sie wissen nicht, wie er aussieht oder gar wo er ist, aber sie wissen, dass er da ist. Diese Organisation, die wir verfolgen, ist riesig. Aber alles, was wir sehen, sind die Gravitationseffekte. Gravitationseffekte? Ist es das, was du das spurlose Verschwinden eines 18-jährigen Mädchens nennst? Er hielt die Waffe auf mich gerichtet und griff mit seiner freien Hand in seine Tasche, um ein Handy herauszuziehen. Während er einhändig tippte, sagte er, sie schickten einen der großen Jungs, um sie zu schnappen, nachdem sie die Tankstelle verlassen hatte. Wir haben versucht, sie einzuholen, das haben wir wirklich, und um ehrlich zu sein, dachten wir, sie sei tot. Bis sie am nächsten Tag zur Arbeit auftauchte, als wäre nichts passiert. Wir brauchten eine Weile, um zu erkennen, dass das Mädchen, das zurückgekommen war, nicht wirklich Vanessa Riggin war. Also habt ihr sie euch geschnappt, oder? Entführe die Doppelagentin zur Befragung. Darum dreht es sich doch bei dieser Geschichte, oder? Er drückte eine Taste am Telefon und hielt es mir entgegen, während ein Video abgespielt wurde. Ich erkannte sofort, dass es eine Luftaufnahme von Vanessa und Jamies Nachbarschaft bei Nacht war. Die Quelle muss eine Drohne gewesen sein, aber die Aufnahme war stabil und klar. Das ist die Nacht, in der sie offiziell verschwunden ist. Es war eine Weitwinkelkamera, aber ich konnte sehen, dass das Haus im Fokus war. Ich beobachtete, wie sich die Haustür öffnete und Vanessa in Jeans und einem gelben T-Shirt ruhig zum Rand ihrer Einfahrt ging. Sie blickte die Straße hinunter auf etwas, das zunächst außerhalb des Bildes war, aber dann sah ich es. Der Wagen des Sheriffs fuhr vor, hielt an und sie stieg auf den Beifahrersitz ein. Und dann fuhren sie weg. Was soll das? Was zum Teufel ist in dieser Stadt los? Bist du mit der Theorie der Taschendimension vertraut? Ein gleichmäßiges von irgendwo in der Ferne packte auf einmal unsere ganze Aufmerksamkeit. Ich erkannte sofort, dass es sich um Schüsse mit einem Maschinengewehr handelte, vielleicht 1,5 Kilometer oder so entfernt. Und ich konnte den Moment beobachten, in dem diese Erkenntnis über das Gesicht des Mannes huschte. Er sprang von seinem Sitz und schnappte sich ein Walkie-Talkie von irgendwo vorne im Wagen und rief hinein. Victor, komm! Wir hören Schüsse, ist das Paket sicher? Es gab keine Antwort vom anderen Ende des Funkgeräts, aber die Schüsse gingen weiter. Und dann hörten sie auf. Wir hielten alle den Atem an und warteten, bis der Mann den Fahrer anschrie. Dreh um, wir müssen ihnen helfen! Ich hätte keine bessere Ablenkung als das bekommen können. Ich sprang von meinem Platz, legte einen Arm um den Hals des Mannes und drehte ihn als menschlichen Schutzschild zurück zu den anderen Männern. Bevor er es wusste, hatte ich meine Beretta wieder und drückte sie gegen seinen Kopf. Du machst einen Fehler? Wir wollen dir nicht wehtun. Ich gehe das Risiko ein. Ich packte den Griff der Van-Tür, zog sie auf und sprang in das nasse Gras. Ich versuchte mein Bestes, um mich abzurollen, aber ich riss trotzdem meine Nähte auf und verletzte beide Ellbogen, bevor ich den Hügel hinunter in Richtung Wald rutschte. Ich konnte die Reifen des Van bis zum Anschlag quietschen hören, während ich mich aufrappelte und in die dichte Deckung der Bäume rannte. Ich verbrachte Stunden da draußen im Dunkeln und tat mein Bestes, um in Bewegung zu bleiben, egal was auch passierte. Ich konnte nicht wissen, ob sie mir folgen würden oder nicht, aber ich wollte kein Risiko mehr eingehen. Schließlich traf ich auf ein Bachbett und folgte dem Strom aufwärts, bis ich eine alte Brücke erreichte. Dann brach ich unter ihr zusammen und schlief bis zum Morgen. Nach diesen wenigen, wertvollen Stunden der Ruhe begann ich, der Straße zurück in die Stadt zu folgen. Ich streckte meinen Daumen beim ersten Auto, das vorbeifuhr, raus, in der Hoffnung, dass ich zur Abwechslung mal Glück haben könnte. Und erstaunlicherweise hielt es an. Das Auto war ein neues Modell, ein glänzender roter Firebird, und die Fahrerin war die alte Frau, die ich aus meiner Kindheit kannte. Aggie Sistrunk. Sie erkannte mich nicht, sie war schon alt, als ich ein Kind war, und an dieser Stelle fragte ich mich, ob sie überhaupt weiß, welcher Tag heute war. Die alte Aggie bot mir einen Schluck ihrer Medizin an, während sie mich zurück in die Stadt fuhr. Ich habe höflich abgelehnt. Dann fragte sie mich, wohin es gehen sollte, und ich gab ihr die Adresse.
Clyde kam erst gegen Mittag nach Hause, was mir viel Zeit gab, seine Speisekammer zu durchwühlen, meine Wunden zu reinigen und natürlich sein Haus nach Hinweisen zu durchsuchen. Bei letzterem ging ich leer aus, aber damit hatte ich bereits gerechnet. Falls er einer von ihnen war, wäre er nicht schlampig genug, um Beweise dafür in seiner Unterwäscheschublade zu hinterlassen. Nicht, dass es wirklich ein Falls mehr war. Ich habe ihn in diesem Video gesehen. Er war derjenige, der das Auto fuhr, das Vanessa in der Nacht, in der sie verschwunden ist, abholte. Ich hätte es früher merken müssen. Natürlich musste der Sheriff wissen, was los ist. Eine Operation dieser Größe kann nicht ewig unter dem Radar der Strafverfolgungsbehörden bleiben. Ich rechnete damit, dass er erst gegen später nach Hause kommen würde. Nichtsdestotrotz hielt ich mich bereit. Ich überraschte ihn in seiner Küche und ließ den Großteil der Zeit die Beretta reden. Hallo Sheriff. Schön, Sie hier zu sehen. Er wurde blass, aber er griff nicht nach seiner Waffe und kämpfte auch nicht. Ich hatte gehofft, dass er es nicht tun würde, aber war für alle Fälle vorbereitet. Glücklicherweise lief alles gut. Ich nahm ihm seine Waffe ab und brachte ihn in das Wohnzimmer. Es gab hier drin kein Fenster, keine Waffen und die Sitze waren weit genug auseinander angeordnet, dass ich ihm gegenüber sitzen konnte, ohne mir Sorgen machen zu müssen, dass er etwas versuchte. Als sein Arsch auf dem Sofa saß, goss ich ihm ein Glas seines teuersten Scotch ein und stellte es auf das Tischchen vor ihm. Professionelle Höflichkeit. Ich nahm meinen Platz auf dem Divan gegenüber am anderen Ende des Raums ein und brach die Stille. Ich muss davon ausgehen, dass Sie wissen, warum ich hier bin. Sie sind wahnsinnig. Vielleicht. Geben Sie sich mehr Mühe. Wir haben die Leiche im Kofferraum von Vanessas Auto gefunden. Ich weiß nicht, warum Sie das tun. Klar. Und ich bin der Kaiser von China. Was folgte, war eine weitere, schwere Stille. Ich konnte sehen, dass er etwas sagen wollte, aber er konnte sich nicht dazu durchringen, es zu tun. Das war für mich in Ordnung. Solange ich auf dieser Seite der Waffe war, machte es mir nichts auszuwarten. Schließlich brach er zusammen, nahm den Drink und leerte das ganze Glas in einem einzigen Zug. Dann sagte er: Nun, wie viel wissen Sie? So funktioniert das nicht, Clyde. Sie sagen mir, was Sie wissen. Ich hatte nichts mit Vanessas Entführung zu tun. Blödsinn. Du hast sie in der Nacht aufgegabelt, dass sie verschwand. Was? Nein, ich rede nicht von ihr. Ich rede von Vanessa. Das Mädchen, das ich in dieser Nacht abgeholt habe, war nicht mal... Er erwischte sich und holte einen langen, schwermütigen Atemzug, bevor er weitermachte. Ich hatte sehr genaue Anweisungen, was ich tun sollte, wenn das jemals passiert. Anweisungen? Von wem? Sagen Sie mir, für wen Sie arbeiten, das Ganze wird bald vorbei sein. Er gab mir einen kalten Blick, den ich nie vergessen werde, und sagte: Danke für den Drink, Detective. Ich hätte klüger sein müssen. Ich werde mir nie verzeihen, dass ich so nachlässig war, dass ich ihn nicht gründlich abgetastet hatte. Inmitten all meiner Planungen war mir nie in den Sinn gekommen, dass er eine zweite Waffe haben könnte. Die Waffe in seinem Knöchelhalfter war eine PS1 Einzelschuss, eine Taschenschrotflinte. Bevor ich Nein schreien konnte, steckte er sich die Waffe in den Mund, fraß die Kugel und strich die Wände des Wohnzimmers neu. Himmel, Arsch und Zwirn! Mein Gehirn legte einen Gang zu. Warum sollte er das tun? Was soll ich jetzt machen? Was hat das zu bedeuten? Ich hatte keine Antworten, aber den überwältigenden Drang, so schnell wie möglich von hier zu verschwinden. Das Handy in meiner Tasche begann zu klingeln. Roger rief an. Soll ich rangehen? Weiß er, was passiert ist? Kann er helfen? Ich ließ es klingeln, während ich die Optionen abwägte. Welche Option? Es gab keine Option. Verlass dieses Haus, stelle sicher, dass es keine DNA und keine Abdrücke von dir gibt. Verpiss dich oder du wirst zum Polizistenmörder abgestempelt. Ja, meine Möglichkeiten waren ziemlich begrenzt. Ich ging ans Telefon. Endlich! Ich dachte schon, sie hätten dich erwischt. Roger, hör mir zu, ich stecke tief in der Scheiße. Ist diese Leitung sicher? Detective, das könnte die einzige Leitung in der ganzen Stadt sein, die nicht überwacht wird. Und ich kann dir garantieren, dass nur ihr zwei mithören. Ich muss dir zwei Dinge sagen. Der Sheriff ist tot und ich habe ihn nicht getötet. Es gab eine so lange Pause, dass ich mich fragen musste, ob sich die Verbindung getrennt hatte. Endlich sagte Roger wieder was. Oh, das ist nicht gut. Wirklich. Kann ich davon ausgehen, dass du gerade beim verstorbenen Sheriff bist? Davon kannst du ausgehen. Dann musst du abhauen. Sofort. Das geschnatterte Polizeifunk sieht nur die Schüsse, die auf das Haus des Sheriffs abgefeuert wurden. Und das schon seit 10 Minuten. Verdammt. Ich rannte zur Haustür, blieb aber am Fenster stehen, als ich die blinkenden Lichter draußen sah. Ich drehte mich um und rannte zur Hintertür, schob sie auf und ging zum Zaun, aber bevor ich auch nur 2 Schritte machen konnte, war ich umzingelt. Jeder Deputy hat an diesem Tag Dienst, außer einer. Und es waren mehr Waffen auf mich gerichtet, als ich zählen konnte. Ich fiel auf die Knie, warf meine Hände hoch, schloss die Augen und bereitete mich auf das Unvermeidliche vor.
Sie haben mich rabiat behandelt. Jemand drückte sein Knie gegen meinen Hals, während sie meine Arme hinter meinen Rücken verdrehten, um mit ihnen metallenen Freundschaftsbänder anzulegen. Ein Team von ihnen schleppte mich nach vorne und warf mich auf die Rückbank eines Streifenwagens. Sie ließen mich dort für eine Stunde lang schmoren. Die ganze Zeit über konnte ich nur an eines denken. Warum bin ich noch am Leben? Als sie endlich den Tatort untersucht hatten, wurde ich auf die Polizeiwache gebracht. Ich tat mein Bestes, um zu kooperieren, aber das hinderte sie nicht daran, mich gegen ein paar Wände zu knallen oder mir abwechselnd den ein oder anderen Hieb gegen meinen Rücken und Nieren zu verpassen. Für sie war ich ein Monster. Ich war weniger wert als Müll und sie nahmen mich mit zu der einzigen anderen Person, die so schlimm war wie ich. Der Zellentrakt war klein, dunkel und fensterlos. Nur groß genug für zwei Zellen und diese Zellen waren nur einfache Metallkäfige. Sie warfen mich in denjenigen, der näher an der Tür war und schlossen dann den Käfig hinter mir ab. Dann ließen sie uns allein da drin, schlossen die Tür zum Trakt und schoben den Riegel vor. Ich sah den Mann, der auf der anderen Seite der Metallstäbe stand. Der Mann, der in dem anderen Käfig gefangen war. Er lächelte und lachte mich von seinem Feldbett aus an der Wand an und sagte: Du siehst wie ein Haufen Scheiße aus, Riggin. Ja, es ging mir schon mal besser, sagte ich. Spencer Middleton stand auf und ging zu den Gitterstäben hinüber, lehnte sich an sie und sagte: Ich denke, du solltest etwas wissen. Es wird alles nur noch schlimmer werden. Ich trat reflexartig einen Schritt zurück. Er hatte mich schon einmal überrumpelt und ich würde verdammt nochmal nicht nah genug an den Stäben stehen bleiben, dass er mich packen könnte. Ich bin mir nicht sicher, ob es noch viel schlimmer werden kann. Ich bin jetzt seit einer Woche in dieser Zelle. Vertrau mir, es wird noch schlimmer werden. Er lächelte und kratzte die Narbe an seinem Hals. Ich nehme an, du wirst diese Gelegenheit nicht nutzen, um mir zu sagen, was zum Teufel los ist, oder? Ich sage dir, was passieren wird. Sie werden sich eine Geschichte ausdenken mit dir als Hauptcharakter. Genauso wie sie es bei mir getan haben. Sie werden den Leuten irgendeinen Mist verkaufen. Die Nachrichten werden den Mist aufkochen und die Leute werden den Mist fressen. Und du, irgendwann wirst du auch anfangen, es zu glauben. Sie werden dich alle anlügen, aber nicht ich. Ich werde dich nie anlügen. Willst du wissen, warum? Warum? Weil ich weiß, dass die Wahrheit viel schlimmer ist. Er gab ein weiteres, langes, selbstzufriedenes Lachen von sich und drehte sich um wieder zu seinem Bett zu gehen. Als er sich bequem gemacht hatte, fügte er hinzu: Hey, du und ich werden noch viel Spaß haben, Riggin. Ich schaute auf das Feldbett in meiner Zelle. Es war nicht überwältigend, nicht groß genug für mich. Meine Füße und Ellbogen würden über die Kanten herausragen, aber es war besser, als auf dem Boden zu liegen. Im Moment klang die Idee, etwas Schlaf zu bekommen, ziemlich einladend. Ich wachte durch das Geräusch eines lauten Schlages gegen die Gitterstäbe meiner Zelle auf. Der Mann, der auf der anderen Seite neben der Zellentür stand, war derjenige, den ich am Tag zuvor in Handschellen vor der Eisenwarenhandlung liegen gelassen hatte. Der blaue Fleck über Franklins Kiefer hatte bereits ein ausgeprägtes Tiefviolett angenommen. Und ich muss zugeben, dass ich ein wenig stolz darauf war. Ich konnte das Ding sehen, mit dem er mich geweckt hatte. Ein Schlagstock in seiner rechten Hand. Zweifellos war er an der Reihe, seine Rache zu nehmen. In Ordnung, bringen wir es hinter uns. Hallo Deputy, sagte ich, stand auf und wurde sofort daran erinnert, dass mein Körper voller Quetschungen und blauer Flecke war. Wäre es eine Option gewesen, wäre ich vielleicht einfach liegen geblieben, bis der Richter sein Urteil gefällt und sie mir eine Nadel in den Arm gesteckt hätten. Es ist Zeit für deinen einen Anruf, sagte Franklin unemotional. Er führte mich den Flur hinunter in einen anderen kleinen Raum und ich war mir ziemlich sicher, dort eine weitere Runde Prügel einzustecken, aber schockierenderweise gab es nur einen kleinen Tisch und ein Schnurtelefon, von dem der Hörer abgenommen daneben lag. Franklin schloss die Tür ab und nickte dem Tisch zu. Was ist hier los? Ich näherte mich dem Tisch und wartete gespannt auf eine Art Falle, aber keine schnappte zu. Als ich mir sicher war, dass Franklin mir mit seinem Schlagstock nicht den Schädel aufschlagen würde, streckte ich die Hand aus, packte den Telefonhörer und legte ihn an mein Ohr. Hallo? Sagte ich. Die Stimme am anderen Ende der Leitung war traurig und müde, aber vertraut. Detective, es tut mir leid, dass es so weit gekommen ist. Ich habe jeden anderen Plan ausprobiert, den ich mir vorstellen konnte. Aber ich fürchte, wir haben keine Wahl. Wir müssen die nukleare Option wählen. Oder wir verlieren alle. Es war Roger. Die Sache ist die, nun, ich bin mir sicher, du hast es dir bereits gedacht. Ich werde diesen Ort nicht lebend verlassen. Es tut mir leid. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass ich es so weit geschafft habe. Erinnerst du dich an
unsere Vereinbarung. Ich würde dir helfen und dafür wollte ich einen Gefallen. Nun, das ist er. Ich rufe zu meinen Gunsten an. Also, bist du bereit? Das ist der Hammer. Franklin zog seine Waffe und ich blickte schnell durch den Raum nach etwas, mit dem ich mich verteidigen konnte. Aber dann überraschte er mich, drehte die Waffe um und streckte sie mir hin. Er sagte mit Stirnrunzeln, lass es realistisch aussehen. Ich schnappte ihm die Waffe weg. Was ist hier los? Fragte ich. Roger antwortete. Dein Deputy-Freund hier schuldet mir einen Gefallen. Und jetzt? Nun, du weißt, was zu tun ist. Versuch, ihn nicht allzu sehr zu verletzen. Franklin schloss seine Augen und ich schwang die Waffe fest und schlug ihn damit ins Gesicht. Es spritzte Blut über den ganzen Boden und der fiel um. Gut, sagte Roger. Ich weiß nicht, wie er mich hätte sehen können, aber zu diesem Zeitpunkt war das mir egal. Hör mir genau zu, Detective. Es ist dein Zug. Ich weiß, dass du weißt, wie man das Ding benutzt. Es gibt nur einen Weg, wie diese Geschichte mit etwas endet, das im Entferntesten einem Happy End ähnelt. Du musst jetzt in diese Zelle gehen und Spencer Middleton eine Kugel in den Kopf jagen. Keine halben Sachen. Du musst ihn töten. Warum? Fragte ich. Sie brauchen ihn. Ich bin sicher, dass du die ganze Sache inzwischen aufgedeckt hast. Die Invasion. Spencer ist der Einzige, der weiß, wo er die Zutaten findet, die sie zum Aufbau ihrer Armee brauchen. Sag mir nur eine Sache. Lebt Vanessa noch? Es tut mir leid, Eric. Ich legte den Hörer auf. Das war genug. Werde ich das wirklich tun? Was sollte ich sonst tun? Franklins Waffe nehmen und mich aus dem Revier des Sheriffs schießen? Nein. Ich war erledigt. Das Einzige, was ich tun konnte, war dafür zu sorgen, dass mein Tod etwas zählte. Und es gab keine Person auf diesem Planeten, von der ich sagen könnte, dass sie eine Kugel zwischen den Ohren mehr verdienen würde als Spencer fucking Middleton. Aber sollte ich wirklich derjenige sein, der buchstäblich den Abzug drückt? Ich nahm Franklins Schlüssel, öffnete die Tür und schaute hinaus. Es war ein gerader, leerer Flur. Auf der einen Seite der Weg durch die Station, voll mit wütenden Männern mit Waffen. Auf der anderen Seite der Zellentrakt. Ich konnte meinen Herzschlag in den Ohren pochen hören, als ich allein zurückkehrte und den Schlüssel in das Schloss steckte. Spencer starrte mich direkt an, als ich die Tür öffnete, als hätte er auf mich gewartet. »Sieh dich an«, sagte er. »Sie haben dich zu ihrer kleinen Schlampe gemacht, was?« »Dreh dich um«, befahl ich. Er weigerte sich wegzuschauen, als er sagte, »Lass mich dir etwas sagen. Wenn du mich töten willst, solltest du besser nicht daneben schießen.« Spencer hatte das Ganze erwartet. Ich lud Franklins Waffe durch und bereitete mich darauf vor, das zu tun, was ich tun musste. Spencer war Teil dieser Verschwörung und sein Tod würde diejenigen treffen, die Vanessa entführt hatten. Was zum Teufel war das? Jemand schoss im Gebäude. Ich drehte mich um und blickte wieder den Flur hinunter. Was haben wir denn da? Spottete Spencer von hinten. Sieht so aus, als müsstest du vielleicht deine Munition sparen. Die Schießerei ging weiter. Dutzende Schüsse. Da draußen, hinter diesem Flur, gab es ein richtiges Feuergefecht. Es wurde immer mehr und dann... nichts. Die Tür am anderen Ende des Flurs wurde aus den Angeln gerissen und ein großer Teil der Wand flog gleich mit. Das Monster war hier. Sein Vorschlag kam er in der Hand und diesmal war es nicht allein. Hinter ihm waren zwei weitere Kreaturen, genauso groß und erschreckend. Ihre Körper sahen alle gleich aus. Ihre Kleidung, ihre Größe und ihr erbärmlicher Geruch, aber die Köpfe der anderen beiden waren unterschiedlich. Einer hatte ein etwas menschliches Gesicht, keine Haare, keine Ohren, keine Nase und keine Lippen. Seine Haut war weiß, sein Kopf war zu einer ungewöhnlichen Größe angeschwollen, seine Augen waren rot und quollen hervor. Der Kopf des Dritten war kaum mehr als ein Schädel, der mit roten und rosa nässenden Geschwüren bedeckt war. Eine Augenhöhle war leer, die andere hielt ein einziges blutunterlaufenes Auge. Sein Mund bestand nur aus roten Knochen und war zu einem Lächeln verzogen. Zu ihren Füßen lagen die Körper mehrerer Deputies. Ich richtete die Waffe auf sie und feuerte. Klick, klick, klick. Ich habe immer wieder abgedrückt, aber... Hurensohn! Franklin hatte mir nur eine Kugel gegeben. Ich schlug die Tür zum Zellentrakt zu und durchsuchte den Bereich nach Waffen, aber natürlich war da nichts. Ohne überhaupt nachzudenken, stieg ich in den leeren Käfig, schloss die Tür hinter mir und schloss sie ab.
Es dauerte nicht lange, bis sie die zweite Tür aufbrachen. Die Kreaturen traten in den Raum, ihre Köpfe berührten fast die Decke, als sie alle drei hineinstürmten und direkt an mir vorbei zu Spencers Zelle gingen. Er näherte sich ihnen mit einem breiten Lächeln und sagte, »Warum zum Teufel habt ihr so lange gebraucht?« Sie packten die Tür zu Spencers Zelle und zogen. Das Metall verbog sich und riss an den Scharnieren und dann plötzlich war Spencer Middleton frei. Die Kreaturen traten zurück, um ihm Platz zu machen, damit er an ihnen vorbeigehen konnte. Als er den Raum verließ, sah er mich an und sagte, »Wir sehen uns!« Ich stand in der Ecke und beobachtete die Monster, als sie ihm aus der Tür folgten. Sie waren nicht für mich da und jetzt, da sie hatten, was sie wollten, gingen sie wieder. Ich wartete dort in der Zelle und starrte auf die Tür, bis ich es nicht mehr aushalten konnte und rannte auf die Toilette in der Ecke, um mir die Eingeweide aus dem Leib zu kotzen. Ich hatte versagt. So richtig versagt. Und jetzt war es nur noch eine Frage der Zeit, bis jemand dieses Blutbad fand und mir das Ganze in die Schuhe schob. Ich habe noch die Schlüssel, ich könnte weglaufen. Schnapp dir Jamie und flieh nach New Orleans. Such einen guten Anwalt oder tauche eine Weile unter. Es gab keine Chance mehr auf Gerechtigkeit. Ich hatte den Krieg verloren und jetzt musste ich einen strategischen Rückzug antreten. Ich spuckte ein letztes Stück in die Toilette und spülte. Mit den Bildern des Blutbads und der Monster noch frisch im Gedächtnis versuchte ich, meinen Plan auszuarbeiten. Der nächste Teil würde schwer werden, aber ich musste da jetzt durch. Kletter über die Leichen, finde eine mit Autoschlüsseln, klaue schon wieder ein Auto. Hey, Detective! Ich drehte mich um diesen Psychopathen zu sehen, der dort allein auf der anderen Seite der Gitter stand. Was? Warum ist er zurückgekommen? Meine Worte blieben mir im Hals stecken, aber es schien ihm nichts auszumachen, das Gespräch zu führen. Sieht aus, als ob dir etwas, das du gegessen hast, nicht bekommen müsst, was? Hey, bevor ich gehe, wollte ich dich noch etwas fragen. Er streckte seine Hand zwischen die Stäbe, als ich sah, was er in ihr hielt, fühlte ich, wie mir ein kalter Schauer über den Rücken lief. Falls du interessiert bist, mein Angebot liegt doch auf dem Tisch. Was sagst du dazu? Willst du wissen, wo du sie findest? Dieser Wichser war mit einer Zange zurückgekommen. Ich durchquerte die winzige Zelle, wo er stand, streckte die Hand aus und nahm ihm die Zange ab. Er lächelte ein bösartiges Lächeln und ich blickte auf das Werkzeug in meiner Hand. Lass ihn nicht sehen, dass du zuckst. Ich fuhr mit der Zunge über meine Zähne und versuchte zu entscheiden, welchen ich am wenigsten vermissen würde. Die Wahl fiel auf einen meiner oberen Prämolaren und ich steckte die Zange in meinen Mund. Ich kann immer noch das Gefühl spüren, als er das Metall meinen Zahn berührte. Die Art und Weise, wie der Schmerz meinen Nerv hochschoss, als ich am Zahn zog, daran wackelte und versuchte, ihn irgendwie frei zu bekommen, während Spencer fast an seinem eigenen Lachen erstickte. Als er sich endlich von meinem Kiefer löste, floss eine Menge Blut. Ich spuckte einen Mund voll auf den Boden und legte meinen Zahn in Spencers ausgestreckte Hand. Dann riss ich mir ein Stück Stoff vom Ärmel und biss darauf, um die Blutung zu stoppen, während Spencer meinen Zahn wie einen Diamantenprüfer inspizierte. Als er zufriedengestellt war, sagte er mir, wo ich Vanessas Leiche finden würde. Ich ging zur Tankstelle und sah aus und fühlte mich wie Scheiße. Ein kurzer Blick hinein sagte mir, dass gerade keine Kunden da drin waren. Hinter dem Tresen saß Jack und tippte auf seinem Laptop. Toulouse lehnte sich auf die Theke neben ihm und las eine Zeitschrift. Als sie mich sahen, hörte ich Jack sagen, »Sieh dir das an! Der Detektiv ist noch am Leben!« Toulouse nickte und sagte, »Ja, schau, wie er das durchsteht! Gut für ihn!« bevor er seine Aufmerksamkeit wieder auf das Magazin richtete. Mein Magen drehte sich um und ich ging direkt zum Klo, wo ich anfing, trocken in das Waschbecken zu spucken. Wenn noch etwas in meinem Magen gewesen wäre, hätte ich es dort verloren. Wie soll ich das überhaupt machen? Ich sah mein Spiegelbild an und bemerkte, dass der als Cowboy gekleidete Mann in der Ecke hinter mir stand. Ich drehte mich um und schrie ihn an. Was zum Teufel? Wer zum Teufel bist du überhaupt, Mann? Glücklicherweise trug er diesmal alle seine Kleider, einschließlich eines roten Kopftuchs um den Hals und eines Cowboyhuts. Mit einem schiefen Lächeln streckte er mir einen Kugelhammer hin und sagte mit ruhiger Stimme, »Triff gute Entscheidung.« Ich kann nicht erklären, warum, aber dieser seltsame Satz gab mir ein Gefühl der Ruhe und half mir, mich zu konzentrieren. Ich nahm den Hammer, dankte ihm und verließ die Toilette. »Die Wand hinter dem schwarzen Brett. Dort wirst du sie finden.« Ich schlug mit dem Hammer ein riesiges Loch in die Wand der Tankstelle und Jack und Toulouse wirkten nicht ansatzweise überrascht genug von dieser Aktion. Ich schwang weiter und machte das Loch immer größer und hörte erst auf, als die Wand weg war und die vertrocknete, verschrumpelte Leiche eines jungen Mädchens im Innern zum Vorschein kam. So wie es aussah, war sie schon lange tot. Ihre Haut war grau geworden und ihr Gesicht war nicht mehr zu erkennen, aber ihre Kleidung sah immer noch sauber und neu aus. Ein paar Blue Jeans und ein gelbes T-Shirt. O'Brien war die erste vor Ort. Sie schrieb den offiziellen Bericht, den ich mir ein paar Wochen später ansah.
ein unbekannter Mann sei in die Tankstelle gekommen, habe ein Loch in die Wand gerissen und die Leiche eines jungen, vermissten Mädchens entdeckt. Die Leiche war postmortem ausgeblutet worden, was wahrscheinlich für die beschleunigte Mumifizierung verantwortlich war. DNA-Proben und Zahnuntersuchungen bewiesen eindeutig, dass dies der Körper von Vanessa Riggin war. Aber ich wusste die Wahrheit. Das war nicht meine Nichte. Spencer war sehr clever in der Art und Weise gewesen, wie er sein Angebot formuliert hatte. Hey, ich sage dir, wo du die Leiche eines bestimmten Mädchen finden kannst. Er hatte die ganze Zeit über die Doppelgängerin geredet. Es gab eine Beerdigung, aber weder Jamie noch ich machten uns die Mühe hinzugehen. Ich habe etwas Geld besorgt und das Kind aus der Stadt gebracht. Ich werde nicht sagen, wo er ist, aber glaubt mir, wenn ich sage, dass er jetzt an einem sicheren Ort befindet. Dass er sich jetzt an einem sicheren Ort befindet. Was meine rechtlichen Probleme betrifft, so sind sie eigentlich von selbst verschwunden. Ein letztes Abschiedsgeschenk von den Verantwortlichen vielleicht. Außerdem ist es schwer, jemanden zu verhaften, der den Sheriff getötet hat, wenn der Sheriff nicht tot ist. Ja, ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine Nachricht von O'Brien erhalten. Clyde taucht am nächsten Tag bei der Arbeit auf und jeder hat beschlossen, so zu tun, als hätte er sich nie einer Amateur-Hirnoperation unterzogen. Tatsächlich gibt es keinerlei Aufzeichnungen darüber, dass jemand in dieser schönen, kleinen, ruhigen Stadt gestorben ist, während ich dort war. Ich hatte mich fast selbst davon überzeugt, dass das Ganze eine stressbedingte Illusion gewesen war, aber gestern bekam ich ein Paket per Post in meinem Büro ohne Absender. Das Einzige, was drin war, war Donnys alte braune Jacke. Dann bekam ich gestern einen Anruf. Hey, Onkel Eric? Es war die Stimme eines Mädchens. Ja, hier spricht Eric. Weißt du, wer ich bin? Vanessa. Sie haben mir gesagt, dass ich für eine Sekunde mit dir reden kann. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Eine Art Krankenhaus, glaube ich. Was ist das denn? Was ist hier los? Ich weiß es nicht. Hier ist ein Mann, der mit dir reden will. Nein, Vanessa, gibt nicht... Hey, Detective. Sie hatte das Telefon weitergegeben und ich erkannte seine Stimme sofort. Spencer, was willst du? Ich? Ich will nichts. Ich dachte nur, ich lasse dich wissen, dass sie sich trotz all meiner Einwände wirklich gut um Vanessa kümmern. Bitte, ist es das, was du hören willst? Du willst, dass ich bettle? Bitte tu ihr nicht weh, lass sie einfach gehen. Dafür ist es zu spät. Selbst wenn sie jetzt nach Hause gehen würde, gibt es keine Möglichkeit, dass jemand jemals glauben würde, dass sie die Echte ist. Sogar du. Im Moment hast du deine Zweifel, nicht wahr? Die Grenze zwischen dem, was real ist und dem, was nicht, ist so sehr verschwommen, dass es genauso gut keine mehr geben könnte. Und das ist es, was sie wollen. Sie wollen, dass du an deinen eigenen Augen zweifelst. Sie wollen, dass du dich fragst, wer echt ist und wer ersetzt wurde. Weil das ein Teil des Angriffs ist. Wenn du der Person neben dir nicht vertrauen kannst, werden sie wissen, dass sie bereits gewonnen haben. Es ist eine schöne neue Welt, Detective. Und wenn ich dich jemals wiedersehe, werde ich dich lebendig häuten. Die Leitung wurde getrennt. Ich habe versucht, die Nummer zurückzuverfolgen, aber selbst mein Computertyp hat mir gesagt, dass es eine Hightech-Sackgasse ist. Es ist jetzt schon Monate her, dass ich angefangen habe, nach meiner vermissten Nichte zu suchen und ich habe diese Zeit genutzt, um mich vorzubereiten. Wenn ich das nächste Mal in diese Stadt zurückkehre, bin ich bereit. Ich werde mich nicht wieder kalt erwischen lassen. Und wenn ich sie endlich finde, werden die Verantwortlichen dafür bezahlen. Spencer ist kein komplizierter Kerl. Ich hatte seine Botschaft klar und deutlich verstanden. Es klang wie eine Warnung, aber das war es nicht. Es war eine Einladung.